Ich move uns noch hoch. Aber ich move natürlich gleich im Stream hoch, damit die Leute sehen, wir sind real und so, ja? Verschiebe Teilnehmer aus meinem Raum hier. So, ich mach den Sound schon mal aus hier vom Livestream. Minimieren wir das OBS. Tippy-Stream kommt auf und dann können wir eigentlich schon losgehen. Ich tue das nicht. Vielleicht noch anmachen, Nick. Das ist vielleicht noch ganz praktisch, wenn wir eine Runde starten, ja? Ich hoffe, der ist so voll. Also, was heißt voll? Also da hat das Spinhard Smartphone noch irgendwann mal geändert gehabt, weil sonst war Startfahrzeuge für jeden gleich. Ja, ne? Er findet mein Controller gerade nicht. Toll. Vorbereitung ist da. Ach Mensch. Hallo? Box? Controller? Möchtest du finden? Den Stick? Hallo? Die blinken einfach jetzt beide irgendwie, wie sie wollen. Fängt schon gut an, muss ich sagen, oder? Ach nee. Oh, die blinken wie wild. Ich zieh mal den Stick ab und steck nochmal rein. USB-Stick? Hab ich ihn jetzt kaputt gemacht? Ach Nick, ich weiß nicht. Sie finden sich nicht. Was ist denn hier schon wieder los? Mann, ich krieg den Stream schon wieder ausmachen, erstmal alles ja einrichten und in einer Stunde wieder anmachen. Ja. Sie haben sich gefunden, aber der Stick liegt immer noch. Okay, gut, ich ignoriere das einfach mal. Bereitstimmen. So. Guck mal. Vielleicht kommt da die nette Melissa Melone heute wieder rein, ja. Nick, startest du? Ja. Gut. Oder vielleicht der Arvin. Vielleicht was ich mal. Twitch-Account gemacht. Ich habe übrigens das Zeug schon geuploadet jetzt auf. Also, geuploadet hochgeladen auf YouTube. Also, bitte mal. Ich schmeiß mal alles freitags immer raus, glaube ich einfach. Ich glaube, es ist ganz gut, gemoderte Fahrzeuge zu nutzen auf einer Community Map, weil wir haben gesehen, wie abfuckt die waren, Nick, ja? Ich will jetzt gar. Ich erinnere mich nicht dran. Ey, aber das zeigt sich ganz cool aus. Robert? Ja, sind deine auch nicht vollgetankt? Ja, das B. Wie sollen wir eine Werkstatt freischalten? Vielleicht stehen LKWs rum mit Hänger? Mit Werkstattpunkten auch? Ich steig erstmal in den A3000. Ich steig erstmal ins Tufte rein. Meinst du, was ich gerade mache? Wo bist du denn? Bist du bei mir überhaupt? Wo bist du? Nick? Ja. Wo bist du? Du bist bei mir nicht. Spürst du, war die Verbindung beendet? Ja, ich hab die auch nicht gesehen. Hä? Ja, komm bei mir einfach wieder rein. Hast du mich, hast du die Lobby geschlossen hast? Nö. Noch da, oder? Guck mal. Verbinde mit Spiel. Ist die Lobby noch offen, Nick, bei dir? Ja, ich bin doch noch im Spiel. Ja, aber irgendwie. Jo, keine Ahnung. Wollen wir doch mal verbinden. Wir legen nochmal direkt wieder ein, dann wir neue. Hatte ich eingeladen. Ja, ich möchte verbinden. Du musst ja damit. Nee, geht. Leg bitte warten. Verbindung fehlgeschlagen. Ist jetzt ein Prank? Ah, hol jetzt nochmal. Binden. Nö. Nee. Hast du zugemacht, Nick? Nein. Ich komme jetzt gar nicht mehr rein. Ich kriege jetzt instant gleich die Absage, dass nur fehlgeschlagen ist. Also muss nochmal neu starten, die Lobby.
Tschüss, Mario, ich muss wieder rausholen, wir streamen jetzt gerade. User was moved out of your channel. Copyright-Musik machen in meinem Stream, ja, da wurde die Arsch offen hier, ja. So. Mehr Spieler, letztes Spiel fortsetzen. Spiel wird gestartet. Oder willst du noch mal ein bisschen in die Lobby zurück und komplett neu? Ich bin in der Lobby gerade bei mir. Ja, wir bauen nochmal neu die Lobby, die Sitzung auf. Weil irgendwie. Wahrscheinlich muss in LKW mit Werkstattpunkten drauf. Kann's bei mir rein. Okay. Wir beitreten. Ich mal die Fahrzeuge aus. Der TÜV. Da. Bereit. Ja, ich hätte jetzt sonst erstmal das Erkundungsfahrzeug genommen, geguckt, ob irgendwo was ist. Ja, klar. Ich hatte noch einen LKW, der war auch gesperrt. Hat es gesperrt markiert. Der wird wahrscheinlich irgendwo in der Nähe da stehen. Mit je Werkstattpunkten drauf. 4 Stück oder 8. Dann gibt es einen Achter? Nee, ne? Könnte ich nicht. War aber 2x4. Na gut. Du Oder bist so. diesmal drin? Ja, ich sehe die auch. Motor abstellen. Safe, guck mal, haben wir jetzt schon wieder zu. Fertig mit dir. Das ist der Zuschauer, das ist der eine hier. Das ist aber das gleiche Auto wie das normale Standardauto, bloß in Blau halt, ne? Es ist das Standardfahrzeug. Aber ist das Standardfahrzeug auch blau? Achso, nö. Naja, den gibt es als normalen Jeep und dann gibt es den mit etwas größeren Reifen und höher. Das ist halt, es ist eins der Standardfahrzeuge. Also nie der Map, sondern vom Spiel her. Ja. Die Folge ist, kommt sich was gar nicht hoch. Du musst wirklich hier das Gas plus anhauchen, ja. Ja, das ist vielleicht eine Senke hier. Nee, 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 Quatsch. Oh Ach du Gott. Scheiße, siehst du die, die da auch kommen? Kann man cheaten? Wieso? Einfach hier lang fahren? Um einfach, wenn es auch schwer geht, Nick, ja. Richtig? Wir müssen hier rechts hoch. Ja, also Hast du das Gefühl? nicht das Problem, ja, weil ich bin einfach rumgefahren. Alter, wer ist denn da mit dem Flug durch die Kante gefahren? Robert. Moin, Marvin, hallo, schön, dass du da bist. Und er hat einen Twitch-Account. Ja, Nick, ich sehe, einfach außen rumfahren. Willst du Winde haben? Nö. Warte. Maus, hallo. Warte, ich muss vor. Ich versuche die mal. Hast du einfach gerade die Winde einfach gezogen, Nein. alter Pisser? Ey. Nick, Nein. es wird sich hier richtig kacke hochfahren. Warte, warte. Einfach erst schon mal die Winde rausholen. Und einfach hochziehen. Spielen wir halt Robert und fahren halt außen rum. Und hier ist der Riesengraben. Jetzt machen wir das A-Team-mäßig und ziehen uns einfach von Fenster zu Fenster hier, ja. Macht das A-Team sowas? Eigentlich nicht. Nick? Hatten Sie da nicht, was Ja, denn? meinst du, meine Taktik ist viel cooler, ja? Also ich komme auch so hoch. Ja? Ja, meine sieht cooler aus, ja? Spiel du erstmal die Challenges. Nee, die Challenges will ich nicht spielen. Ja, weil du eh nicht schaffst. Icebucket Challenge kann man auch nicht machen. Mannequin Challenge. Fahren wir einfach. Ich kenne die Challenges gar nicht alle. Wir haben noch einen erste gegangen. Ist die Frage, wo steht unser LKW? Was? Und was Ja, ist das wir für müssen ein erstmal da rechts. hier Hasencode? Nein, ich habe keine Ahnung. Und da ist ein Baum. Gut. Ich gucke erstmal. Ach, du hast den Beobachtungspunkt schon markiert. Ja? Ich sehe das andere gesperrte Fahrzeug, ne? Das steht am Sägewerk. Gut. Ich wollte aber erstmal einen Aussichtspunkt, Ja, weil. na klar. Der steht damit auf dem Weg. Die Verdeckung. Oh, verdammt. Oh Gott, die Map ist schon.
Bitte. Vorwort, nicht schubsen. Nicht wie in der Schule? Nein. Da wurde ich immer geschubst. Oh, ah, Quatsch. Ja. Eine halbe Straße, ja, da hast du recht, Mann. Das ist wirklich. Die Straße macht mir richtig Spaß, ja? Jetzt schon. Also, könnt ihr mal, wenn wir noch öfter hier Spinter spielen, die müssen wir dann vergleichen, so vor einer Schwierigkeit her. Und jetzt fand ich die gestern war sehr ausgeglichen und hat auch Spaß gemacht vom Fahren, muss ich sagen. Den will ich auch nochmal spielen wollen. Also es war, die hatte jetzt so ein paar Ja, Abfuckpunkte, die wo hätte so sie ein paar drin steht, ein Tücken. paar Fahrzeuge. Aber wenn man sie kennt, die Tücken, dann ist es kein Problem mehr, ne? Ja, weil viele Straßen auch relativ leicht nur durchgehen. Ja, wenn du auch Wobei ich so das fährst. schade finde, ist, dass du, ja, die Strecken waren zwar weit, aber du bist eigentlich, also ich und du, wir sind eigentlich ein und dieselben Strecken bloß gefahren. Ja, die Sache ist halt einfach, das sind Werkstattpunkte. Oder? Das sind Reparatur? Weiß gar nicht. Die Sache ist halt. Reparatur und Werkstatt. Ach so. Ist halt einfach. Werkstattwagen und Reparaturpunkte. Und er hat keinen Kraftstoff. Die fetten Wege sind einfach so matschig, wie es einfach nicht weiterkommen ist. Ja, wirklich 0 Liter? Er hat 16 Ja, Liter. ich sehe es gerade. Hat er. Haben wir Kraftstoff zufällig dabei? Nein, wetten, wir müssen erstmal zum Doch, die nächsten. 45 Liter, aber. Wo ist denn hier eine Tankstelle? Da ist noch eine Werkstatt, da ist ein. Ah, toll. Würdest du erstmal trotzdem erstmal volltanken, oder? Nee, erstmal nicht taktisch vorgehen, nicht taktisch vorgehen. Wir gucken erstmal, wollen wir erstmal zum Sägewerk fahren und da nochmal den B. Wie viele Werkstattpunkte hat denn der kleine Hänger? Ein, oder? Ich weiß es nicht, Nick. Ich spiele nicht aus Twin Tires, keine Ahnung. Ich würde erstmal mit einem normalen Tuff-Tuff Ja, weiterfahren und dann zum gucken. B 131, vielleicht hat der einen Ja. Tanker drauf oder sowas. Es wird so ein Ja. bisschen so Survival-mäßig aufgebaut sein hier, habe ich das Gefühl. So, du musst Ewigkeiten rennen, um ein bisschen Sprit zu kriegen, ja. Ich habe die Feuerwehr Ich draußen. überlege gerade, ja, da Oh. hat man gerade ein bisschen gehört. Ich habe gerade geguckt, wie wir am besten fahren, aber. Die eskalieren wieder bei mir. Die eskalieren wieder bei mir hier. Das ist der Vorteil, an der Hauptstraße zu wohnen, ja. Ah. Besser als an der Hauptschule zu wohnen, ja. Auf jeden Fall. Ja, Mann. Probe. Also es geht auch noch, zu dritt, zu viert geht's auch noch, ja? Maximal zu viert, Janik. Das würde ja Spaß machen. Oh, nice. Senke und Matsch des Todes. Aber wenn du es dir kaufst, ich krieg's, weil ich den Vordinger hab, wie wenig, für 14. 14,99. Genau, und auf G2L oder so kriegst du es für 20. Du kannst auch mein Rafting auch bei G2L kaufen, ja? Ist kein Problem. Und Nick, ich habe kein Problem gehabt hier, muss ich sagen, ja? Ja, fick dich. Nice, ja, erstmal, also ich, es geht, macht halt zu viert noch mehr Spaß und geht aber auch schneller durch dann, ja? Aber zu alleine würde ich es nicht spielen wollen. Ob mein Nachbar raucht Zigarre. Auf dem Balkon. Schmeckst du es etwa im Mund, oder? Ich kann einfach neben durchschneiden die Luft, ja. Ach, so schlimm ist auch, wenn man richtet auf jeden Fall. Ist nicht so schlimm. Kann ich irgendwie. Muss doch Nee, du gehen. darfst nie überholen. Nee, nicht überholen, ich kann einfach robotmäßig rumfahren. Okay. Ja, was hat sich erklärt mit robotmäßig rumfahren? Wie nö, Marvin, ihr den. Hä? Also ein bisschen Geld hier investieren hier in das Spiel, ja? Ah, oh, der gesamte Boden ist so scheiße. Ja, vor allem voll auf die fetten LKWs, wenn du halt durchfährst, ja? Niki, bist du bitte Ja. durchgekommen? Ich steck einfach. Ich hab Ich keine. habe da links den Baum genommen. Hab mich da ein bisschen schräg durchgezogen. Ach so! Stimmt, na klar. Ich komme auch so, glaube ich, durch. Guck mal, man kommt auch so. Ich glaube, mit den großen LKWs hast du gar nicht das Problem dazu, ja? Weil da einfach, über die einfach rüberfährst, über die Löcher großteils, ja? Ja, ich denke bloß, dass der Matsch dann nachher ein paar Probleme macht. Und halt hier solche Kurven. Es ist traurig, Nick, als ich mit fast gar nicht, eigentlich mit Rollen schneller bin, als wenn ich ein bisschen schneller bist, dann bleibst du einfach stecken, ja? Das ist halt das, was ich euch damals, also dir und Zaxi, versucht habe beizubringen, aber ihr habt es halt irgendwie nie gemacht. Ja, Nick, da hatte ich auch keinen Controller, ja.
Ja, selbst die Schaltung, wenn du da bloß in das erste vom ersten reinschaltest, macht er ja schon eine Drehzahlbegrenzung. Du musst ja nie komplett reinschalten. Ach stimmt, und da war ja noch was, du bist ja bloß im Automatik rumgetuckert. Nee, mache ich jetzt nicht mehr so oft. Guck mal, genau, das ist der Reflink. Du kommst auf G2A-Seiten, dann kannst du halt darüber einkaufen. Du zahlst nichts mehr, aber ich krieg einen kleinen Teil davon dann ab. 3%. 3% sind immer ein bisschen was, ja. Das heißt, falls du sonst im Teamspeak kommen möchtest und reden möchtest, kannst du auch Ausrufezeichen TS machen, ja. Hast du das gerade zu Marvin gesagt? Ja, Marvin, hast du den Chat nicht offen, Nick? Nee, haben zwei den Bildschirm weggenommen, weil. Warum? Weil sie so laggt, aber nicht, ich muss sagen, ich habe einmal, ich habe heute OBS umgestellt, ich habe hab Leistung, ja. Ich habe das Encoden ein bisschen runtergestellt. Ich kann die Grafik, glaube ich, hier hochstellen. Beide testen aus. Willst du jetzt? Mich hochgestellt gerade. Achso. Ja, 40 FPS. Ja, ich habe das Encoden von Medium auf Fast gestellt und es geht besser. Es frisst nicht mehr so viel FPS, weil die CPU ist einmal ausgelastet wahrscheinlich, ja, gewesen. Ich hänge fest, ich hole mal die Zwinde und jetzt kämpfe ich mich einfach durch, ja. Winde dich wirklich durch. Hast du noch bessere Also Wortspiele? ich mach's auch gerade, also. Hast du noch bessere Wortspiele, Nick? Ey, winde dich einfach durch. Und ich habe einen Grafikbug. Bug. Wieso hast du Grafikbugs? Ne, vom Schlamm her. Jetzt ist der Schlammtextur weg und es ist einfach bloß noch. Kann man auf den Boden gucken, auf den Untergrund. Ach du Scheiße. Ah, oh, da gibt's eine Brücke. Wie, Zum Glück Mann, habe ich die Brücke gerade gesehen. welcher Link gibt er denn nicht? TS.2.net, da kannst du nicht raufdrücken. Der geht nicht, das ist klar. Du musst den Teamspeak angeben, den Link. Raufdrücken wir ihn, aber G2A-Link, da sollte dich zu G2A bringen. Du kannst es so als TS3 Server Doppelpunkt // hinterlegen statt HTTP Robot. Das habe ich nicht Dann muss er gemacht. wirklich klickbar und wenn TeamSpeak installiert ist, macht er mit Ja. Anwendung öffnen. Das, wir müssen auch erstmal die SSL-Zertifikate sehen. Ich habe heute von Alexa die Benachrichtigung bekommen um 12 Uhr. Ah. Aber Nick war nicht da. Ja, Nick war einkaufen. Ja, hast du wenigstens was mitgebracht? Das Eis ist weg. Hast du wenigstens die Brücke für mich kaputt gemacht vor dir? Dankeschön. Nee, rechte Seite. Linke Seite ist Senke, rechte Seite ist Brücke. Mir ist es umgedreht. Oh, Fug. Jetzt. Also, die Brücke wird nicht noch lange Weißt du, wo überleben. rechts und links ist? Doch. Das war gerade rechts, wo du rübergefahren bist. Ey, ich bin mittig Da einfach steht rübergefahren. Werkstattwagen, oder? Ist das ein. Nee, das ist kein Werkstattwagen. Würde nicht mehr, würde keinen Sinn machen. Robert, man kommt nicht voran. Sag mir bloß was Neues. Ist es hier ein Stein? Ist es einfach. Ja, weiß nicht, irgendwie Straßentextur. Ja, ne? Als er einfach Asphalt drüber geschmissen hat. Ich kann richtig Community ansammeln, dann kann ich vielleicht machen, vielleicht Leute irgendwann auch bei uns mal Maps, ja? Aber nicht hoffentlich nicht so eine Maps. So eine Maps sind einfach. Boah. Er ist ebenfalls leer. Es muss ja irgendwo noch einen Tanker geben. Muss es ja. Fahren wir zur nächsten Verdeckung einfach dann bis zur Werkstatt runter. Also hier jetzt weiterfahren geradeaus. Genau. Also demnächst kommen wir auch die Tankstelle. Demnächst sag ich schon die Tankstelle. Also es dauert ein bisschen, bis die Tankstelle da kommt, ja. Ja, das dauert noch ein ganzes Stück. Am Ende müssen wir halt mit den Dingen hin und her tuckern. Alter, das würde die Spielzeit aber deutlich verlängern, Nick. Nick? Ja. Irgendwie komme ich hier. Warte, ich weniger Gas. Jetzt geht's wieder. Ich weiß auch nicht. Das wirklich nur mit. Für Umdrehung fahre ich hier gar keinen. Ich guck gerade im Cockpit. Ja, vielleicht bis zum ersten kleinen Strich. Noch Ja, mehr fahre ich. bisschen drüber, ne? Naja, ich bin knapp drunter, drüber, das schwenkt so. Ich muss sagen, ich komme wunderbar voran. Und es verbraucht halt keinen Sprit. Ja, weil wir einfach auch laufen, ja. Ja, bei dem Match würde ich nicht unbedingt durchwarten wollen. Naja, wenn du einen Gummistiefel hast. Eine zu probieren ist bloß, wenn du hinfällst. Denn ist eklig. Ah, habe ich mir vorhin so ein paar Videos angeguckt. Das ist. Wie Russen fallen in Matschen, oder was?
Naja, Ebbe und Flut. Oh. Und Wandwanderung und Ja, Tsunami ist und klar. Du meinst. sowas. Also, man kann natürlich auch kannst du kostenlos folgen, ja? Da würde ich mich natürlich darüber freuen, ja? Kriegst immer Benachrichtigungen auf dem Smartphone, wo du gerade bist, wenn ich streame. Das ist doch super, oder? Wenn man die App installiert. Ja, klar, mit mir App installieren, sonst natürlich nicht. Nee, ich hab's nie drauf. Ich auch nicht. Ich hatte es aber drauf. Ich habe keinen Speicherplatz frei. Ich liebe dieses Handy, ja. Ich liebe es. Von Markenhersteller XY, ich finde dieses Handy super, ja. Robert, es ist 5 Jahre alt. Weiß ich jetzt nicht genau, aber so alt ist es, glaube ich, noch gar nicht. Nee, nee. Naja, vielleicht dreieinhalb. Ja, du hast das S5 Plus. Wir hatten gesagt, Also. Markenhersteller XY. Dankeschön. Ja, es kann auch iPhone sein. Stimmt. Das iPhone hier. Ah, ich habe eigentlich ein Ja, aber ich iPhone. glaube, das 5 gab es noch nie als Plus. Nee, außerdem bin ich sowieso. Ja, aber beim Follow traue ich mich trotzdem. Der Name steht ja bei mir im Stream, dass du mir folgst, ja? Ganz groß mit einer coolen Animation und Musik, die toll ist. Und niemand wirklich bisher, ja. Es gibt keine E. Achso, es gibt keinen S5 Plus, schreibt Marvin. Das Doch, ist das S5 es heißt Neo. auch LTE Ja. Plus oder LTE Weil in Advanced. Wikipedia steht drinne, ja. Aber gibt es Neo und es gab das halt S5 Active Plus gab es auch oder noch. LTE. Ja, das Active gab es auch. Das ist aber halt noch kackerer, ne? Ja, das S8 Active ist nicht mal Kacke. so beschissen. Was? Also sieht zwar hässlich aus wie Scheiße, aber. Nikia, bist du bitte vorgefahren? Fahren wir anders lang? Ja, warum bist du Nein, so schnell? ich bin rechts gefahren, auf dem harten Untergrund. Das mir jetzt? Entschuldigung? Arsch. Aber im Vorlauf freue ich mich trotzdem, ja. Es geht viel besser, Nick. Oh ja! Das ist so ein Arsch. Fahre ich gleich im 1 Plus, ja? Junge, du hast bis 45 Liter im Der Tank. driftet richtig hier jetzt ab, ja? Das springt richtig, ja? Nick, fahr! Oh, Fug! Ich krieg Schaden, wenn ich so fahre, ja? Als würde ich stecken bleiben. Okay, raus ist 1 plus 1. Ist die Strömung stark? Ja, es ist bloß. Ja, also bist Matschig. du weiter rechts runtergefahren, wäre es halt zu tief gewesen. Oh ja. Hier ist der Boden Aber wieder wir schön sind fest, auf ne? einem Hier guten Weg. ist schön steinig, ne? Ja, der ist schön. Aber wird es differenzieren? Oh Gott. Oh ne, ist normal am Boden dann. Ja, aber recht festgehalten. Ah, Wahrscheinlich scheiße. normaler Boden auf Stein gelegt. Also jetzt ist es differenziell aus. Okay, gut. Robot? Bleib mal hier stehen. Ich habe so das Gefühl, dass ich mich gleich mit der Winde rausziehen muss. Okay, ich fahr weg. Tschüss, Nick. Bist du jetzt wirklich? Natürlich. Robert, ich habe Angst, dass ich nach vorne wegkippe. Als ob du nach vorne wegküsst mit dem Teil, Nick. Würde ich auch zurückziehen, das ist nicht das Problem, aber wusste Bescheid. Würde ich nicht, dann fahre ich wieder zurück. Tschüss, Nick. Stell mich mal wieder hin. Das reicht. Junge? Ja? Wärst du neben mich gefahren, wäre ich vielleicht leichter umgekippt. Nein! Gegen das System! Fahr jetzt einfach rückwärts. Du ziehst einfach im falschen Winkel. Wenn die Räder richtige. Und. Bitteschön. Gern Und so gemacht. kommt man dann hier durch. Oh! Was Neues mal, ja? Das Kommt man hier hinten irgendwie macht durch? schon grafisch, grafeltechnisch schon einen großen Unterschied, ob du auf alles auf Aus machst oder alles auf An. Bis jetzt läuft es super, ja? Das ist wirklich einfach ein Ja, Kauen. ich hätte mir vielleicht.
vielleicht ein bisschen gewünscht, dass es ein bisschen genauer einstellbar wäre, aber. Ja, es gibt bloß Mittel, aus oder voll. Ja. Die Sache ist auch so ein bisschen. Und dieses Encoding hat einfach so viel Leistung gefressen, ja, anscheinend. Ist die Frage, wie sieht das Stream aus? Sieht das Stream jetzt aus wie Pappe? Das ist halt die OBS die Sache, ne? Ist vielleicht kostenlos, aber das Einstellen, also es gut funktioniert. Kommst du durch oder muss ich helfen? Ich guck mal, ob ich einen Windpunkt habe. Ich habe einen Windpunkt. Dich. Hier muss aufpassen, weil hier ist das große Steinchen und da ist ein guter Abhang. Da vorne steht ein Auto und das Ding ist nutzlos. Aber es hat vielleicht Sprit drauf. Hat es nicht. Haben die alle Werkstattpunkte hier? Aber dann musst du ja wirklich Werkstattpunkte zusammensuchen und basteln. Naja, Sprit musst du. Marvin, dann kannst du sagen, wie die Qualität so ist. 1 nice Qualität oder eher so 2 nice Qualität? Oh Gott, ich sollte aufhören mit so. Glaubt, es ist keine Lösung, wie ich hier erfahren möchte. Nein. Du könntest daran richtig Spaß gehabt, diesen Scheiß. Vertiefung, oder? Was? Er hat richtig Spaß gehabt an den Scheiß Vertiefung irgendwie, ne? Hm. Ja, andauernd die Pisse hier. Warte mal, warte mal. Der hat doch Sprit drauf. Also ein Anhänger, der Sprit tragen kann. Du hast die Frage, ob er Sprit drauf hat. Ja, du hast gesagt, der ist kacke, Nick. Das bringt uns das auch nicht, wenn er kacke ist, ja? Der ist trotzdem kacke. Ja, er hat Sprit drauf! Und das ist nicht immer wenig. Hört er damit? Einzelne ist Qualität, schreibt Marvin, das ist doch toll. Wenn es trotzdem von Qualität genauso ist und. Ne, klar, dann bräuchte ich einen extra Streaming-Rechner, wenn ich das auf. Es war, glaube ich, auf dritthöchste. Dritthöchste. Gab noch. High und dann irgendein Best oder so. Oh Gott, genau. Nick, bist du durch das Schlagloch gefahren? Wahrscheinlich nicht, oder? Was? Warte. Dieses Loch hier. Als wenn hier einfach jetzt. Keine Ahnung. Ein Baum oder ein Haus ausgebuddelt hat, sieht einfach aus hier, ja? Wie kann es gar nicht durchfahren, ja? Ich hab gehört, Nick, ich fahr mit dem Teil. Ich fahr mal kurz hinten noch die Verdeckung. Das ist nur deiner, oder? Ich hab den gar nicht, Nick. Ach doch, da ist er. Danke, ich hab den gar nicht mehr. Also viel würde ich jetzt nicht sagen, aber es geht, ja. 300 Liter, das ist genug. Ich kann mir Töpfe damit auftanken, oder nicht? Eigentlich schon, wenn ich jetzt die Möglichkeit hab, ne? Lass es lieber, weil Töftöf hat auch 40 Liter. Das ist zu spät. Und den Dachkoffer vom Töftöf kannst du nie tanken. Nicht? Nein. Also kannst du nur an. Oh, da ist noch ein Töftöf. Ach, der ist sogar schon frei. Und er hat eine Ladefläche drauf. Kannst du mir ein AMD-CPU empfehlen, Marvin? Ja, also jetzt nicht empfehlen direkt, weil einfach. Der müsste ich jetzt raustappen, müsste gucken. Ich glaube, bei dem Urlaub in Ryzen 3 1030X oder so, der war nicht ganz gut. Vom Preis her. Wahrscheinlich um die 100 Euro. Gibt natürlich auch noch bessere. Ein bisschen mehr Geld. Aber das soll eigentlich schon ausreichen. Nick, Boah, erkunden wir weiter oder willst du zurückfahren? Soll ich mit dem Sprit. Mit dem Sprit-Tuckler zurückfahren? Ist die Frage. Ja, zum B66. Nee, ja, dann müssen wir zusammenfahren am besten, ne, mit dem Teil. Alter, muss ich ziehen. Nee, für so 200 Euro. Aber dann muss ich gucken. Dann musst du morgen in Teamspeak kommen und dann kann man zusammen gucken nach 200 Euro AMD-CPUs, die was taugen. Und auch kriegst du schon was ordentlicheres. Also fahren mit dem. Nee, fahren jetzt beide mit dem LKW nicht? Oder wollen wir erstmal fertig erkunden? Vielleicht gibt's ja was idealer ist. Okay, dann also, ist es aber noch recht viel zu erkunden. Die Mitte und das daneben. Also die drei in der Mitte will ich erkunden noch, oder? Ja, also die drei mittig, die so ein bisschen näher sind. Genau die meine ich.
Finde ich auch gut, aber ja gut. Die Farbe, ach, das hast du schon markiert. Ich markiere das auch Ja, zu nochmal. denen würde ich jetzt. Ja, aber wie Muss halt fahren wir da? erstmal jetzt geradeaus Denn auf die die Kurve Straße, wo rum, es dann links die umgeht. Straße wahrscheinlich wieder mega matschig wird, oder? Und der Abhang ist einfach fast der Tod. Ja, ist das schlimm? Also bei mir gerade schon. Ja, das ist ja kein Weg, nichts. Ich habe halt so eine Senke, wo. Ja, 16 Schaden, hallo. Alles klar. Brems, da ist eine riesen Senke, da komme ich nie durch. Lange ist das Stream auch schon richtig Spaß, ja? Also so, sonst immer so, zumindest wenn ein paar Leute im Chat sind, ja, dann macht es mir Spaß. Ich hänge einfach wirklich an diesem scheiß Baum hier. Ah, jetzt geht's. Wir sagen auch, das Spiel streamen halt nicht viele. Vielleicht ein paar Russen und sowas, aber es guckt auch keiner aktiv. Ich glaube, es ist generell nicht so ein bekanntes Spiel, oder? Oh! Ja, viele Nee. haben es gehatet mit Geldabklatsch, weil ist einfach so der erste Teil mit ja, ein bisschen was anderes und nochmal Nick, ich Vollpreis. liege auf der Seite. Das ist, ja. Aber ich liege fast im anderen Truck. Ich kann mit mich im großen LKW retten. Der hat kein Allrad. Der hat kein Differential. Oh fuck. Hat er Heckantrieb? Ja. Ja, man sieht, er hat Heckantrieb. Steigen in deinen Töfte rein. Nee, ich bin auf dem fetten Teil schon da. Ich lieg kurz da vorne. Nee. Oh, fuck. Da habe ich jetzt gesehen. Da ist noch etwas. An Steigen Schlucht. in deinen scheiß Töfte rein. Ich stehe jetzt schon davor mit dem anderen LKW, Nick. Cool, dann steige ich ins Töfte, wenn du das möchtest. Motor abstellen. Ja, schaffst du es, dich mit dem Truck hinzustellen, ohne dass du einen Truck gleich eingrebst? Weil den brauchen wir nachher Bitte mal definitiv ruhig zu noch. stehen. Auf vier Zuschauer. Das ist ja toll. So. Ach, da oben bist du. Bist du rausgetappt? Ja, ganz kurz. Ich weiß nicht, was man für eine Voraussetzung braucht, um Subscriber zu werden. Aber schon irgendwie 1000 Follower oder sowas, muss bestimmt sein. Das könnte ein bisschen dauern, bis ich das erreiche. Ja. Warum hast du den hinten genommen? Weil ich dich erstmal so ein bisschen weiter drehen muss. Und mich dahin stellst. Ja, das war Dankeschön. gerade eher bloß für dich. Boah, das hat auch gut funktioniert. Wollen wir hier hinter mir direkt abkürzen? Durch den Wald oder? Nein. Also jetzt praktisch so ein Also wir Knick. entscheiden mal die Straße, wie sie nach dem Knick wird. Ob wenn sie richtig kacke ist, dann Sieht kacke aus. fährt sich auch kacke. Ging eigentlich. Also hier hoch zu gehen ist. Dann fahren wir die Straße, wenn sie gut geht. Ist es so wie der Rest hier, so steinig und so? Na, es kommen dann ein paar Senken, aber die haben so. Die sind nicht so extrem, also eigentlich schon extrem, wenn du halt hinguckst, wo du. Naja. Doch, durch den Wald schreibt man. Nein, vergiss es! Alter! Nein, nicht Also, Wald! hier rechts halten. Wir können ja ein Stück durch Wald. Oh, Wald Weiter fahren. rechts, wie ich war. Ja. Wir fahren nachher auf Wald, keine Sorge, ja. Wir werden auch genug Wald fahren. Ja, Wald hinten drauf. Wir werden auch genug Wald durch die Gegend fahren. Warum, Marvin? Weil einfach. Wir müssen erstmal spritzen, dann müssen wir mit diesem fetten LKW, der kein Allrad hat und kein Differential, durch den ganzen Sumpf tuckern. Fett ist der ja nie. Naja, aber Also. er ist halt einfach scheiße für das Gelände ausgelegt, ja. Oder für eine gute Straße. Und es dauert einfach Ewigkeiten, wenn wir nicht ordentlich dazwischen. So, hier rechts rüber. Weil weiter links ist wieder der Dann würde es. Dreckswest, oder? Nee, ich habe einfach das Check gelesen. Bin nebenbei gefahren, ja. Dann würde es aber spannender. Ja, nee. Wenn wir durch den Wald fahren, ich weiß nicht, ist einfach. Wie wirst du durch die Kuhle gefahren? Rechts. Ja. Habe ich doch gesagt, rechts Ja, oder wenn. links? Nö, ich habe gerade Chat gelesen. Ah. Du machst mich fertig.
Marvin sagt, Marvin mich korrigiert, der Truck ist nicht sperrig, Nick, er ist bloß füllig und hat schwere Knochen, ja. Richtig, und er geht immer im Burgerladen neben dem Fitnessstudio essen, Marvin, ja. Er kriegt immer das Frittenfett getankt, ja. Bist jetzt hier die Kurve rumgefahren, ne? Ja, gut. Ja, links rum. Wir haben drei Zuschauer, Mensch. Es guckt der Melissa Melone auch jetzt. Ah, aber ich sag gerade, vielleicht guckt Melissa Melone auch jetzt und dann kommt schon Melissa Melone gleich hi, ja? Hallo Melissa Melone, schön, dass du wieder da bist, ja? Ah. Ich hab ihr halt Bescheid gegeben. Alter, das hast du die ganze Zeit, der ganzen Crew hast du gesagt, hier der Robert, der streamt wieder, der braucht ein paar Zuschauer hier, Nö, bloß ihr. ja? Ach. Sie folgt mir noch, müsstest du noch 200 Push-Benachrichtigungen schon kriegen. Na, 200 sind nicht eine. Ein Nick, diese Straße gefällt mir jetzt schon, in der Brücke. Ja, pass auf, dass du nicht runterfällst. Oh! Ja, bin umgekippt. Ach, nein! Gut! Nick, du wirst mich hier nicht mehr rausgehen. Ich lieg einfach mit den Rädern unter der Brücke, ja? Doch, ich krieg dich raus. Ja? Ja, du lachst wieder, Marvin. Ist das schön, dass du lachst? Ziehst du fest hinten den Arsch dann zum Ziehen, Nick? Wahrscheinlich schon, oder? Ich mach's mal ein bisschen anders. Andere Taktik mal. Okay. Mach mal Motor aus. Der Motor ist gar nicht an, Nick. Der geht automatisch aus, wenn du auf dem Dach liegst. Es sieht einfach so richtig komisch aus, wie du mich da rausziehst, ja. Du freust dich ja, das ist schön. Oh gut, nee, ich da außer wenn ich wieder reinrutsche, aber. Doch, ich rutsche wieder rein. Plus kurz, mal kurz eine Currywurst snacken beim Fahren, ja, und dann gleich umgekippt. Ah, ein Pikachu für mich. Das ist aber toll, Melissa. Ein Pikachu eingeschickt hast. Was war das jetzt, Nick? Bloß nochmal der Front ein bisschen rum. Ach so. Ein Pikachu, das ist ja super toll. Robert. Der Idiot steht wieder auf dem Bein. Warte, jetzt ist der Idiot. Idiotenpolizei! Beste Ort zum Wenden. Kein ALK, warte, Marvin, bitte. Bitte ALK? Was Kein ist? Alk. Kein Alk. Bitte Marvin. Abkürzung, weißt du doch. Abkürzung 1, 2, 3 sind nicht so mein Ding, ja? Also doch. Also nee, eigentlich nicht. Ein Alk. Ja, ist aber die Lösung, ja? Nick, hast du wieder heute was zu trinken da bei dir stehen? Ich habe noch eine Starkbier, was ich gestern eigentlich trinken wollte. War das gestern starten? Nick, kannst heute. Oh, komm. Also, ich stehe alkoholfrei hier. Ich bin gutes Vorbild für meine Zuschauer und der Rest ist einfach halt, also macht einfach was drauf, zieht Hucke dick, ja? Ist nicht das Problem. Mach ruhig. Ich habe auch noch Corona hier. Oh, wir können ja trinken. Ich habe auch noch im Kühlschrank stehen, glaube ich. Muss der bald abgelaufen sein, hoffentlich. Mein schönes Bier. Ja, ich muss sagen, ich habe den Streamer wirklich noch 2 Stunden bestimmt, als ich ihn hochgeladen hatte, 2 Stunden angeguckt, ja? Weil ich fand einfach toll, ich hatte es unterhaltsam, muss ich sagen, ja? Ein paar Idioten durch den Wald schippern mit ein paar Autos, ja? Weiß ich nicht. Ich fand es toll. Vielleicht bin ich Ja, der wir sind Einzige. einen Großteil getrennt unterwegs. Ja. Also trotzdem spaßig. Jau. Moin, moin. Sascha, Merti, Mary, oh Gott, die Namen sind wieder toll. Tut mir leid, wenn ich euren Namen falsch ausspreche. Also Melissa Melone kriege ich noch hin, ja? Ist ja jetzt auch nicht so schwer. Kannst du den Chat aufmachen? Kannst du mir sagen, wie der Name ausgesprochen wird, Nick? Ich mache ihn doch gerade auf. Ich hab's schon am Handy. Ja, geil. Wo ist der Chat? Ein Zuschauer, den ich mal nicht kenne, den siehst du nicht, den Namen, Nick, ne? Ah, Den Twitch-App installieren. siehst du trotzdem nicht, siehst du, Nick, fährst du gerade, ah, nee, auf K, ja. Ja, ich fahre noch. Ja, nee, weil du gerade über mich reingestellt bist, so ein bisschen. Ach so, Flashhammer, YouTube, na gut. Also, noch ein YouTuber hier. Mensch, wahrscheinlich mehr Abos als ich hab. Ist aber auch nicht schwer. Hier, wir müssen übrigens mal rechts ab.
Rechts ab. Ja, da drüben ist die Erkundung. Stimmt. Markierung. Und das ist Ja. Sumpf. Gott. Scheiße, nee, das ist. Oh ja, doch, das ist Sumpf. Ja, so, Und das war so. ich kann mal den Namen richtig kacke lesen, weil auf dem schönen 4 zu 3 Monitor ist einfach alles so klein und boah, das ist so weit weg, Willst der du immer noch. Monitor. Ich hab Wolltest du noch. dir nie einen neuen kaufen? Ja, aber jetzt ist durch das Gehalt. Ich muss dann noch heute noch eine halbe Weltreise machen am Sonntag, ja, Nick. Da geht ein bisschen Geld drauf. Halb. Robert, bitte versprich mir, dass du dich hier nicht kein Purzelbäumchen machst. Machst du das für mich? Beinahe. Okay. Jetzt bete zu Gott, dass das ein flaches Wasser ist. Und das eskaliert hier wieder gleich, ja? Weil keiner hier antwortet. Im Chat. Aber ich krieg doch mit dem, das erreicht doch. Oh. Da habe Flaches ich Wasser, ganz gut flaches hingekriegt eben. Wasser, immer noch flach. Es ist flach. Das ist gut. 5 Zuschauer schon hier. Alter. Macht Lalalalalalalalala. Spaß, es sieht aus wie Hier sind einfach. Windenpunkte, wieso nehme ich die nie? Ich weiß es nicht, aber es sieht, das Wasser sieht irgendwie so richtig milchig aus, ne? Drüber. Aber irgendwie Naja. der Anfang ging ganz gut, jetzt geht's wirklich nicht mehr, hast du recht. In Ja, den. deswegen hast du hier wahrscheinlich die Windenpunkte. Ja. Fährst du mit oder ohne Licht eigentlich? Ohne. Also oben ist ja das Standardlicht drauf, das ist halt immer an, dieses Ja. Scheinwerfer, aber mit Licht, glaube ich. Naja. Ja, da vorne hin ist halt. Ja, ich fass mal jetzt an, mal. Ah, Ego-Perspektive. Ist die Frage, ich fahr mal meine Zuschauer hier, meine vier. Wollt ihr, dass ich mit oder ohne Licht fahre, ja? Jetzt habe ich ja mal Zuschauer hier, ja? Ich hab's gleich erreicht. Es ist gut, und ich krieg umdrehen auch Rechts nicht. ist ein Weg. Rechts ist ein Anscheinend. Weg. Ja, also rechts von uns. Okay. Marvin möchte ohne Licht. Dann fahren wir ohne Licht, Marvin. So. Und hier ist absolut nichts. Ja, na doch. Ach, Ein scheiße, ein See. Riesenfluss in der Mitte. Wir müssen einfach außen rumfahren. Oder? Nee, Nick, es Ich würde scheint jetzt erstmal nächstes. rechts rum. Ja, ne? Ja, jetzt habe ich eine Diskrepanz. Also Flash möchte mit Licht, aber möchte ohne Licht. Ich mache einfach so Hälfte, Hälfte mal. Ich flackere mal die ganze Zeit, ja. Denn alle glücklichen Nick, ja. Ich habe heute überlegt, mache ich heute ein Store. Ich gebe da so Add-ons, ein Store-Poll-Add-on. Für den Twitch-Stream. Aber es ist einfach, ich habe überlegt, ob ich das reinmache. Ich habe auch ganz viele Add-ons installiert und wieder rausgemacht, weil es einfach Kacke waren, ja. Und nicht funktioniert. Also, war ich zu blöd, die einzurichten. Und habt So ihr alle wie die rausgemacht. Textbox, die Ach, ist weg. lass mich doch! Die ja wirklich kacke zu finden. Na gut, Ist mit doch Licht, ein gut, scheiß Marvin. Menüpunkt, was du wolltest. Ja, Du guckst dir den nicht an. ich hab den überlesen. Nee, ich war so, es war so ein Setup-Seite, war so ein, es konnte es ein PC-Setup zusammenstellen, da konnten die Leute, hatten so ein kleines Bild unten mit dem PC-Setup, die ganzen Teile und sowas. Fand ich ganz cool. Bis auf, dass die Teile halt nicht alle da waren auf der Seite, nicht alle komplett und die Einbindung nicht richtig funktioniert. Das war ein bisschen doof. Das sah kacke aus, deswegen habe ich es einfach rausgenommen. Robert? Oh ne, Ja? ne, ne, geht. Ich dachte gerade Riesensenke. Aber keine große. Mit denn? Ach, guck mal. Wizard und Flash. Doch, ja. Die verstehen sich toll. Machen wir erstmal den rechten Punkt, weil ich habe das Gefühl, dass der linke direkt am Also ich Fluchtpunkt gerade vorbei schnüffel ist. gerade deine Abgase, also ja. Wir machen erstmal den rechten Punkt. Machen wir. Doch, das ist besser. Ach ja. Ich muss am Tag heute eigentlich. Ja. Eigentlich war ganz in Ordnung, muss ich sagen. Nicht viel gemacht. Halt. Wie so ein Kram. Ich habe bestimmt 2 Stunden gehabt, den Twitch-Zocker. Es gibt so viele Add-ons da. So viel Game-Overlays und so ein Müll, was ich gar nicht brauche, ja. Und der Rest ist eigentlich so eher so fett in Kategorie Crap. Und es gab so AFK-Games und sowas, die nie funktioniert haben, wenn ich sie eingebunden habe.
Roboten im Wind, Punkt. Geht deutlich einfacher. Achso, ich habe eine Nachricht gar nicht gelesen, Flash. Ob, und, man kann auch zu viel spielen, das Spiel, aber ich glaube, man kann nachher dann gar nicht mehr reinjoinen, ne? Was? In die Runde hier. Doch. Ja. Dann müsstest du ja die Mods drauf, dann müsstest du auch das Spiel haben. Dann müsstest du ja auch im Teamspeak kommen, sonst kann man dich kacke verständigen, ja? Dann könntest du Doch, theoretisch auch muss mitspielen. befreundet sein im Ja. Team. Das ist außerdem. Ach, du hast das Spiel, Flash? Robert, fahr weit rechts hier. Okay, klar, warte mal, bis du da rechts gefahren bist. Dann kann ich eine Winde, eine Mobile finden, die vor mir herfährt. Ich sag ja nie, dass ich's annehme. Weißt du, wenn du rechts durchfährst, kommst du eigentlich ohne Probleme durch. Das Wasser ist zu, also Muster ist so plus an den beschissen. Baum. Es ist halt wie gestern, das Wasser. Ja. Und dieser Stein, der unter mir ist, der regt mich gerade auf. Er schreibt, er braucht nur die IP. Nee, das ist mit Einladung. Einladungssitzung. Nur für Freunde. Ins Team. Sonst kommen natürlich irgendwelche anderen Leute rein, einfach irgendwelche zufällig. Und das macht dann keinen Ich Spaß glaube, denn. er meint die TeamSpeak-IP. Ach, da meine TeamSpeak-IP. Dann musst du einfach Ausrufezeichen TS machen. Dann kriegst du die. Was du die meintest. Robert? Ja? Wollen wir hier durch den Fluss einfach mal? Wenn er nicht tief ist, dann theoretisch schon. Ja, keine Ahnung, das werden wir herausfinden. Also, Du, ich muss mal wollte sagen, rausziehen. du veränderst es hinaus, heraus und Weil geradeaus ist dieser Beobachtungsturm. Ich überlege, ob ich weiter rechts, aber. Probier es einfach hier. also auf den Link darfst du nicht raufdrücken, sondern sonst kommst du auf eine ungültige Webseite. Also die existiert einfach nicht. Du musst die einfach copy and paste, dieses ts.robotter112.net in deinen TeamSpeak IP-Feld eingeben und verbinden. Dann kommst du zu uns auf den TeamSpeak und dann, wenn du wahrscheinlich genauso heißt wie in Twitch, dann kann ich dich noch reinziehen in unseren Channel. Und ich denke an dich schon, würde ich sagen. Solange er sich benimmt. Jo, klar. Musst schreiben, wenn du da bist, denn. Du musst dich die ganze Zeit raustappen sonst. Es wird ein kleiner Krampf, ne, kann das sein? Ja. Mein Krampf im Oberschenkel? Ich glaube, wir sollten irgendwie anders warten. Nick, es wird tiefer, kann das sein? Es geht. Also niedriger Wasserstand meckert zwar, aber. Oh. Ich fahre schon mal rückwärts. Ein Ja. Stück. Gibst du es auf? Nick? Was? Gibst du es auf oder was? Was? Den Weg da. Musst du Bescheid sagen. Also noch komme ich gerade rückwärts, also wir müssen definitiv woanders lang. Er hat gerade seinen Teamspeak-Namen geschickt. Ich kann mal gucken, ob er da ist. Also bin ich kurz rausgetappt, Dick, ne? Also ich stehe kurz AFK Nein, bis oben. Junge, da gucke ich mit dem Handy. Er guckt dir mit dem Handy nach. Guck du auf der Map, wo man hier durchkommt. Nick, ist es einfach im schwarzen Bereich. Also da geht eine Straße, ist angedeutet, ne? Aber ich weiß nicht, ob die Straße wirklich. Ich überlege, ob weiter links zu Wir der können, Insel. glaube ich, im Wasser da rumfahren. Na, die Straße zurück, dass man da vielleicht durchkommt, wo wir aufs Ding getroffen sind. Ja. Ach, Marvin hat geschrieben, dass er da ist, ja. Mal habe ich den Like, der Support von Marvin ist auch da, ja. Er ist gar nicht mehr da. Sicher? Ach, Marvin, hast du von uns Marvin nie mit hochgezogen? War wirklich Hausmove gehabt, weil er einfach Copyright-Musik angemacht hatte. Ach, stimmt. Ich zieh Dings mal hoch, ne? Und soll ich. Melissa Blunt User zieh was ich. moved to your channel. Hey! Das ist Melissa. Gut, und das ist Flash. User was moved to your channel. Moin, moin. Hallo. Na, wie geht's? Oh, ganz gut. Ganz gut. Robert? Ja. Soll ich hier rausziehen? Ah, ich überlege gerade. Also hier komme ich ganz gut raus bis jetzt nur noch.
Wo haben wir einen anderen Weg irgendwie? Ne, ich weiter vorne. Sah das Wasser deutlich flacher aus. Dann fahren wir ein Stück die Straße lang. Nie in die Richtung zurück. In die andere Richtung, okay. So, dann fahren wir in die andere Richtung. Wie ist es dich noch an? Jetzt ist es Sag aus. mal, wie joint man denn jetzt eigentlich? Über Steam oder? Das Spiel hast du, ne? Ja, klar. Als Modrunner. Dann Hast musst du das du. Ural-Pack installiert? Das sind nur Ural-Pack? Modpacks, ja. Brauchst du das Ural-Pack? Das ist halt. Ja, Das wir arbeiten gerade damit. Oder ist aber recht wollen es schnell mal eigentlich. testen, aber kam noch nie dazu. Noch nicht richtig, ne? Wir sind kurz die LKWs angucken, noch nicht mitgefahren. Muss ich kurz gucken, also. Ja, die findest du im Workshop, ja. Wenn du nach bestbewertester aller Zeiten guckst, dann findest du die eigentlich recht schnell. Einfach suchen, Robert. Ja, oder einfach Es gibt Ural-Pack Steam hat suchen. eine Suchfunktion, auch für Spieler. Ja, oder für manche Workshop-Add-ons. Ja, es war ja so gerade die Anspielung auf, ja, du hast 300 Spiele und ja, du musst ewig scrollen. 376, Nick, glaube ich, sind es sogar schon, ja. Ja, es ist nervig. Da hast du recht. Möchtest du vielleicht am Rand fahren, Nick, so wie ich? Halt die Fresse. Ah. Ich hab gedacht, ich bin weit genug drüben, aber nein. Nee, man kann nie weit genug drüben sein, Nick. So. Ich würde jetzt vorschlagen, dort wo ich es gerade. Ah, da probieren wir es. Ja, probieren wir es. Okay, können wir schon ranzoomen von der Tiefe her. Es geht Ja. aber. Es geht. Hast du umgekippt? Ja. Ich frage, wenn er jetzt rein joint, spawnt er in uns, glaube ich, oder? Ich glaube am Start. Ich muss Was? jetzt mal kurz gucken, wo das Mockpick nochmal weg ist, warte. Ja, klar. Wir werden noch ein bisschen brauchen für die Map heute noch. Wir müssen mal Sprit finden, Nick. Also, dahin karren zu den LKWs. Wie war Melissas Tag so? Ja. Ja, gut. Ja, war bestimmt schön mit Energy und Hugo. Ich mag Hugo nicht. Wusste ich doch, Nick. Ja, sie mag es nicht, aber sie trinkt trotzdem mit wegen Martina. Ach so? Falsches Thema eigentlich. Falsches Thema. Kommt man besser durch, Nick? Es ist wenigstens nie so tief. Irgendwie fährst du Dein Hobby besser. treibe ich ein bisschen seitwärts, aber. Weil meine Türen und so ist alles voll mit Schlamm. Bei dir nicht. Dir sind sie bloß nass, oder? Wir haben uns nicht synchronisiert. Ab hier kriegst du dann noch einen Windenpunkt vorne. Okay. Okay, ja, stimmt. Okay, ist ein bisschen Strömung hier, ne? Ja, ich bin irgendwie seitwärts getrieben eher. Das ist nicht so die Taktik, die ich. Ne, die ist nicht so toll gewesen. Der Windpunkt, der hat mir jetzt eigentlich ganz so. Ja. Der ist super, der Aber kann man Windpunkt. nicht auch einfach so drauf joinen oder von die WhatsApp, dann wird es auch installiert, die ganzen Mods. Ich glaube, das macht er gar nicht, oder Nick? Wenn er jetzt. Ich muss Keine sagen, Ahnung. wenn du im Workshop bist, dann von Spin Tires, das kannst Oh, du. rechts einfach Ural-Pack rein Genau. und die High Water Map ist, dürfte das sein. Warte, kannst du gucken. Das ist High Water, genau. Wenn du im Workshop suchst, Ural Pack, das sind glaube ich drei. Das ist ein schwarzer LKW, ist drauf im Bild. Beschreibung ist komplett russisch. Ja, genau. Wenn du so rein joinst, glaube ich, dann wirst du entweder die LKWs von uns nicht sehen, die aus dem Modpack sind Ich glaube, und das die. geht gar nicht. Ja, und die Map, du wirst gar nicht raufkommen, wenn du die Map nicht drin hast. Uralpack oder was? Ja, Ja. genau. Links von uns der Fluss sieht nicht gerade so aus, als käme man da auch durch. Wenn nicht mit den kleinen Autos hier. Ja, es wird eher so wie Flut enden und ja, wir gehen mal 3 Stunden Ich AFK und sehen glaube. mal, wo wir hingetrieben sind. So wie letztes Mal. Letztes Mal waren. Oh, ich komme ja nicht weiter, da waren einfach drei Steine unter mir drunter, ja. Ja, hier gibt es mehrere. Es gibt drei Stück.
Ja, also das eine hat, müsste ein Bild haben mit einem LKW drauf, einem schwarzen LKW, ne? Ja, das ist, genau. Das kann sein, ja, nicht drauf geachtet gehabt. Müsste aber das sein. Dann die Highwater. Highwater? Ja, Highwater als Map. Aber die Map gibt's ja nicht im Workshop, das ist eine ganz normale Map, oder nicht? Nee, die ist Workshop-Map. Die kann man jetzt auch machen. Dann musst du nach Level sortieren, musst du da dann. Stimmt, lol, ja, das muss ich noch nicht. Ja, das ist erst die Tage reingekommen anscheinend. Es gibt auch noch nicht so viele. Naja, so viele gut bewertete zumindest. Ich dachte mal gestern schon, was war das? Sibirien, glaube ich, hieß die, ne? Siberia. Genau, die war super. Fährst jetzt da auch? Komm ich endlich? Komm ich auch hoch, bestimmt. Ich bin einfach bloß hochgefahren, weil. Einfach weil toll und so. Ja. Okay. Ja, die Map. Gut. Da steht ein C4000 und. Du musst es noch. Du wirst natürlich Nick adden, ja? Da klar, Nick muss er ja im Endeffekt adden, dann, um mit reinzukommen. Ja. Also das Ding hier ganz vergessen. Ja. Also so wie in Teamspeak, ne? Ja, Nick 13.7. Tux. Also ein Pinguin. Gerade die Linux nicht kennen. Nick, keiner mag Linux. Doch. Nein, du bist der Einzige. Guck! Guck, Nick! Melissa mag auch Linux. Wenn Marvin im Chat noch aktiv ist, sagen, dass Linux nicht toll ist. Gut, Linux hat auch seine Vorteile, ja klar. Kostenlos. Ja. Kostenlos, gibt's so gut wie keine Viren. Ja, aber ist halt für Leute, die ein Leben lang Windows nutzen, einfach mega unübersichtlich zum Anfang, ja? Linux ist für Server ganz gut, aber eigentlich für sonst was anderes nicht. Ja. Desktop auch. Also Ubuntu 17.10. Ich hatte das beste Programm für Server ist Linux, das muss ich zugeben. Wenn ich manchmal Leute da hab. Windows Server. Nitrado? Die würde ich davon jagen. So, Nick, hat ja einer geflügt oder warum sieht das so aus? Hab gehört, wir machen jetzt Picknick hier mit unseren Autos, oder? Wir stehen super hier nebeneinander, machen jetzt Picknick. Naja, Screenshot-Zeit, also wir müssen irgendwie links durch. Stimmt, Screenshot-Zeit, ja. Hallo, Kamera? Innenperspektive sieht kacke aus. Links rüber. Oh Gott, Nick. Es ist einfach. Oh, da gibt's flache Stelle, ne? Hier, Nick, hier ja, ist. Ja, aber es sieht trotzdem teilweise tief aus. Wie da? Ja, wieso willst du da rüber? Naja, wenn du hier lang fährst. Dann stimmt. Kommst du. Aber stimmt, das stimmt, stimmt. Ich wollte links die Straße entlang, aber. Ja. Die ist ein bisschen tiefer. Guck, warum hat geschrieben, er mag Linux nicht, ja? Also, Nick, ich. Nochmal einladen. Ja. Weil ich hab die Map gerade noch nicht komplett gedownloadet. Ja, klar. Da. Danke. Oh. Da war ein kleiner Sprung gemacht, eben TV-Rohr. Hört sich super wieder mal hier, Nick, würde ich sagen. Ja. Jetzt klappt's. Genau, jetzt bist du jetzt auch angezeigt. Die Erdnuss mit dem Cape. Ja, der Ping von 0 Millisekunden gefällt mir nie. Es sieht eher so aus, als würde er nochmal rausfliegen wie du vor uns. Naja, oder verbindet erst noch. Weiß ich nicht, Nick. Verbindet noch gerade. Naja, oder so. Ja, das wird bestimmt ein bisschen dauern, Nick. Es müssen mal alles abgeglichen werden. Die ganze Strecke, die wir gefahren haben. Na, wenigstens schon, dann nehmen wir hier die Nachricht mit. Was? Falsche Map-Datei oder unterschiedliche Map? Oh ja. Und nicht so wie in. Payday, dass alle einfach ein Standbild haben und es lädt, bis der nächste drin ist, ja. Ist auch immer toll. Da hast du noch nie Farming Simulator gespielt, also. Nee, ich schon. Das ist weiter schlimmer. Ja. Und ist er wieder rausgeflogen bei mir? Nee, ja. Ich nicht. Ja, doch. Connection failed, oh Mann, ey. Ja, beim ersten Mal ging es bei mir auch nicht.
das scheint mit der Map irgendwie ein bisschen zusammenzuhängen. Eigentlich kannst du mir auch so nachjoinen. Das ohne kann, dass ich dich einladen muss. Cool, cool, ja, eigentlich schon. Robert? Hast du die Stiefe? Okay, ich fahre die Flache. Nee, ich spiele Schild. Ah, nee. Schildkönig geht. Ah, Baum. Ja, also bei mir ist viel flacher, ne? Na, schön für dich. Aber matschiger. Ich nehme auch einen Baum. Nee, kann ich nicht, kann ich nicht. Zur Wand oder nicht. Ah. Okay, das ist komisch. Keine Ahnung warum. Dann lade einfach nochmal. Eigentlich nicht, Nick. Aber nochmal einladen am besten, ne? Ja, aber das kann oben VPN sein. Das wäre vielleicht auch eine Idee, Nick. Vielleicht solltest du den ausmachen. Stimmt. Ich perske alles über ein VPN. Oh. Oh, da war ja was. Connection failed. Ja. Das ist komisch. War es vorhin schon kurz drauf? Er hat doch eigentlich haben doch andere Mods drauf. Ne, ist nur Oral Pack und High. Also ist das aktiv. Ja. Ihr habt beide Packs, also. Nächster Versuch. Ansonsten mal Steam neu starten oder Spiel. Ja. Ah, Server, Spielstatus verfügbar. Ja, das ist eigentlich, das steht immer, glaube ich, da. Man muss immer verbinden drücken. Connection failed. Ja, warte, ich lobe nochmal aus. Ja. Vielleicht hängt es auch an Steam, ich starte nochmal Steam neu. Oh, genau. Neues Update. Nick, ich glaube, der Fluss hat etwas mehr Strömung. Ja, Nick? Ja, nee. Lass es erstmal. Ja, ich lasse die Windumfrage lasse ich noch gelten. Nur falls. Ziehen wir uns dann beide ins Wasser einfach mit rein, ja? Willst du vielleicht meine. Bleibst du gerade weg? Nee, ich fahr gerade rückwärts. Okay. Und ich glaube, nach, wenn wir weiter nach rechts fahren, hast du ein bisschen flacher, ne, über die Inseln. Was bringt uns genau null? Wahrscheinlich. Da wollen wir gar nicht hin nach rechts. Ich bin mir ein, dass die Strömung einfach zu stark ist. Ja, da bist du umgekippt vom Wasser. Das ist ein Kacke, aber wie kommen wir. Das ist suboptimal. Am besten darüber, Nick. Ich warte einfach auf dich, Nick. Fahr ich passiert noch irgendwas? Vielleicht muss ich noch rausziehen oder so. Nee, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie wir hier rüber sollen. Guck mal kurz ein bisschen dichter ran. Ja. Machst du halt die Minimap auf, Nick? Ja, die Map? Hab ich. Wenn du guckst, wenn du links lang, rechts lang fährst, wie die andere Insel, ne? Du musst weitergehen, wenn du da oben weiter guckst, da ist da auch so ein Übergang, so dünner. Zum C sind 4000 und. Genau, da ist dann von der anderen Insel, wo wir hin wollen, ist da auch so recht flach. Wahrscheinlich wirst du einfach noch in eine andere Richtung, in einen anderen Bogen fahren können. Muss ja irgendwie. Lass mal da lang probieren. Oh, ich könnte zumindest mal da lang probieren. Ja, bleib mal kurz hier. Ich versuch's jetzt nochmal. Okay. Sieht schon besser aus, ne? Ja. Naja, bis auf. Doch, jetzt greift er. Naja, du musst wirklich auch mit dem Differential spielen. Oh Gott. Ich habe 5 Zuschauer. Willst du rüber oder soll ich schon mal weiter? Ich würde das so zusammen uns rüberhängeln hier. Ich frage, wie muss ich fahren, Nick? Gib mir Tipps, bitte, wie du rüber gefahren bist. Links. Weit links oder eher so? Rechts. Weit links, weil die Strömung treibt dich nach rechts. Okay. Ja, so weit links jetzt auch nicht, aber. Das merkst du schon. Wenig Gas wenig, geben? Wenig Gas. Wenig, aber konstant. Und wenn du vielleicht mal ein bisschen hängst mit dem Differential, mal ein ausschalten.
Kannst auch so machen. Ja, ich nehme das mal an. Hast du Handbremse angezogen bei dir? Nein. Jetzt geht's ganz gut. Oh ja. Ja, ist prima. Ich bin einfach so zusammengehangen am besten, ne? Nur falls. Fliegen wir dann beide weg. Hast du gerade angezogen, die Winde? Ich hab grad Handbremse rein. Okay. Weil das für uns sieht ganz schön schnell aus. So, wir machen die Winde lieber ab, oder? Nee, lass mal dran, aber folg mir. Es fließt einfach nur schnell, weil es flach ist. Ach so. Aber es hat wahrscheinlich trotzdem Kraft. Ja, also denk dran, du musst halt auch ein bisschen nach rechts lenken, wenn du... Nach rechts? Sonst schiebt er dir den Arsch weg. Du kannst mich jetzt nochmal einladen, bitte. Moment. Also das mit dem Nachtjoinen mit Spiel beitreten klappt nicht. Das ist nicht machbar. Okay. Ja, auch ein bisschen blöd. Ja, ich hab, wir haben es noch nie gemacht mit Nachtjoinen. Meistens schaffen wir zusammen, ne? Oder eigentlich immer. Und ich fange die ganze Zeit an. Jetzt lädt's. Jetzt sehe ich schon auch schon ein Symbol. Come on. Jetzt spawnt er in uns, Nick, ja? Ja. Oh, er ist da. Oh, perfekt. Du bist. 67 Millisekunden und schlechte Verbindung. Okay. Das ist Spinter, ist Nick, ja? Ich frage, wo steht er jetzt? Ja, am Spawn. Klar. Ich sehe ihn gar nicht. Am Spawn. Nichts, ich finde jetzt, find ich Spawn gerade nicht. Ach, da! Doch. Ja, viel Spaß. Ja, aber du siehst ja unsere Aufdeckung, glaube ich, ne? Bitte? Was wir aufgedeckt haben, schon von der Map her. Das müsstest du ja schon sehen. Das Problem ist, er hat die ganze Fahrzeuge jetzt nie entdeckt. Wollen sie nicht freigeschalten? Ich glaube nicht. Ja gut, ein bisschen doof. Aber wir jetzt hier so links rüber, oder? Ich glaube, wir kurz mal auf die Map gucken. Ja, mit dem Prügel hier. Gut. Mit wem fährst du jetzt? Du willst jetzt einfach darüber, Nick. Ja. Ne, ich fahre im Kriechgang. Also, wenn ich merke, wird zu tief, anhalten und zurück. Okay. Eigentlich kann ich die 13 Schaden da eigentlich. Seid ihr, ja, wir sind schon. Oh ne. Alter, der fehlt der Mensch. Oh. Gut, ich glaube, mit dem kannst du nicht mehr fahren. Nee, glaube ich auch nicht. Nick, ich glaube, er hat doch welche freigeschalten, Nick. Also, er hat den da auf der Insel drüben da freigeschalten, ne? Den LKW. Nick. Warte, ich hatte auch kurz ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, welche hast du noch freigeschalten? Ja, ganz, ganz, ganz weit hinten. Also, hier den hier. Ja, also. Da ging so ein bisschen viel hinterher. Außer ich nehme hier eine Abkürzung, die könnte ich auch nehmen. Ne, ich frage, irgendwo war einer mit Sprit, das war der B130, glaube ich nicht, ne? Ja. Die können es eigentlich schon zum Sägewerk oder zum Spawn fahren und wird unser LKW mit Sprit betanken können, dann ins Holz zu fahren. Ja, zu dem B66, also warte mal. Ja. Zu den hier. Weil das ist, der hat keinen Sprit, aber er hat einen Werkstattwagen. Achso, stimmt, die brauchen wir für die Werkstatt. Ja, wir brauchen eigentlich eine Werkstatt dringend. Aber generell brauchen wir generell auch Sprit dringend, ne, weil... Die eigentliche Tankstelle ist da hinten. Stimmt, Ist mal erstmal, dass Sprit wirklich richtig kostbar ist in dem Spiel, Nick. Ja. Und die plus so, ja, ich muss mal dahin fahren. Muss mal hinfahren, wieder 500 Liter Heizöl reinschmeißen und wieder weiter tuckern, ja? Ich fahr mal kurz auch zur Tankstelle bei euch. Sehr wahrscheinlich, warte. Okay. Ja, kurz auch machen. Dann würde ich jetzt erstmal einen Tank drauf machen. Ja. Geht.
dem anderen. Mit welchem, dem kaputten? Du musst ja dafür erstmal zur Garage fahren, ne? Die müssen wir erstmal freischalten, ja, die Werkstatt. Das ist ja wirklich. Deswegen brauchen wir die Werkstattwagen erst. Ja, diesmal nicht freigeschalten. Ja, ich fahre da kurz hin. Wir brauchen da 8 Werkstattpunkte. Ach, stimmt. Ja. Dann müssen wir mit den großen LKWs. Erstmal machen wir Sprit, um mit den großen LKWs die Werkstatt freizuschalten. Na, aktuell haben wir 2 Werkstattpunkte. Na, jeder hat 2, gar nicht. Ich glaube, der Anhänger hat bloß einen oder 2. Ich weiß es nicht. Wir brauchen generell 8. Du musst hier mit einem Auto zurückfahren. Der hier hat. Was transportiert der Fuel? Unser also BMW 30, der hat ein bisschen Sprit mit drauf. Der B66 hat den Werkstattwagen, ne? Genau. Ja. Der hat aber bloß keinen Sprit. Versucht ihn mal zu holen. Mit der Karte kurz. Ja, genau, der kann Sprit. Aber man kann auch keine Fahrzeuge mit seinem eigenen Fahrzeug betanken, oder? Nee, nur wenn du ein Kanister mit hast oder sowas. Boah, das ist ja richtig, ja, stimmt. Ah. Lang nicht mehr gespielt, ha? Nee, schon länger nicht mehr. Ja, ist bei mir irgendwie Fahrrad lernen. Fahren. Das verlernt man nicht mehr. Alles klar. Wie Fahrrad fahren? Du bist letztes Mal Fahrrad gefahren, Nick? Das ist schon ein paar Jahre her. Oh, oh, Nick. Es ist, oh, einmal mit Profis arbeiten. Ich wollte ums Wasser rumfahren, ja? Und dann war da ein Stein und dann war da Draht und dann waren da blaue Flecken. Dann waren da ganz hier blaue Flecken. Nicht? Kannst du dich selbst mit der Wind? Richtig, weil ich auf der Seite liege, kann ich auch keine Winde mehr nutzen, Nick. Ja, manchmal kannst du noch, ist der Motor noch an? Nee, leider nicht mehr. Gut, also langsam haben meine Schuhe nass, Nick, ja? Kaum losgefahren, schon stecke ich fest. War heute warm genug, Robert. Ja, tut mir leid. Der BMW 30, der ist ja wirklich kacke mit deiner Straße, ja, ohne Allradendifferenzial. Ja, der hat nicht mal mehr die Schneeketten aus dem Vorgänger. Nee, ah, Nick, also kauf mal iPhone fertig in Tosa, ja? Das wäre ein bisschen kacke, denn. Das russische Fake-iPhone, ja? Ah, Marvin freut sich wieder, ja? Das ist richtig frech. Oh, wenn, dann fahre ich an ihm. Ja, ja. Hinten rum wird's mich ziehen. Okay. Ne, dann zieh mich hinten rum. Ne, ich dreh dich erstmal aufs Dach. Klappt gut. Das ist interessant. Ist die Physik heute ein bisschen mal. Ich hab Lust, deine Winde. Deinen Motor höre ich nicht in deiner Rede irgendwann, ja? Holy shit, ist das ein großes Loch, ey. That's what she said. Ich glaube, ich weiß, wie es noch er meint, Nick. Boah, Alter. Boah. Was ist das denn, ey? Ja, das ist toll. Nick, danke schön. Ja. Nee, ich habe schon den Weg gefunden. Ich habe mich schon rausgepult. Ja, mit dem Teil, da brauchst du einfach durch keinen Matsch fahren, da musst du stecken bleiben. In der Straße. Der B130 ist so der LKW, den. Ja. Ja, der einzige mit Sprit wahrscheinlich hier. Toll. Ja, das ist doch nutzloseste im gesamten Spiel. Also zu euch immer kommen, versuchen zu euch zu kommen. Das ist doch ein besseres Mal dafür. Ist... Ich versuche mal zu euch zu kommen, okay? Oh, klar. Muss ich aber nochmal durchs Loch fahren, ne? Ja, das ist kritisch. Robert, ich fahre jetzt durch den Wald. Warum wolltest du durch den Wald fahren? Guck mal, jetzt fahren wir durch den Wald, ja? Das ist richtig kritisch jetzt gerade. Oh. Irgendwas musst du einfach ein anderes Auto nehmen. Oh. Auf was sitze ich bitte schön auf? Ach nee, es ist einfach matschiger Waldboden. Ah. Der Wald hat einen Vorteil. Genug Bäume um. Ja. Ja. Aber ich hoffe, du bist glücklich, dass wir jetzt durch den Wald fahren, ja? Und reicht mir uns wieder hier. Also Wald ist zwar ein bisschen schön, aber nicht, wenn die Bäume so eng sind, dass man nicht mehr durchkommt, dann ist es kacke. Dann mag ich auch den Wald nicht. Zum Glück hast du gestern immer eine Perspektive gehabt.
Ja, also ich hab. Oh Gott, ich steck schon wieder fest. Oh nö, ey. Der kommt noch. Du bist ja richtig weit gekommen, muss ich sagen, ja? Also. 10 Meter? Ich dreh ihn gerade auf der Stelle, ne? Jo, mach ich, also bist du schon. So, jetzt haben wir die alle aufgedeckt, die wir wollten, die drei Punkte, aber irgendwie was gefunden. Was Tolles haben wir nicht, ne? Nö. Und ich steck wieder fest. Robert, wollen wir rechts? Wollen wir so eine Tour machen, was wir hier so lang fahren, zu den beiden Beobachtungspunkten auch? Ja. Und dann über die Werkstatt fahren? Und ich bin umgekippt. Wir fahren zur Tankstelle. Umgekippt, ja, das ist dann kacke. Nee, ich bin wieder auf den Rädern. Okay, dann ist ja noch eine Runde. Abend freue ich, dass wir jetzt durch den Wald fahren. Ich bin genug gefahren durch den Wald, aber nee, daher, ja. Robert. Ja? Mein Arsch ist dann um. Dieser scheiß Baum, der geht nie kaputt. Ja, das ist der Nachteil mit den. Nick, ich hab gleich das gleiche Problem wahrscheinlich, gleich. Ah, nee. Winde, sei Dank. Oh! Welcher Truck hat keine Vierradantrieb, Alter? Ja, der B130. Der ist komplett nutzlos? Ach, Quatsch! Der ist toll, Nick. Oh mein Gott, ich steck schon wieder fest. Robert, ja? Schräg rechts. Ja, ich hab geguckt gehabt. Ich wollte bis hier über die kleine Erhöhung fahren und dann mich in den Matsch schmeißen. Ja. Es ist ein kleiner Busch, Nick, und ich. Ah, ich komm rüber. Ich lass dich vorfahren, Nick. Ja, ich hab nie drauf geguckt, wo hier noch Land ist, also. Jeder kleine Piepsebaum hört dich im Schlamm auf, ja. Melissa, was machst du gerade? Ja. Anscheinend nicht da sein. Ja. Lieblingsbeschäftigung. Ja. Und ich bin schon wieder im Kram. Ja, gut. Das Schall ist ein Drecksding. Ich dachte erst mal so, ach, so schlimm kann es nicht sein, aber jetzt. Ja. Genauso schlimm ist es. Ist doch super. Hast du eine Winde? Hast du Winde genutzt? Ja. Oh oh. Halt. Aber dass der Baum halt nie abbricht. Aber irgendwie halten die. Die kippen zwar recht weit und dann halten sie trotzdem irgendwie, ne? Meiner ist schon auf dem Boden. Aber gut. Ne, meiner hat sich bloß ein bisschen geknickt. Immer. Also meiner ist auf dem Boden. Der Baum ist komisch. Alles klar. Ihr wart. Marvin, ja, das ist richtig. Ladies first, ja. Man kennt Nick schon, ja. Ach, das ist der Marvin, Nick, ja. Den müssen wir richtig ärgern morgen, ja. Oh, das ist schlimmer als AIDS. What? Hätte ich so kacke mit dem Teil? Ja, ist es. Oh, das ist er hat kein Differential, er hat keine. Ja, ich bin bloß ein kleines Stück gefahren und da ging es ganz gut, weil da war fester Boden. Ich bin nicht ein bisschen. Ich werde mir das ist der eine mit Sprit, das Nick. Sonst wird es ja keinen Spaß machen, ja. Ich werde einfach die Standardfahrzeuge hätten einen Haufen Sprit drauf. Oder so, oder Werkstattpunkte. Oh, vielleicht komme ich sogar. Oh, er ist rausgekommen. Oder so, Nick, ja. Und er ist umgekippt. Ja. Ein Stück Scheiße. Das ist so wirklich ein Haufen Scheiße. Dummer geht's nicht. Ja, gut. Nick? Ja. Kannst du bitte umdrehen? Ja. Neuer Hupen. Ah, lass mich kurz das. Da war so eine kleine Kuhle. Und dann hab ich gedacht, Mensch, die kleine Kuhle, die wird schon nichts machen. Und dann hat er das ist ein C260. Und du hast. Das sieht aus wie ein Werkstattwagen. Das ist ein verkackter Werkstattwagen. Mit einem leeren Tank. Aber die Mann ist die Tankstelle. Muss man mit dem kleinen Töftöpfchen auftanken und dann dahin karren, oder nicht? Eigentlich schon. Ja. Nick, hilfst du mir noch? Noch hoch? Muss ich mit einem anderen Wagen kommen? Ja. All-Wheel-Drive, Alter. Das ist ja
Premium. Das ist Luxus, im Gegensatz zu dem anderen. Ja, das merkt man schon deutlich, wenn man einen Differenzial hat. Alter, wie hast du das wieder angestellt? Da ist diese kleine Schräge hier, Nick, ja? Da bin ich einfach so, ja, glaube ich, Marvin freut sich hier wieder, ja? Marvin, du kannst mal mit uns Spin-Tire spielen, dann wirst du sehen, wie der umkippst die ganze Zeit, ja? Es gibt aber bloß eine billige Rettungsaktion. Wenn ich mal deinen Windenpunkt kriegen würde, danke. Ich hab doch gleich fast instant rauf gedrückt, Nick, ja? Nee, ich meine, ja, da sind so viele Bäume. Du stehst wieder? Auf allen vier? Ja, ich versuche mal hier wegzukommen. Ohne Handbremse angezogen zu lassen. So. Ja, müssen wir mal hinfahren eigentlich. Achso, wir müssen gar nicht mehr langfahren hier, ne? Fährst du auch hier irgendwie straight durch den Wald durch oder was? Ja. Ja, du kannst ja oben rumfahren. Wie Licht ist? Wahrscheinlich liege ich wieder auf dem Dach. Ja, wenn ich auf dem Dach liege, bringt mir das schon lacht Marvin wieder, Nick, ja. Das möchte ich ja nicht, dass Marvin wieder lacht, ja. Der soll seine Eiweißshakes trinken und vom Rechner sitzen, ja. Dann lach ich nämlich. Da war der erste Baum. Jetzt klappt's auch. Jetzt klappt's, das ist auch super. Ja, ich muss das Kackteil da wieder aufrichten. Und dann geht's weiter. So gut. Das ist nicht so gut. Ja. Das liegt so abgelegen. Wir gehen ja zu durch den Wald, Nick, eben. Und jetzt, wo ich hier so durchfahre, durch den ganzen Schlamm, frage ich mich, wie kommt er hier durch? Der andere. Gar nicht. Ist es, gar nicht. Du musst ja mit dem anderen Auto durchziehen wahrscheinlich. Nick, kann man. Kann man den Dachkoffer betanken wieder? Ja. Also können wir das zweite Auto auch nur falls richtig voll kloppen damit Sprit. Falls nicht bis zur Tankstelle kommen. Ja. Weißt du was? Ich poker gerade mal. Auf was denn? Ich fahr direkt zum LKW, betank meinen und versuch das mit den 45 Litern bis dort hin. Hatte ich eigentlich auch vor. Und, ach, so. Ich hab aus dem Wegpunkt Kacke gesetzt. Oh. Ne, wollte ich nicht hin, ich wollte zum Wechseln. Wir versuchen jetzt erstmal wieder aufrecht zu stehen, dann versuchen wir irgendwie weiterzukommen. Zu ja, das. Ne, du musst zu den. Welche waren das? Ne, ich glaube. Der B noch was war das? B66 am Spawn da. Du meinst den 1300 oder. Ne. Ich hab da B66 am Spawn stehen. Den B66, ja, das war er. Genau, der ja hat keinen Sprit gehabt. Also, ich geh jetzt erstmal zu dem fahren. Nee, also mit dem Tanker musst du da hinfahren. Nick? Ja, ja. Kannst du mit dem Tanker zu dem fahren, meine ich ja. Genau, ja, genau. Robo, der verbraucht wenig Sprit. Ja? Ja. Also 9 Liter, bin ich gerade. 9, wenig, wir brauchen gerade einen. Also ich brauche gerade einen. Ja, für einen LKW ist das wenig. Ja. Mit Diff und Allrad. Natürlich. Gut, in einer Minute. ja, ist wenig. Okay. Also der hier braucht knapp 25 Liter. Ja, gut. Ne, ich bin noch 500. Ist es der Mod-LKW, Nick, oder? Nee. Nein. Ja, jetzt 15. Ja, schwankt zwischen 15 und 20. Darunter ist ja, schwierig. Gut. Ich roll auch gerade bergab, also das ist natürlich jetzt keine Kunst. Verbrauch, ja. Der braucht auch bloß 1 Liter. Jetzt ein bisschen Gas gegeben, dann steigt gleich wieder her. Verbrauch. Der ist gerade beim anderen, ich krieg den jetzt auch. Ja. Gucken, wie schnell das geht. Ich glaube nicht so schnell. Ah, jetzt sehe ich das Kackteil schon wieder. Wenn du es mir holst, wenn du es mir kaufst, was soll ich dir kaufen, Marvin? Hä? Bin teuer ist wahrscheinlich. Naja. Aber. Nein, genau, vorhin haben wir über Marvin irgendwas gesagt, was war denn das? Ich hab schon vergessen. Ich hatte auch schon gleich in Chat. Und locker mit zur Tankstelle mit dem Teil, Nick. Tankfüllung. Der hat wie viele Werkstattpunkte drauf? 2 wahrscheinlich, oder? Ich glaube.
Ich habe hier einen vollen Tank. Oh. Haha, da rollt er wieder, ey. Och, ich habe einen vollen Tank. Juhu. Ich überlege, ob wir, sollten wir den Rest noch erkunden, oder? Wir können ja so einen Bogen zurückfahren, also zum Spawn wieder. Mit den kleinen Autos aber dann, ne? Mit den Truckler, oder? Nee, der wird nicht reichen vom Tank, ja. Oder? Wir können auf jeden Fall die kleinen Autos erstmal hinstellen hier. Ich würde sagen, die fahren wir erstmal zur Tankstelle. Hier werden wir noch ein bisschen fahren. Wir verlieren jetzt gerade in den Tanklaster. Wir haben uns die beiden mit Werkstattwagen gerade geholt. Sind zur Tankstelle gefahren. Jetzt fahren wir mit den kleinen Erkundung mit den Jeeps wieder rum, um den Rest der Map noch zu erkunden. Wer fährt denn gerade den Tanker? Okay, ne? Doch. Hä? Ja, der hat Licht an und alles. Das sind dein Tankwagen denn? Du siehst deine eine Fahrzeuge noch. Auch wenn du aussteigst denn. Warum schreibt war Spaß? Ja, was war Spaß? Einfach irgendwas geschrieben oder so. Hä? Ach, Marvin, Mensch. Wo muss ich denn jetzt lang, ey? Oh, das wird scheiße. Ach, jetzt machen wir einfach Dirt, ja? Aha. Oh. Das wird jetzt richtig schlimm. Wow, gut. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich schätze, in unter einer Minute stecke ich wieder fest. Meinst du? Ja. Zu 100%. Also ich fahre hier mit Fullspeed jetzt über diesen Hügel. Ja, hier komme ich glaube ich nicht rüber. Und ich steck fest. Ja. Ich kann mir noch so ein bisschen hoch. Ja? Jetzt steck ich fest. Ja, das ist natürlich super wieder. Du hast ja mit dem BMW 30 gerade. Was? Ja, ich fahre jetzt kurz wieder dahin. Okay. Dann stupse ich den ein bisschen da raus. Ja. Ich hab den, kann ich auch ein bisschen, sag ich jetzt mal, ein paar Leben abziehen. Weil den braucht niemand mehr. Da fährt eh niemand rum. Ich pack mir nur kurz den Werkstattwagen auf und dann war's. Genau. Wer hat das Teil überhaupt eingefügt? Was denkt er sich dabei? Boah, den fügen wir mal einer, der will jeder fahren. Also für Asphalt ist es noch in Ordnung, aber sobald es irgendwie anders geht, ist Kacke. Das Spiel heißt Mudrunner. Ja. Ist ja aus dem alten Teil noch, glaube ich, ne? Der war aus dem alten Teil. Der B130? Ja. Ja, aber da war er besser. Ja, da hat er Ketten gehabt, ja klar. War ich ja komplett falsch? Natürlich war ich komplett falsch. Okay. Dann muss ich ihn wieder ziehen. Boah, ist das spaßig, ey. Ja, also wir haben gestern, wie lange haben wir gespielt? Ich glaube fast 4 Stunden einer Map, Nick. Hat schon richtig Spaß gemacht, ja. Müssten fast 4 gewesen sein. 341 oder so. Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall Ewigkeiten gedauert. Ganz ehrlich, so viel muss es jetzt auch nie sein. Nee, so viel nicht. Aber jetzt sind wir noch zu dritt, das sollte schneller gehen dann auch nochmal. Naja. Ein bisschen auf jeden Fall. Hier ist übrigens ein Weg, aber da ich gerade nicht weiß, in welche Richtung der Weg zum Ziel führt, fahre ich einfach weiter kreuz und quer. Ich fahre auch gerade kreuz und quer. Ja, ich bin da auch halt. Ich fahre einfach fast neben dir kreuz und quer, ja. Ich sehe die Verdeckung. Ja? Ja.
Ich glaube, Nick, gleich liege ich wieder auf dem Dach. Ne, es geht. Boah, das ist ja wirklich der Weg. Ich dachte, das wäre halt gar kein Weg, aber es ist wirklich der Weg. Oh, mit dir sowas von Kitten. Ziehen gerade hier durch. Oh, was ist das? Der Hinweg hierhin, das ist ja grausam. Super toll wieder. Bei Holzbrot machen wir auch immer Angst. Hier ist eine Brücke, Nick? Oh. Ich bin wunderbar, was ist jetzt hier? Jetzt haben wir es versucht, eine Brücke hinzubauen. Oh, ist das ekelhaft, diese Holzbrücke, ey. Da rutscht man immer runter. Mit so einem LKW. Also mit Autos gehen die noch, die Brücken. Ich bin auch über eine gefahren. Das ist hier noch recht angenehm. Muss dann richtig langsam drüber fahren, ey. Okay, scheiße, aber ich ziehe jetzt gerade noch einen anderen LKW. Der bin ich, glaube ich, nicht drüber. Robert! Das ist ein K700! Ja, mein K700, Nick! Mein K700! Was ist denn das? Ein 375er? Oh, der ist im Loch! Ja! Boah, da haben wir es doch geschafft, ey! Robert, was hat denn dein 375er drauf? Dann muss ich jetzt mal den K700 ausmachen. 375er. Einmal raufdrücken, dann komme ich da schnell hin. Kurzholz. Ladefläche. Ja. Deine auch? Ja. Das ist ein bisschen Crap. Kommen wir mit einem kleinen Tuftuff wieder rum? Ja, Tuftuff in letzte Verdeckung und dann. Richtung Spawn. Na, ich weiß jetzt halt nie, welche Werkstatt wir entdecken. Also. Na, die am nächsten zur Tankstelle ist wahrscheinlich eher, oder? Ja. Mal gucken. Ja, weil 2, 3, 6. Können wir das Ding überhaupt freischalten? Also, wenn der Hänger einen Werkstattpunkt hat, dann können wir die nicht immer freischalten. Komm noch aus der letzten Verdeckung noch drin, steht Nick, ja? Ja. Du musst mit drei Fahrzeugen rechnen, Nick, ne? Jeder hat ja eins von uns dreien. Ja, ja, aber ich habe gerade mit zwei gerechnet, weil er da ein bisschen hinterherhängt. So, ja klar, aber er tankt ja gerade die Fahrzeuge auf. Also tankt er dann die auf erstmal. Versuche ich. Ja, versuch es. Also, wenn du bis zum B66 kommst, kannst du ja uns ja alle eigentlich dann tanken. Du meinst, es reicht? Die 300 Liter. Ja, einer frisst ja schon 200 locker. Der B66 ist auch kriegen, ne? Ja, gut. Der ist gerade eine Brücke runtergefahren und ich muss jetzt irgendwie wieder hier hochkriegen. Ja. Muss ich hier in den anderen. Oh, geil. Fällt gerade auch auf, der hat kein Windenmenü. Hat der B130 keine Winde? Nein. Ja, als ob der keine Winde hat. Also wenn du auf dem Dach liegst, kannst du keine Winde mehr nutzen, das ist klar, aber. Eigentlich sollten die alle eine Winde haben. Boah, das ist jetzt gerade eine Kacke. Wie soll ich denn jetzt hier rauskriegen, ey? Das. Wegen deinem Ziel. Ich versuch mal was. Ja, mach das. Ja, dass man nicht irgendwie zwei Winden oder so hat. Irgendwie hinten eine und vorne eine, oder? Das wäre OP. Na komm. Ja, aber nicht gleichzeitig. Nee. Der ist schon ein bisschen toller. Was machst du eigentlich gerade, Nick? Ich steck fest. Achso, nur denn. Was machst du eigentlich gerade? Feststecken? Das ist eigentlich der Großteil des Spiels, Nick, aus Feststecken. Steht da einfach nur noch, ja. Und langsam fahren, ja. Da kann man eigentlich. Oh, er ist was drauf, er ist was drauf, er ist drauf. Das ist doch super. Robert? Ja? Oh mein Gott. Ich. Ja, also wenn die letzte Verdeckung weg ist, weiß ich nie. Gebe ich dir einen Spielstand, weil Lust ist ein bisschen kraus gerade eben. What? Oh mein Gott. Wer denkt sich denn hier die Taktik denn aus? Niemand? Ja, was machst du sonst immer? Was ich dann mache oder was? Nee, das ist super, der Taktiker dann hier. Wir fahren so und so lang, wir fahren da und so lang.
Frage ist, wie willst du mir den Spielstand übergeben? Ich weiß, wo die Save-Files liegen. Ich steck schon wieder fest. Muss ich die Lobby noch neu aufmachen oder was? Ja, die Map nochmal neu. Oder führst halt im Singleplayer dann fort. Im Singleplayer. Oder man macht's irgendwann anders weiter. Weil ich will mich noch mit anderen Dingen heute beschäftigen. Na, hast du eine Idee, was man zusammenspielen kann, was man noch streamen kann, Nick? Weniger in der Richtung. Weniger in der Richtung, was denn dann? Vielleicht etwas, wo man auch etwas privatere Themen ansprechen kann. Oh. Du kannst mir deine Forschung einfach schreiben, Nick. Das ist ja dann so. Different. Oh. Nicht umkippen. Ich höre nur so, Differential. Ja, das. Und dennoch steht man so am Abhang, das ist so ein bisschen. Nick, da liegen große Steine. Egal, rüber da. Was? Passt. Ich versuch's immer noch, also. Ja. Ich verzage immer Wagen. Oh. Ohne Differential kommen wir da echt besser rüber. Ich bin mit rüber gefahren. Ich sag. Robert, das ist eine Brücke. Ja? Ich hab's irgendwie gemeistert, muss ich sagen. Oh, wir haben 6 Zuschauer. Uno Marvin. Oh, Marvin schreibt, wir könnten Uno spielen, Nick. Eigentlich ist Uno eine gute Idee, oder? Das kann man auch streamen, gut Uno, ja? Ist Uno interessant für Zuschauer? Ich weiß es. Klar, also Gronkh, wenn der HWSQ spielt, dann gucken Leute auch Uno. Weiß nicht, wie viele Leute gerade Uno streamen auf Twitch. Wahrscheinlich genauso viel wie Scribble. Nee, Minimetro streamen, nämlich 0. Genauso viele Leute wollen es auch sehen. 0. Aber wenn du bei gut reden kann, ist es gut. Ja. Haben wir keiner zuguckt, denn. Nick, vielleicht, weil ich bis zu den Radkästen im Schmodder stecke? Siehst du das? Boah, ist das denn scheiße hier, ey. Ja. Mann, Nick, steckst du genauso fest? Wie auf Twitch hier, und nicht auf YouTube. Ey, ich bin noch schneller unterwegs wie du. Machen wir gerade ein Wettrennen? Boah, Nick, da braucht man eine Slow Motion über den Rennen hier, ja? Alter. Hol die Kamera. Du nimmst die Innenspur, das zählt nicht. Marvin macht Vorschläge. Noch mehr Vorschläge außer Uno. Monopoly spielen wir garantiert nicht. Und Stick fährt, der regt mich bloß auf, ja. Und Outlast fährt auch schon mal aus. Was? Gartner Plus. Also sowas ähnliches wie Stadtland Plus. Plus, man hat einen Buchstaben und muss irgendwelche Wörter, oder nicht Wörter, sondern Sätze dazu finden, die dazu passen. Oh Gott. Zum Beispiel etwas Schmerzhaftes und es fängt mit irgendwie H an. Dann musst du einen Satz finden, der wird etwas Schmerzhaftes verbindet. Alles klar, das hört sich sehr. Das hört sich lustig an. Schwierig auch an. Das sagt mir meine Freundin auch immer dann. Alles klar. Alles klar. Die Zuschauer sind gegangen. Nick, hast du Lust auf Eurotrucks? Nee. Müsste ich jetzt runterladen. Ja, das ist jetzt nicht so unbedingt die Ausrede bei einer 200.000er Leitung. Oh. Aber man hat Eurotrucks vorgeschlagen, deswegen. Hab ich auch, aber auf dem anderen PC. So gut. Eurotrucks 2, ne? Genau, aber Multiplayer denn? Nee, ja, Eurotrucks immer leider. American Truck, Nick, ja? Ja, also. Den gibt's ja auch noch als Multiplayer. Den spiel ich aber nicht. Ja, ich hab. Ja, doch, du hast ein Auto, Family Sharing. Kann aber ich gleichzeitig spielen. Jetzt guck, fahr hier. So verpackt, wie das in letzter Zeit ist. Hä? Guck mal, wo ich bin. Du bist ja fast da. Ja, ich zieh schon den ganzen Schlamm. Verkackt, ey. Oh Gott, ey. Nee, der würde kitten, der würde sowas von kitten. Wenn er kittet, dann sage ich, ich hab's euch doch gesagt. Robert!
Du bist umgekippt? Nee. Ein Tanker. Boah, hast dich gekippt. Oh, Nick, das ist. Ist er für mich oder ist er für dich? Beide haben den? Jetzt kann ich den schon benutzen. Wir müssen die Verdecken erst entfernen, ne? Ja. Müssen wir den noch erkunden oder geht es denn trotzdem schon? Das scheint trotzdem schon zu gehen, weil. Wir hätten aber gleich zum Anfang gleich hier langfahren, so in die Richtung, Nick, ja? Ne, vielleicht zum Anfang gehabt. Ich muss gerade durch den See, oder See, sehr, sehr, sehr große Pfützen fahren. Robert, hier ist Wasser. Wasser? Quatsch. Es ist flach. Nee, du fährst jetzt fest zu Kackteil. Ich vertraue noch nicht mit dem Wasser. Also, es sieht sehr, sehr so aus, als wenn ich hier auch festfahre. Weil gerade durch den See. Ja, ich habe jetzt auch so einen kleinen. Los. So. Da ist noch ein Boot. Oh, oh, oh! Robert? Nick, ich fahre was ganz anderes jetzt, ja? Nein, fährst du nicht. Wie soll man den denn retten? Der ist komplett kaputt und komplett leer. Oh, ist das herrlich. Alles klar. Haben die Langeweile? Warum? Nick, wir brauchen eine Werkstatt, ja? Die Kurve fahren schon drum. Ja, also, hier steht ein fetter Tanker mit 800 Liter Sprit, aber halt komplett kaputt. Da vorne steht ein scheiß, keine Ahnung, Raketen. Ich, eh noch was. Auch komplett kaputt, komplett leer. Toll. Ich hab's von dem Werkstattwagen, also. Ja. Ja, man wirklich sofort. Da kommt Freude auf. Du musst anscheinend wirklich mit diesem einen Fahrzeug, was du findest, musst du. Alle Fahrzeuge zur neuen, Werkstatt, ja. Die freischalten, dann Reparaturding draufhauen. Und alle erst reparieren, ja? Ja. Vor allem. Dieses eh noch was, den musst du einfach mal bestimmt dreimal hinfahren, bis du 1000 Punkte zusammen hast, ja, oder das möglich ist ja, so du viel. Ja, nicht komplett reparieren, du ja. Musst dann bloß nie wieder voll machen. Ja, ist halt weniger Leistung im Sukkap oder so. Na, und mehr Verbrauch und sowas, ne? Ja. Mehr Verbrauch würde ich dabei töten, Nick, ja, bei dem Teil. Zum Glück steht er neben Tanker, weil die kannst du jetzt komplett da reinkloppen, dann schon, ne? 800 Liter. Oh, Leute, hier ist ein Loch. Ein Loch. Ein sehr großer Graben. Ja, die Gräben, die haben sie öfter verbaut. Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Daran sollte man jetzt nicht scheitern. Zieh mir aber hier raus. Daran wird sich scheitern. Gut, dass es Winden gibt, ey. Die sind schon wirklich super. Und ich bin jetzt fast 4,5 Kilometer gefahren. Wie weit bist du schon gefahren, Nick? 5. 5? 4,9. Ja, schon bist du jetzt mal umgedreht, hast mich zurückgeholt und so weit. Die Frage, zählt er die Entfernung nach Map fahren oder nach Radumdrehung? Ich glaube eher nach Map fahren, ne? Map. Radumdrehung, das ist ein Schlamm. Robert, dann machst du würde sich und hast da 20.000 Kilometer. Ich wollte gerade sagen, würde eigentlich würde so richtig, ja, bei in dem Spiel. Mag vielleicht bei Eurotrucks gehen, ja? Aber hier. Um uns jetzt geht's. Oh. Ich war irgendwie schon richtig müde. Ich hab halt mal Wecker gestellt gehabt, Nick. Und trotzdem habe ich habe erst nach Ewigkeiten rumgesessen, habe das Video hochgeladen, ja? Und dann hab ich gewartet, ich dachte, Mensch, das lädst du hoch und dann warst du irgendwie hoch und dann habe ich gedacht, oh scheiße, es wird noch verarbeitet. Und dann bin ich ins Bett gegangen, weil der mal 2 Stunden verarbeitet hat. Toll. Ja, mal gucken, ob ich ihn da durchkriege oder ob er umkippt. Boah, natürlich schafft er das, ey. Geil. So, Nick, alles aufgedeckt, hier schwacke neues Fahrzeug.
Was läuft? Soll ich mal was Lustiges erzählen? Ja. Hier ist noch ein Graben. Noch ein Graben. Noch ein Graben. Na gut. Dann viel Spaß bei dem Graben. Robert? Hm? Ich hab gerade keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, wo man hier jetzt noch ansetzen soll. Hä? Werkstattwagen voll tanken und eine Werkstatt verschalten. Ja, sofort. Also, ich sehe. Werkstattwagen ihn. Ist voll. Nee, die Werkstatt punkten die. Nick. Eine Kasse zu der Werkstatt unten neben dem Sägewerk? Ich hab ihn sofort. Ich sehe ihn. Ich glaube, das ist die bessere Werkstatt unten. Also die da oben. Und dann. Wenn man die voll hat, dann kann man auch besser. Die anderen, man lässt nicht mehr weit bis zu dem E7310. Und zum anderen, zum Tanker. Die sind dann alle eigentlich recht flott unterwegs. Muss ehrlich sein, bei mir ist gerade die Lust raus. Ja, wenn ein Schackenspiel, was man streamen kann, Nick. Keine Ahnung, aber ich lasse mich erstmal von ihm jetzt voll tanken. Eine Idee. Das ist auf jeden Fall eine Idee. Dankeschön. Welcher stand denn da? B66. Fahr ich mal weg, damit Robert. Ahahaha, ich hab'n! Also, ich bin auch da. Ich muss auch komplett voll tanken. Jopp, auch 160 Liter passen mal, das ist ein Spritsparer. Hä? Ist er da immer noch nicht voll angezeigt? Visual C++, One-Time-Error, hört sich gut an. Ich bin gecrashed oder was? Ich weiß es nicht genau. Was ist denn mit LKWs? Wow. Vielleicht gucken sie noch welche dann, wenn Scanner streamt. Ja, du bist der Einzige, der klostert. Ja, ne? Ja, was ist, welcher Tag ist? Donnerstag. Als ob keiner. Ja, aber eigentlich ist wirklich der Hype raus. Einfach. Weiß auch und nicht. CSGO habt ihr auch nicht, oder was? CSGO hab ich, klar, CSGO hab ich. Mike auch. Aber weißt du, wie CSGO ist? Vor allem mit Hackern und Russen. Ja. Ja, so in CSGO, ja, Match, ich bin ja gar nicht gerankt, glaube ich nicht. Ich habe noch nie gerankt. Ich habe bis jetzt, glaube ich, noch nie gerankt. Zwei Matchmakings gewonnen. Insgesamt. Aber habe schon CSGO nur recht lange. Ja, aber nicht oft gespielt. Ich habe vielleicht 100 Spiele schon gerade mal vorgemacht. Ja, ich habe viel mehr. Ich habe 400. Ja, gut. Und immer noch nicht gerankt gewesen? Was Nein, spielst du bitte schon? Mit Modis. Ich habe halt so einen Clan eigentlich, weißt du. Und ich spiele halt immer in dem Clan offline. Offline? Also schon online, aber halt lokal, weißt du? Halt nicht richtig online. Nicht wie man halt abranken kann. Ja. Das spiele ich halt im Clan. Und deswegen rank ich halt nicht ab. Du drängst doch nicht auf. Also rankst gar nicht, ja. Ist klar dann. Ja. Also Robert. Das ist kein gutes Spiel, ich weiß, ne? Das ist letzte Welt oder so muss es sein, ja? Noch irgendwas? Ne. World of Tanks. World of Tanks. Ich glaube, das habe ich auch runtergeladen zumindest schon mal, aber hat auch schon. Ja, ist halt. Sage mal so, die viele freuen sich über die neue Grafik, aber mehr ist auch nicht zu freuen im Spielen immer noch nicht. Es ist halt immer noch das gleiche. Steck Geld rein, sei gut, steck kein Geld rein. Was ist gut? Warfunder, kennst du das? Nö. Boah, guck jetzt mal an. Das ist das neue World of Tanks, bloß viel besser. Bloß viel besser? Bloß viel besser, also viel, 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 viel besser. Okay.
Da musst du auf deine Spuren aufpassen, damit niemand deine Spuren sieht von dem Panzer. Das hört sich hier noch mehr Abfuck an. Ja, das ist sehr realistisch. Macht man das denn echt auch so? Marvin, ich habe noch keine Kriegssimulation oder kein, bin auch nicht im Krieg. Ich habe noch keinen Panzer gefahren, geschweige denn, ja. Doch, ich bin mal einmal so ein. Okay, ein Panzer war das Leuchten, nicht? Irgendwie so ein Kettenfahrzeug oder so. Damit wollen wir mitfahren. Und es kommen auch Schiffe jetzt rein. Also es sind Flugzeuge drin, es sind Panzer drin und es kommen auch noch Schiffe rein. Okay. Ich habe kurz mal den Bildschirm ausgemacht, weil ich jetzt glaube, ich muss noch das enablen. Der Bildschirm ist aber noch an auf. Ah, jetzt ist er aus. Genau. Mit dem Authentifizieren. Mit dem Twitch-Lock-on. Ja, es ist aber, ich glaube, eine Sekunde habe ich maximal, müsste es sein. Und dann nee, ist halt. Nee, es ist halt einfach noch das. Bis wo zu ich dir. Geschrieben hab, ne? Im Chat. War locker so eine halbe Minute oder so, bis es angekommen ist. Dann liegt es aber an Twitch, Marvin. Ach, U-Boote sind auch schon drin, yo. Wie heißt das? War Thunder, ja. Ich sag mal alles drin, was du dir überhaupt wünschen kannst, ey. Ich glaube, ich download es mir jetzt auch wieder. Das ist schon echt attraktiv zu downloaden. Kostenloser Download hier sind. Anmelden. Ja, weiter. Ey. Anja. Wir machen die 800 Wert. Ich den Stream gerade zweimal auf. Ist doch nicht schlimm, aber ich hab nichts dagegen, wenn du zweimal aufmachst, ja? Also es ist wirklich, also mach doch mal, weil jetzt habe ich nur noch. Ne, nicht nur noch 3 Zuschauer sind immer noch. Gibt's auch auf Steam. Ich weiß es nicht, Marvin. Ich hab das Spiel gleich erst später nicht. Ich dachte, das ist genauso viel Gigabyte wie Arma 3. Ja genau, War Thunder ist hier so auch. Groß. Steam. Dauert bei mir 5,5 Stunden zu downloaden. Okay. Guck mal, ob ich mit dem Tag einfach durchfahren kann mit dem letzten hier. Kostenlos Spiel starten. 5 Stunden dauert. 2 Stunden 26 bei mir. Ja moin, ja, wir haben noch nicht Glasfaser. Also wir haben schon Glasfaser. Aber wir müssen halt unser altes Internet nutzen, wegen Telekom und so Vertrag. Läuft halt erst irgendwie, keine Ahnung, wann aus. So, jetzt wird es runterladen. Twitch Voting? Was ist jetzt los? Marvel? Twitch Voting Explosive Trucks entwertet unter Minimax. Marvin, vote! Was denn? Vote! Steht im Chat drinne! Was ist jetzt? Event Voting? Max. Nee, ich glaube, du musst einfach die Zahl reinschreiben. Hashtag 3 oder sowas. Oh, sag so gleich. Ich hab noch nie gestreamt, klasse Tag. Auf der Tastatur, Alter. Und da, am Enter machen. Über Shift Enter und unter Enter. Ah. Ja. Nix. Die Router-Taste? Ich hab gefunden. Als ob die Zuschauer einfach jetzt voten und mir das Spiel schwerer machen. Der hört sich richtig süß an. Macht Max den? Mhm. Oh, Marvin, gleich geht's los. Das gibt's entwertet und Minimum Maximum wird. Okay, ihr seht's ja selber. Wie heißt jetzt der Stream? Gib einfach twitch.robot121. Genau, einfach einen Follower lassen. Es ist, glaube ich, wildes Herumhüpfen von Truck zu Truck. Was ist jetzt los? Minimum Maximum wurde von Wizard wurde ausgewählt. Marvin, ich glaube, ich springe von alleine. Ich springe von alleine einfach hin und her die ganze Zeit, ja. Danke, Marvin. Danke. Es ist einfach. Hä, und klemmt meine Leertaste? Nee. Die klemmt nicht. Oh Gott. Oh. Oh, Mann, hier kommt Werbung. Ja, das ist aber von Twitch her, ne? Ey, ich weiß. Du musst Twitch Turbo haben. Oder Twitch Prime. Oder einen Adblocker. Irgendwas von den Sachen. Oder du gehst einfach aus dem Handy, klappst du raus und gehst wieder rein, ist Werbung weg. Keine Ahnung, ich guck nicht so viel Twitch, muss ich sagen. Ja, du tappst raus aus dem, also wenn du es auf dem Handy guckst, tappst du raus und gehst wieder rein, ist Werbung weg. Guckst du auf dem Handy, hast du, oder?
Ja, hat aber nicht auf dem Laptop, weil er downloaden kann. Ungestört. Oh, bam, bam, bam. Ich finde es ganz cool, dass sie sowas einbinden, so mit dem Twitch-Voting und sowas, ein bisschen um die Zuschauer mit einzubinden ins Spiel. Oh ich Gott, meine, was war das denn? Marvin, das geht schon wieder ein Voting, ist das euer scheiß Ernst? Nein! Fat Trucks? Oh. Ja. Alle können mitvoten, die Zuschauer. Jetzt haben zwei für Fat Trucks gevotet, hä? Eine Art für Low Gravity. Ach so, ja. Ja, jetzt höre ich mich zweimal, weil mein Bruder jetzt den Stream auch anguckt. Dein Bruder guckt den Stream an. Nicer Typ! Lass einen Follower da, ja? Er ist nicht angemeldet. Mach den Account, gleich zwei. Bitte. Ich follow dir kurz, ey. Das verdient. Das wäre nett, ja klar. Warum nicht, ja? Aber was ist Fat Trucks, ist die Frage. Und das Level ist so abfuck schwer. Es gibt auch Community Maps. Aber, ja. Ich hab nur Gravity gevotet. Ja, aber es ist bisher zwei für Fat Trucks gevotet. Also, wahrscheinlich wird er eher Fat Trucks. Nein, ich mach auch nur Gravity. Ist jetzt gerade ein Developer bei dir drin oder was? Es ist einfach das Twitch-Event, glaube ich. Also, ich hab's ja mit Twitch verbunden. Und ich glaube, es sind einfach so eine Voting-Events, damit die Zuschauer mitmachen können. Achso, du hast noch eine Stimme gemacht, ja. Low Gravity wurde trotzdem genommen. Ey, ist das falsch? Ich hab's fast geschafft. Ich hab's Level geschafft. Und Low Gravity geht los. Okay, jetzt, naja. Warte. Jetzt müssen wir richtig scheiße worden. Es ist Low Gravity. Es ist. Wow! Oh, ich hasse es. Komm, hä? Dein Stream lädt die ganze Zeit. Was ist mit dem Stream? Der lädt die ganze Zeit. Also. Den Chat? Bei mir, oder was? Der deckt? Nee, der lädt die ganze Zeit, was? So, nee. Warum lädt er bei dir? Ja, ich glaube, es liegt an mir, ja. Gut. Aber vorhin hat es bei mir auch ein bisschen geladen, hier, wo er das andere gespielt hat. Nee, gut, aber es lag, glaube ich, nicht an mir, oder? Weiß ich nicht. Nee, genau. Liegt an mir. Sorry, ich stolle gerade ja Warfonder. Nur gut. Ich bin gerade ein bisschen. Taster Talk an und gleich 6 Zuschauer hier, ja? Termin hat so viele Accounts oder was? Ich hab keine Ahnung. Und da steht sogar ein Name von wer sich das gewünscht hat, Low Gravity. Na, von stand halt Wizard an. Ja, jetzt steht halt, Flashhammer. Oh, das ist das Ziel! Ich hab's verkackt. Ach nein. Ja, jetzt sieht man's auch. Ich hab mal eine Sekunde Puffer eingestellt, um einfach ein bisschen, wenn ich schlechtes Internet hab, um das ein bisschen auszugleichen. Gestern habe ich 10 Sekunden, das ist einfach zu viel. Bis denn Chatnachrichten durchkommen, das dauert zu lange. Oh, voll verkackt. Es ist schon wieder ein Voting. Alter. Nein, keine. Mach zwei. Okay. Mach den Cluster-Truck aus. Alter, also. Oh, nein. Ja. Nein. Kann ich sehr mitvoten, ist die Frage. Kann ich sehr mitvoten, ist die Frage jetzt aber, ja. An die anderen paar Zuschauer, ihr votet einfach mit. Das ist toll. Macht Spaß. Okay. Macht zwei, ja, auf jeden Fall nicht. Macht was mir das Leben leichter macht, ja, aber nicht schwerer. Nein, das ist doch geil. Wer war hier so satanisch und einfach Explosive Trucks genommen? Bitte. Nein. Marvin, was du das? Nein. Ich vote hier gleich selber mit. Ich glaube, das geht nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben nicht Explosive Trucks genommen. Wir haben, ja, Trucks. Aber einer hat auch für Explosive Trucks gevotet. Wer war denn das? Marvin, ich sehe es nicht, wer hier für was votet. Steht doch nicht im Chat drin. Hä? Ja, nein, hier hat jemand anders gevotet. Aber wenn ihr oben guckt, ist es ein Strich mit drin bei Explosive Trucks. Und bei Bounty Trucks gar keinen. Also muss ja einer für Exploring Trucks. Ja, aber es ist immer eine Stimme, die irgendwie zufällig. Wahrscheinlich einfach keiner zuguckt, dass einfach irgendwie ein bisschen Abwechslung reinkommt. Das ist immer zufällig immer sozusagen meine Stimme, der nie gezählt wird. Und wer hat gewonnen? Wizard, deine. Nee, Dings. Fine Trucks. Nee, das, was ihr haben wolltet, die zwei. Oh nein, was ist das denn? Was ist das? Euer scheiß Ernst?
Alter! Ja. Ist einfach Toastbrote. Hört doch auf, ey. Wie soll ich denn so spielen? Das ist geil. Nein! Ach Gott, die sind viel zu schmal! Bei mir ist immer noch, also der Stream ist immer noch so weit, ne? Wie so weit? Das ist so geil, ey. Es sind noch keine. Jetzt sind Toastbrote. Jetzt sind erst Toastbrote, ja? Ich habe mir schon lange Toastbrote, Marvin. Bist du bei dir auch auf Live gedrückt? Nee, bei mir sind schon lange Toastbrote. Du hast dich auf Live, du bist in der Zeit steht hinten, du musst auf Live drücken, denn dann. Hab ich. Sollte eigentlich dann gehen. Oder so. Lass einfach einen Follower da, Marvin, ja. Oh. Ich hasse. Mit den 5 Trucks, ne? Ey, ich ja, aber es ist einfach zu schmal. Ich krieg den Wechsel nicht hin. Die sind zu schmal, die Trucks. Ja. Sonst ist das keine Absicht. Das ist halt so gemein, ja? Lass mir doch mal die Freude am Spiel hin. Nein! Hier wird so ein Müll hier gevotet, ja? Jetzt ist das Voting vorbei. Oh, geil. Normale Trucks, die kommen jetzt so richtig groß, kommen die vor jetzt hier, ja? Jetzt hoffe, es ist nicht vorbei. Ja. Nein, sind sie normal, ja. Ach, Mann, ey. Hoffe, es kommt kein Voting mehr. Ich will kein Voting mehr. Kommt noch. Ah, fuck, ja, nein. Exploding Trucks. Earthquake. Ja, Mann. Das ist euer Ernst. Das ist auch geil. Ich hab nämlich schon einen anderen Stream gesehen, der ist so geil. Du siehst danach nichts mehr, ey. Oh Gott. Du weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist, oder? Ich schaff die immer noch nicht. War auch mit Voten hier, ja. Earthquake, ey, du siehst danach wirklich nichts mehr. Earthquake ist Erdbeben, ne? Ja. So, ich kann auch mit Voten. Du hast für Exploding Trust gewotet. Ja. Hä? Könnt ihr mehrmals voten? Ich weiß nicht, wie es geht. Geht es mit mehrmals voten? Mhm. Doch. Aber das geht mit mehrmals voten, ja. Oh, es ist noch ein dritter bei Earth King jetzt drin, ne? Wirklich? Ja. Was? Ich hab's geschafft! Warum votet ihr für Earth King? Hört auf! Oh, ich hab's Level geschafft. Echt? Bei mir noch nicht. Ja, bei mir schon. Jetzt. Wo muss ich bitte? Ich muss in das Loch von der Kugel rein. Oh nein, bitte nicht, oder? Ja. Oh. Komm, bitte nicht Earthcrank. So ist schon. Das sieht ganz danach aus. Es sieht sehr nach Earthcrank aus. Ja. Earthcrank 3, 2, 1. Bitte nicht, Alter. Was? Was ist das denn? Ah, ja. Ist das euer Ernst? Jetzt kommt bei mir erst. Es ist, ja. Wird immer schlimmer. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist, ey. Oh Gott. Alter. Oh, Alter. Wie soll ich denn da durch den kleinen Stein, durch das Loch da durchspringen, Leute? Ich springe halt hoch, wenn du unten bist, weißt du? Ich kann dich einfach nicht angucken, es wackelt einfach so viel. Alter, warum ist Elt so lange an? Warum ist es denn so lange? Spiel, lass mir doch mal Pause hier. Ich glaube, die haben das Twitch-Voting reingemacht, weil die Developer einfach keine Lust mehr haben. Und das, weißt du, was die Zuschauer die Effekte mit reinschmeißen. Ah, ich bin fast durchgekommen, bis auf... Das Earthquake hat mir ein bisschen den... Damm kaputt gemacht? So ist ja auch. Ob es, wenn ich ganz hinten stehen bleibe? Waren die denn so, dass ich genau da durchpasse durch das Loch? Oh, jetzt bist du gerade durchs Loch durch und dann bist du hängen geblieben. Ja. Bei mir ist das Earthquake schon wieder weg. Zum Glück. Nee, bei mir noch nicht. Bei mir auch schon. Jetzt. Alter. Ja, naja. Exploding Trucks, Inverted oder Bouncy Trucks? 1, 1, 1, 1, 1.
Inverted war, ist kacke, der. Nö. Ne, wurde einfach zwei Stück dafür. Alles kacke. Für dich ist ja alles kacke. Ich hatte aber Explosive Trucks noch nie, würde ich sagen. Wollten wir zweimal? So. Man kann alle 30 Sekunden, glaube ich, neu abstimmen. Aber oh, kann ich das irgendwie umstellen? Ich, ist mir noch zu viel. Ich komme, ich komme durch das Loch durch. Komm ich durch? Das ist so lustig, ey. Ich find's nicht so lustig, also. Einfach. Doch, das ist lustig. Jeder hier findet's lustig, außer du. Ja, weil ich es ertragen muss, satanische Wünsche hier, ja? Mal, Inverted ist kacke. Weil ich springe, es ist einfach dauerhaftes Springen, ja? Und los geht's. Gleich kommt, EU-O. 5, 4, 3, 2. Nein! 3. Was ist das denn? Die Maus ist gedreht! Fuck! Jetzt kommt links ist jetzt rechts und unten ist oben und oben ist unten. Oh fuck! Ah, scheiße! die ist viel zu schnell eingestellt! Ist jetzt euer. Die Maus hört auf, Alter! Ich wünscht euch andere Sachen, reich. Ich blick die Maus nochmal gar nicht mehr, reicht mir. Das ist so geil. Ich komm immer durcheinander. Bis ich mich dran gewöhnt hab. Ja. Ah, ich bin durch! Ich bin gegen jemanden gekommen. Danke, invertete Maus, ja. Als ob du damit durchgekommen bist, ey. Also, ich war halt in dem Loch so drin, an der Wand, so. Und dann bin ich immer gegengekommen. Ihr habt's gerade gesehen. Marvin schreit rum. Ich hasse diese Maus. Alter. Hey, du kannst aber auch unten durch, wenn der Ball hüpft. Wenn du ich bin durch. Da kommt noch eine Kugel. Muss ich hin? Hä? Da kommt noch eine Kugel. Als ob das noch nicht das ganze Level war. Ich würde sagen, warte. Ich würde schon so sagen. Neues Event, ne? Würde ich schon sagen, oder? Ja. Da kommt ja noch eine Kugel. Guck einfach nicht hin, okay? Guck einfach nicht in den Chat. Ja. Ich nehme das einfach jetzt mal, ne? Irgendwo. Ja. Und jetzt hier der Stream aufgegangen. Nee, ich bin kurz rausgetappt gewesen. So. Ja. Ah, Explos. Nein. Nein, hä? Was? Hast du Exploding Trucks? Nein. Die explodieren die instant? Ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es. Und das wird richtig abfuck. Bei mir ist der Stream einfach weg. Weg? Ja, der ist sofort wieder da. Nee, der ist sofort wieder da. Warum ist der Stampelt, Marvin? Ich hab nochmal neu geladen. Ne, der war gerade wirklich weg, diese Seite ist nicht verfügbar. Aber ich muss sagen, meine OBS-Szene von TV-Stream klappt gerade nicht mit dem. Ja, mit dem Follow-Alert, das klappt irgendwie nicht so richtig, ist es ein bisschen. Oh nein, irgendwie kommt immer Flashhammer, ja? Weil. Da haben immer seine Votes dann immer reingeschmissen, ja? Ja, weil ich jetzt erst gewartet hab. Oh fuck, die leuchten einfach rot auf und dann explodieren sie. Ja, ich weiß. Das ist richtig abfuck. Oh. Ah, ich bin durchs Loch durch! Nein! Wie komm ich um den Stein rum, ist die Frage. Joseph Trump. Liebe sie. Hab ich das schon mal gesagt? Oh, das ist schon 151 Aufrufe. Ich hab heute angefangen mit 140, glaube ich. Bitte. Nö, ist aber in Ordnung. Also, ich muss schon sagen, Inverted war besser. Nein, Inverted war auch. Also, Explosive Trucks kann man noch gar nicht ganz gut in der Map jetzt mit umgehen, würde ich sagen. Wegen ja, Inverted war besser. Nein. Doch. Nächstes Mal wieder Inverted.
Aber jetzt war es gerade ein bisschen nervig. Jetzt hätte ich den Talk noch gebraucht. Jetzt ist es erst. Oh, ich bin durch. Ich bin nicht die Wand gekommen. Niemand kommt. Ich guck mal kurz aus meinem TV-Stream. Warum? Mein TV-Stream jetzt nicht die Sachen hier annehmen. Eigentlich komm, jetzt kommt's. Haben wir hier so eine schöne Alert-Box. Wenn man sieht, wenn jemand hier subscribe oder follow. Deine Chat-Regeln sind da richtig geil. Die kein Spam, keine Blame, keine Links. Spaß haben. Tolle Chat-Regeln, oder? Ich hoffe, das Spaß macht. Mhm. Warte, ich teste sie mal kurz mit einem. Das klappt. So. Gut. Dann klappt es auch. Was soll man? Hä? Was suche ich was aus? So, jetzt hier noch Flashhammer. YouTube steht auch jetzt dein Follower da. Hat irgendwie nicht funktioniert vorher, ja? Da wieder Follower. Ja. Also. Oh, du bist du. Oh Mann. Ich hab gerade auf den Bildschirm geguckt, auf den zweiten, deswegen hab ich grad nicht richtig. Oh. Ah! Ah ja, genau, das muss ja auch sein. Aber die Frage ist, wie komme ich dort vorbei? Habt ihr eine Idee? Ich hab keine Idee, wie. Na unten, wenn ich am unteren am Stein unten bin. Am zweiten. Ich hab doch keine Ahnung. Ich war da jetzt schon oft genug mal, aber die musst du irgendwann mal sehen, ja? Jetzt so einmal. Das wirst du wieder lieben. Warte, auf mit eurem Inverted hier, ja? Klappt man gleich hier Twitch für Handy runter und dann vote ich selber für was anderes hier, ey. Ist ja wirklich. Weißt du was? Ich stimme auch dafür. Ich stimme auch dafür. Das kann das sein, dass man gar nicht das Loch unten rein muss? Ich glaube, man muss einfach oben drauf lassen. Das ist man muss ein einziger Prank, ja, die Scheiße. Das ist irgendwie lustig, ich stimme auch dafür. Ja, ne? Ja. Was, das einfach muss man nicht nach unten muss, oder was? Oh nein. Oh Mann. Spielt sich schön. Ich höre nur das Stöhnen. Es ist einfach. Nein, ich komme immer nie damit klar. Bis du mich dran gewöhnt hast, ist die Zeit wieder vorbei. Das triggert irgendwie so richtig, ne? Ich. Oh. So geil, ey. Nein, es ist nicht. Es ist Kacke, es ist Abfuck. Lustig. Nein! Lustig. Ich hasse es! Das ist lustig. Komm damit klar. Aber immerhin sind. Die Pfeiltasten sind doch richtig. Das ist immerhin noch ein Bonus, ja? Ah! Ich bin runtergefallen. Ich hab einfach nicht. Mich auf den Truck retten können. Ich soll das ist so geil. Meinen Bruder ausrichten, du sollst ihn bitte grüßen. Amino, wenn ich dich grüßen soll. Ja, der musste mir folgen. Der musste hier leider einen Twitch-Account machen, ja? Ich grüße alle Follower, ja? Ich bin nett. Ich grüße keine fremden Leute, einfach so, weil mir gesagt wird hier mal, wie sieht denn aus hier, wie? Hat der krasse Witz hier, ja? Ins Ohr geflüstert! Ja. Dann sag mal deiner Regie, sollen wir mal einen Twitch-Account mal erstellen, ja? Warte jetzt mal, hat dein Kellerbruder dir zugeflüstert oder dich gefragt, ob. Jetzt, Robert hatte ich, ob Roboter ihn grüßen kann oder was? Ja. Wir können alle anderen, nämlich einfach bloß Robert, ist einfach viel kürzer und. Vier Zuschauer, zwei oder drei davon sind wir. Ja, drei sind wir, genau. Ja, einer schaut zu. Ja, das ist sein Bruder. Das stimmt, sein Bruder kommt auch noch zu. Toll, hallo, es ist privater Livestream, guckt keiner zu, den ich nicht kenne. Ja. Toll. Macht mir Spaß. Aber sag mal, Marvin, du musst ihm sagen, dass er sich einen Twitch-Account machen kann, kann er mitvoten, ja, für... Ey, lass mal Lasertrucks nehmen. Na, Alter, haut ab mit euren Lasertrucks ja, hier. Ja. Nimm mal Fat-Truck, ich möchte dicke Trucks mal haben, ja? Nein. Wie, macht mir doch mal das Leben bis ein bisschen einfacher wenigstens. Leute, kommt schon. Geil. Den sagt ihr vielleicht, weil ihr euch wieder freut. So, ohu, juhu. Das ist wie Matrix, du musst ein Limbo spielen. Alter. Kann ich Super Hot gleich spielen? Super Hot hätte ich auch noch spielen. Ah. Ja, könntest du auch noch machen. Könnte ich, mach ich aber nicht. Lustig, ey. Das ist wirklich lustig. Also nicht nur einfach Rage und so, das ist richtig lustig. Man kommt doch nicht rum, ich sehe nicht mein Ziel, Marvin. Ist das einfach bloß ein Prank-Level? Ist hinter mir das Ziel? Nee. Hä?
Wo ist das Ziel? Nochmal. Alter, wenn dann noch so ein Stein kommt, ne? Ist ja, und ist noch so ein Stein, also der zweite. Ein dritter würde mir jetzt reichen wieder hier, ja. Der wird gleich ausgemacht. Der mach ich gleich aus, ja, der geht im Bett heulen. Mama, das Spiel ist so gemein. Was? Das Spiel ist so gemein, Mama. Wird erst mal zu Hause angerufen. Mama, die Leute aus Internet ärgern mich, die sagen, die geben mir böse Aufgaben. Safe wird es richtig laggen. Oh, 5 Votes, 5 Votes für Laser Trucks. Zit euer. Oh nein. Ja, guck mal, ich geh in Bett, ja. Was ist das denn für eine dumme Scheiße hier schon wieder, ja? Ja. Guck mal, da muss ich die Fernsehsätze machen. Wenn ich jetzt so eskaliere, meine Nachbarn bringt mich um, ja. Also, das ist okay. Das ist so geil. Nein, es ist. Umkippen oder hochspringen, ne? Also bei mir ist das Event noch nicht vorbei. Bei mir ist noch Voting. Du meinst, das Voting läuft noch, ja? Ja, bei mir ist schon längst Laser Trucks. Weil Marvin, du bist irgendwie immer in der Vergangenheit, kann das sein? Ja, keine Ahnung. Ich kenne die Seite immer neu laden, da passiert was. Ich bin fast direkt hinter dir, also Roboter. Hinter mir? Soll ich mich umdrehen? Da ist keiner. Das ist mein Wäscheständer. Oh, naja. Die kippen halt so um oder der erwischen die dich. Also ich bin von Laser, weiß nicht, ob ich schon getroffen wurde, bis zumindest. Ja, jetzt wurde ich von Laser getroffen. Die sind so behindert. Wer hat dich denn. Hat sich denn so einen Müll ausgedacht, Alter? Jetzt guck bei mir ist Laser. Jetzt wirst du von mir. Ja, bei mir auch. Also ich habe da das Stream selber offen, ich sehe es auch nicht recht. Ich kann nicht auf achten, so richtig. Das ist ja geil. Wie siehst du jetzt das Laser-Truck, Marvin? Mhm. Kamino, mach den Twitch-Account, kostet nichts. Du sprichst immer gegen Laser. Ich find's nicht so lustig. Ich find's lustig. Ich komme nicht mehr bis zum Ende. Was ist denn hier los? Ich hätte den Fuse nutzen sollen, vielleicht mal. Das neue Wort. Double Gravity, das ist noch geiler. Für mich denn einfacher, vielleicht sogar endlich? Double Gravity, das heißt, du kannst weniger springen. Es ist. Es ist nicht Low Gravity, sondern Double Gravity. Oh. Oh, Alter. Das ist mega geil. Komm, wenn es was Sachen wäre, würde mir wirklich helfen, wenn Instant Win oder sowas. Ja, aber sowas? Bitte, Leute, tötet mich. Also nicht ernst gemeint, also. Nee. Einfach. Bist du nicht der IS? Ja, jetzt wurdet ihr alle für Double Jump. Vor allem Flash Hammer wurde zweimal für den Scheiß. Ja, aber wurde für was anderes. Der muss unterstützt werden. Aber du darfst dich einsehen mit ihm, ja? Der muss unterstützt werden, ey. Du kannst doch ändern. Dein. Wow, ich mach den Ziel einfach aus, ja? Das reicht mir mit dir. Double Gravity ist voll toll und so, bestimmt, sicherlich. Dreimal. Ach, Mann, Wizard hat sein Vote wurde rausgenommen. Nee, es ist schon zu Ende, das Vote-Event. Ach so, ja, bei mir ist gerade. Ja, bei euch. Ah, das ist doch schon. Alter, was ist das denn? Ja. Du bist auch direkt wieder nach unten gezogen, wenn du springst. Der Double Jump ist so richtig, der Double Jump, den ich eingemacht habe, der macht so richtig viel Sinn. Gar keinen. Warte kurz. Ich gehe ins Menü und suche mir ein anderes Extra aus. Bei den hier. Es gibt da verschiedene Extras, die du reinmachen kannst. Leichter machen. Na, dieses Freezen so von dem Truck. Ach so, ja. Da gibt's so ein Vor- nach vorne Hashen. Ja. Ah, ich komm nicht in den Stein rein. Kann er vergessen. Hab ich nicht. Das ist geil. Aber es ist einfach. Dafür lebe ich. dafür lebe ich mit meinem Namen. Dafür lebst du mit deinem Namen, ja. Also ist gut, aber ich kann den Teil hier kann ich einfach nicht absolvieren mit Double Gravity. Können schon, ob du es willst, keine Ahnung. Wir können? Also,
Ich weiß ja nicht, ob du schon mal Cluster Talk gespielt hast, ja? Auf mich ist es unglaublich schwer. Oh, du bist ja weiter vorne geschossen damit. Das ist ja mega behindert. Ja, es ist Vorteil, finde ich. Gut, ist doch nicht. Es ist kacke. Ich mache anders rein. Ja, ist es auch. So. Ich habe eine Menge Punkte. Low Gravity? Ich hätte den Grappling Hook, ja. Von der Stage. Truck Boost. Das Spectre Blink. Nein, Grappling Hook ist so geil. Truck Flip. Black Turn. Epic Mode. Super Truck. Truck Bounce ist nice. Truck Bounce? Also, da ist, glaube ich, dieses Truck Flip. Das heißt, du bist aber nach oben gesteuert damit. Nee. Irgendwas Gutes. Der Hook, aber ich glaube, der Hook bringt mir nicht so viel. Viertel ungefähr noch, dann ist es. Also, das heißt, du bist mit dem Truck nach oben gesteuert und kannst halt auf andere Trucks landen, weißt du? Ja, aber dann habe ich ja halt kein Double Jumping. Das ist natürlich. Der kostet aber auch 75.000. Meinst du nicht, dass der Super Truck super ist? Weil Super Truck, Super Truck, Super Truck als Beschreibung dann steht. Unschlüssig. Ja, okay, nehmen wir mal den. Ich find's cool, dass man so. Melissa ist wieder da. Hallo, Melissa Melone. Ich hab auch gerade gesehen. Pika, ja. Gib mir Tipps. Was soll ich nehmen? Ich mach einfach einen Double Jump wieder rein. Ihr könnt so lange euch beefen. Was ich nehme, ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Das hab ich jetzt reingemacht. Ich hab Slowmo reingemacht, euer Ernst. Ja, mach mal rein, dann kannst du besser durch. Gut, ja gut, ich lasse die Slowmo drin. Melissa, wenn du da. Melissa Melone. Die Melissa kann da mitvoten. Es gibt verschiedene Votings immer. Da freuen sich die anderen richtig drauf. Ja, da freue ich mich richtig drauf. Und das kommt jetzt auch richtig. Das kommt jetzt auch sofort wieder. Hoffen wir mal nicht. Drei? Hoffen wir mal doch. Ich sehe noch kein Voting an mir hier. Jetzt. Ja, Melissa, du kannst mitvoten, was du haben möchtest. Abfuck. Nee. Abfuck oder Abfuck? Hashtag 2. Nein, ich will doch einmal. Ich möchte einmal Fat Trucks erleben, Leute. Leutensens. Dann machen wir fair. Dann stimmen wir einmal für Laser Trucks und einmal für Fat Trucks. Da hast du 50-50 Chance. Ja, genau. Jetzt sind aber zwei Stimmen für Laser Trucks und eine Stimme für Fat Truck. Hast halt zwei Stimmen. Nein, für Fat Trucks und drei Stimmen für Laser Trucks. Dann Stimmen für Fat Trucks abmachen. Dankeschön, jetzt ist es 2-2. Jetzt ist 3-2. Für Fat Trucks. Als ob jetzt einfach alle hier so mit rumstimmen und dann. Also alle, ihr beide. Das müssen wir wieder ausgleichen. Hier geht's gar nicht weiter da unten. Ich hab da gar kein Ziel gesehen, Marvin. Wo ich lang gegangen bin. Da war kein Ziel. Musst du denn zurück? Ich guck mal, wenn ich unten bin, ob ich da nach hinten muss. Also ich weiß es nicht. Ja, was anderes würde ja keinen Sinn ergeben, ne? Ja, ne? Ich sag hinter mir, das Ziel ist irgendwann ein Prank gewesen bloß. So, Melissa. Vote mit Raute 1, Raute 2 oder Raute 3. Oder schließ ein Telefonabo. Telefonkartenabo ab, ja? Kannst du auch machen. Fett. Nee, Laser Truck. Warum krieg ich die Scheiße ab, ja? Warum? Ja. Warum muss es denn Laser Truck sein? Ja. Na, ich möchte keinen Laser Truck haben. Was willst du? Und zwar genau jetzt. Aber wenn ich gucke, da hinten fahren auch Trucks schon. Jetzt bin ich gegrillt worden. Er sieht noch nicht. Mir lädt gerade. Ja, aber in dem Internet ist mir hier das Beste. Ich kann mir vergessen, die Stage bis zum Stein zu schaffen. Wie, du willst nicht voten, Melissa? Willst du mich nicht quälen? Die anderen haben Spaß am Quälen. Ich hab die Wahl, gegen den Stein zu klatschen oder mich grillen zu lassen. Und es ist einfach beides. Ich lass mich grillen und wenn der doch überrollt, ja? Ja, das ist. Dann schmeißen wir noch ein bisschen alte Gurken rauf und ein bisschen Kunstkäse und haben wir einen Cheeseburger von Burger King. Burger King, richtig, einen Cheeseburger von Burger King. Vom Fastfood-Restaurant XY Marvin, ja? Werbung für Burger King machen, ey. Nee. Gibt's da Burger King, ob Cheeseburger gibt? Die sind anders, oder? Ein Cheeseburger Weiß nicht auch. Bei Luke Mockfisch rausgehauen, er isst gern Chick McNuggets von Burger King.
Wo hat das rausgehauen? Bei Luke die Woche nicht. Das Tier ist wirklich hinter mir gewesen. Ich bin ganz in die falsche Richtung gesprungen. Leute. Oh ja, ich sehe es auch. Müssen, du hast keinen Spaß daran, mich zu quälen? Hä? Warum sind die Lasertrucks noch da? Muss ich einmal sterben? Gut, das ist kein Problem. Das Sterben kriege ich schnell. Richtig, denn quälen ist menschlich. Wer kennt es nicht? Quälen und Spaß dann haben, dass jemand anderes leidet. Menschlich, doch. Das ist aber auch ein Fetisch, ne? Das ist ja auch klar. Also ich meine jetzt nicht so falsch irgendwie leiden, sondern ich meine jetzt so lustig leiden. Oh, fuck, Alter! Oh, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Gleich ausmachen, ins Bett gehen, tschüss, gute Nacht, Leute, reicht mir jetzt, ja? Ich hab's geschafft. Gegen den Strom gesprungen. So, es kommen nochmal Welten. Hört auf! Hört auf! Es gibt noch Welt 7. Hab die Entwickler gleich weg hier. Ich gebe Geld für mein Geld zurück, ja. Was ist das für eine Welt? Gott, was ist das denn? Magneten? Magneten? Nein! Marvin, es sind Magneten einfach oben an der Decke. Verpisst euch. Zwei? Ich muss einfach wieder mein Dings anmachen. Zwei. Das ist geil, es geht dann immer. Ja, bei mir hast du das Level immer noch nicht geschafft. Ich spoilere euch nicht. Nein, dauert doch ewig, keine Ahnung. Oh fuck, der Magnet ist richtig behindert. Der geht mir richtig auf den Piss, der scheiß Magnet hier, Alter. Ich spoilere euch nicht, okay? Mich kann's nicht spoilern. Gar kein spoilern. Also von der Map her, ja, das ist doof. Nicht von der Map her, von den Abstimmungen her. Hast du so. Achso, die Abstimmung sehe ich ja oben auch. Ich weiß, aber du weißt ja nicht, was es ist. Achso, naja, Earthquake, Minimax, glaube ich, Minimax hatte ich, glaube ich, schon mal. Nee, also da habe ich die ganze Zeit, da habe ich die ganze Zeit einfach die ganze Zeit gesprungen, aber irgendwie macht es keinen Sinn. Bei Minimax, hey, immer irgendwas anderes vorgestellt, irgendwas total kleines und total großes. Da vorne ist das Ziel, da vorne ist das Ziel. Bei mir bist du immer noch nicht mit dem Level fertig. Ich bin mal nett. Hängt das Spiel dem ab? Ich habe jetzt die nächste Level schon geschafft. Nein, es hängt nicht, aber... Also wenn ich den Stream anhabe, dann bin ich schon in der neuen Welt, Marvin, ja? Ja, ich noch nicht. Bist du in der neuen Welt, Flashhammer? Ja, ich bin jetzt schon in der neuen Welt. Aber dann liegt es an dir. Vielleicht macht deine Grafikkarte die Full-HD-Auflösung nicht mit, weißt du? Oder deine Bandbreite. Was deswegen so ein bisschen verzögert alles sich. Ich schließe mal nochmal den Stream komplett. Ja, machen wir einfach das Fenster zu. Und machen nochmal neu. Genau. Was ist das? Ich springe die ganze Zeit. Boah, Leute. Ich springe die ganze Zeit einfach hin und her. Ich habe schon gemerkt, was ist jetzt los? Wow! Wow, 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 wow! Nein, es ist einfach hier! Ich hab so viel Schwung drauf gehabt, ich bin einfach hier zu weit geflogen. Gott, Leute. Nein, nicht den YouTube-Kanal. Oh. Meinen YouTube-Kanal abonnieren? Kannst du auch machen, Marvin. Abonnier meinen YouTube-Kanal, Marvin, bitte. Ich brauche nicht mal Leertaste drücken jetzt hier, ja? Müsstest du nicht eigentlich noch das um? Weil da steht noch die russischen heute aus Sibirien. Nein! Ich den falschen Stream an. Bei mir steht schon, bei mir steht wildes Springen von LKW zu LKW. Ja. Du hast die Wiederholung angehabt. Ja, genau. Hast du die ganze Zeit die Wiederholung geguckt, Marvin? Nein. Nein! Spiel einmal Cluster Talk, es ist so nervig! Ja, ist es. Vor allem, ich habe so viel Schwung drauf, ich springe gegen die Decke einfach, ja? Ich kann einfach so die Hände hochheben, kann man nichts machen. Geht auch, ja? Na gut, jetzt bin ich abgekommen. Das Spiel ist schon hier, War Thunder ist fast zur Hälfte runtergeladen. Deswegen lag es wahrscheinlich bei dir, Marvin, weil der War Thunder runterladet, ja? Ja, das kann sein. War Thunder lade ich gerade gerne in den Monster. Ich hab schon beendet, das ist runterladen, ich lade für morgen runter. Ach Marvin, Mensch. Ja, ich lass jetzt schon runter. Eigentlich das morgen schon. Was, es gibt ein neues Twitch Voting. Low Gravity, Double Gravity und Earthquake könnt ihr euch aussuchen. Was wollen wir nehmen? Gar nichts. Ich will mal helfen, Low Gravity. Oh, ja, das ist hier, Woo! Ach. Ups. Und gegen den Popschutz gekommen. So. Ich glaube, wir machen 50-50 wieder.
Ach, ich würde gerne Chips essen, aber ich kann im Stream jetzt keine Chips essen. Sind wir 2 geworden, jetzt müssen wir nur noch für 3? Nee, 3 ist nicht so heftig, ich würde 1 machen. Flashhammer! Ihr habt irgendwie Langeweile, oder? Für so einen Scheiß hier zu voten, das kann nicht sein, ich fall aus der Map raus. Ja, ist doch geil. Nein. Dafür wurde ich geboren. Mich zu quälen? Ja, ich mit meinem Namen. Ich glaube auch. Ach, ich spiele auch noch das übrigens auf YouTube, ne? Also, ja. Streamst du jetzt auf YouTube und auf Twitch? Nein, ich lade den Stream dann hoch auf meinem Kanal dann. Ach so. So ersatzweise konnte, also, sag mal so. Ja. Wollen du damit einverstanden bist, das ist natürlich die Sache jetzt, ne? Klar, du kannst mit mir streamen, aber nee, YouTube-Video, ne. Dann musst du dann das natürlich, dann muss ich dir jetzt erstmal Geld geben, ja? Also, das ist natürlich dann. Ja, komm, Geld her. Von den Twitch-Donations? Die du nicht kriegst, ja, ich weiß. Richtig, also, wenn jemand mir einen Euro donatet, habe ich gestern schon erzählt, 35 Cent gehen zu PayPal, 30 Cent gehen zu Tippi-Stream und den Rest kriege ich. Also nichts. Ja, bei einer 1-Euro-Donation. Bei 2 Euro sieht es anders aus. Da kriegt 35 Cent PayPal und Tippi-Stream kriegt ein bisschen mehr, aber dann kriege ich mehr im Endeffekt wieder. Es ist behindert gelöst, ja. Oh, ich kriege die überall nicht hin hier. Earthquake. Ich wollte schon sagen, was ist jetzt los? Kannst du auch eine andere Donation-Seite nehmen? Aber Tippi-Stream mache ich alles drüber. Es ist für mich komfortabel, muss ich sagen. Ich habe noch nicht mit dem Zeug beschäftigt, also nicht mit anderen Anbietern. Aber es jetzt. Viele sagen, nutze auch Tippi-Stream. Und auch alle werden Gebühren abziehen. Die finanzieren sich ja dadurch auch, ne? Ist ja alles komplett kostenlos, was sie anbieten. Und es ist nicht schlecht, ja, was sie anbieten. Ja, aber das ist ja. Oh! Das ist ja schon mal irgendwie hattet oder so. Das hab ich jetzt gerade irgendwie. Was denn? Die Map? Nein, ich erlebe gerade. Also, was ist so ein Déjà-vu, weißt du? Ja, ich weiß, was ein Déjà-vu ist. Das ist mir klar. Oh, ich glaube, ich schaff's. Ja, das Earthquake. Ich bin ganz knapp an dem LKW vorbeigesprungen. Ich hasse es. Als ob ich es schon mal gemacht habe. Genau das. Das kenne ich auch, das habe ich auch auf dem Déjà-vu. Das ist ganz toll. Das macht immer richtig Spaß denn. Oh, das Earthquake ist weg. Geilo. 5 Zuschauer. Willkommen 5 Zuschauer auf Twitch. Ich glaube, du regst dich gleich wieder richtig auf. Ich habe noch kein Twitch-Wort. Es ist kein Voting an bis jetzt noch. Ich. Noch nicht. Nee, aber gleich. Offenbar mal nicht. Doch. Doch. Das ist einfach das, was euch Spaß macht, hier mich zu quälen, aber was? Also ich hab das Ziel, ich sehe das Ziel. Oh. Ja. Schreib mir jetzt. Im Ziel. Ich schreib mir jetzt. So. Hast du, dass man irgendwie Twitchen, also Twitch als klar als die Nachrichten kriegt? Obwohl dort nur ihren Namen geändert haben, weißt du? Okay, nicht. Was ist das? Raketen? Raketen? Ja. Ja. Was zum Teufel? Habt ihr Langeweile? Denn Raketen sind nicht von uns. Nein, es ist klar, aber. Aber Raketen? Ja. Ich hab's First Try geschafft. Ich hab's First Try geschafft. Ja. Ich hab's geschafft. Nein, das ist ein LKW auf dem LKW. Einfach durchgerannt. Nein. Es ist immer zuerst sind immer die Eingewöhnungslevel. Jetzt kann man noch. Jetzt kann einfach ganz viel Raketen. Oh. Die Raketen töten mich? Oh nein. Nein. Gott. Schon dafür, ne? Also. Das macht Spaß. Bei Raketen ist es lustig. Erstmal Kombinationen vor. Raketen, Earthquake. Raketen und der scheiß Elektromagnet reicht mir schon aus einer Map hin. Da müsst ihr nicht noch euer Müll damit reinmischen, die den Weg nie haben. Oh, ihr habt sogar mal konstant gevotet, also jeder, in jeder Kategorie ist einer. Mensch, ihr seid aber richtig human heute. Nicht mehr lange. Hätte ich sagen sollen. Nee, nicht mehr konstant. Warum nimmt ihr mal Earthquake? Earthquake, nennt es, wie es. Mit dem es wollt. Ah, Flash immer. Ich geh mal schnell mal trinken. Ja, ich wollte auch was. Hab was zu trinken noch stehen, zum Glück. Bin richtig trocken im Mund. Ja, Earthquake wird so geil. Soll ich dir was mitbringen? Es, Mann, was hast du da? Was Zuckerhaltiges, Fettiges? Immer. Cola ist das. Cola immer, für mich immer Cola. Oh, 6 Zuschauer. Willkommen, 6 Zuschauer.
Ist gerade das Abfuck. Bisschen. Mit dem Earth-Killer. Also ihr könnt an die Neuen, die zugekommen sind, ihr könnt abstimmen, was für Effekte ich ertragen muss. Juhu. ja, kommt gleich eine Abstimmung auf dem Effekt, denn der läuft ja auch noch aus dem Balken. Ich schaff's nicht. Earthquake ist so behindert. Es ist einfach, es ist zu stark. Warum bitte? Warum? Oh nein, 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 nein. Oh ja, ich hab einen guten Try. Die Straße ist zu Ende, ich bin so weit. Mein Freund fragt gerade, ob er sich Mudrunner holen sollte, aber fragt sich, worin der Sinn liegt. Der kann auch zu Hause Mud spielen. Ja, gut, aber du kannst dich mit Freunden Mud spielen und dabei Holzstämme durch den Wald ziehen. Ja? Ich finde, ich habe den ersten Teil schon mit Nick gespielt gehabt. Der war auch in Ordnung. Und der zweite ist auch in Ordnung. Also, haben sie die Kamera ein bisschen verbessert. Die Kameraperspektive ist sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Die ist wirklich. Bah. Mit Controller macht sich das besser. Hast du mit Controller von gespielt? Ist, Spin Tires. Hattest du das mit Controller gespielt gehabt oder hat das mit Tastatur? Vielleicht einmal. Ich habe mit Tastatur gespielt. Ja, gut, das ist die Sache. Also, kriegst halt mit, Controller besser den Gas geben. Ich habe einen Upgrade für dich. Oh, und die 6 Zuschauer sind wieder weg. Es sind noch 4 da. Jetzt, wo das Voting losgeht, das neue. Ja, gut, dann hat sich's geklärt. Ja. Kannst du gleich noch kurz gucken. Aber es ist, nein, es ist, oh Gott, es ist Tiny Trucks. Ja. Tin Trucks sind das. Tin, das sind die Kleinen noch nicht, oder? Ja, das sind die Kleinen. Genau das sind's. Die Toastbrote. Oh, ich habe euch staunen, aber ich habe das Encoding-Profil umgestellt und es läuft flüssig, ja? Ich bitte nicht, aber flüssig mit 60 FPS bei den Effekten hier, ja? Marvin. Marvin? Nö, den halt nicht. Also, staune ich, sonst ist es einfach immer derbe am Laggen. Jetzt kann ich hier spielen. 60 FPS locker. Und presse es mit Full HD ins Internet raus, ja? Schaffe ich es? Schaffe ich es? Komm! Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Alter. Alter. Nee? Kurz bevor das Voting beendet war. Jetzt krieg ich die Tin Trucks. Jetzt wo es. Was ist das schon wieder hier? Tin Trucks geht los. Oh nein. Oh nein, die Tin. In Bett. Bei dieser Map sind Tin Trucks hier sowas von behindert, ja? Es geht. Weil du springst die ganze Zeit hoch. Ja, ich weiß. Wie soll ich denn da einen Truck treffen? Keine Ahnung, ist ja dein Problem. Mein Problem! Ja, klar. Hallo, fünfter Zuschauer. Oh Gott. Ich mag es nicht. Ich will nicht mehr. Oh, The Long Dark. Kennst du The Long Dark? Was meinst du mit The Long Dark? Kennst du das Spiel The Long Dark? Nee. Glaub nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe es im Steam-Profil. Das kostet eigentlich 32 Euro. Jetzt ist es 7,99 Euro. Fürs Handy? Nein. Fürs Handy, für PC. Was geht's in dem Spiel? So ein Story, das ist, du stürzt mit dem Flugzeug ab. Okay. So ein bisschen wie, ja. Wie heißt das? Forest? Nee. Der Anfang ist gleich. Nein. Der Flugzeugabsturz. Okay. Du stürzt aber nicht mit einem Passagierflugzeug ab. Sondern? Mit einem Wasserflugzeug. Okay. Ah, oh, die Tin Trucks sind weg. Mit einem anderen, also mit einer anderen Frau, weißt du? Du stürzt halt irgendwo in den Arktis ab. Ja, also ich muss sagen, viel Texturierungsaufwand, Antarktis, einfach weiß.png überall hinklatschen. Ja. Das sind überall Berge, überall Wälder, überall Ja, Zimmer, aber es ist im Endeffekt wie in Sniper Elite 3, einfach Wüste. Wow, Wüste ist so texturiertechnisch so anspruchsvoll.
Anstatt eine Stadt oder einen Wald. Liebe gemacht, das Spiel, das ist mit Liebe gemacht. Auch die Story. Oder was ich gerne mal spielen würde, der Erstturnier. Hier mit den Astronauten auf dem Planeten, wo so ein bisschen Zeug sammeln und sowas. Bus. Ja. Wie? Ich muss dir mal The Long Dark von Dings, von Gronkh angucken. Wer spielt das? Ich habe mir gerade A Way Out, glaube ich, muss gewesen sein. Das habe ich mir kurz angeguckt. Das habe ich auch vorzuspielen. Aber ich will nicht so viel spoilern. Ich habe kurz mal reingeguckt. Ich lasse ab und zu mal irgendwas laufen, aber ansonsten. Es ist. Ich schick dir, glaube ich, mal kurz einen Link vom Gronkhs Video. Ne, das kann ich mir jetzt eh nicht angucken. Ja, nee, später. Und ich glaube, also in Twitch soll das nicht reinschicken. Ich glaube, der Bot, der blockt Links. Mach ich auch nicht in Twitch. Wir sind ja auch am Teamspeak. Ja, deswegen. Oh Gott, ich krieg da so einen richtigen Boost von den scheiß Platten hier. Also Grom macht schon echt geile Let's Plays, finde ich. Also ja, macht sie ja auch schon richtig lange. Oh, jetzt kriegen wir auch mal keiner hat abgestimmt für irgendwas, das gibt es Explosive Trucks für mich. Viel Spaß. Landfall Game. Das ist die Entwickler, glaube ich, ne? Ja, das ist einfach der. Da ist es. Filter, Aufrufzahl bei Gronkh. Es hat 1 Million Aufrufe fast. Gut, Gronkh ist ja wie es am meisten so in dem Dreh. Zumindest. Also, die neuen Spiele, die er jetzt playt, ja. Unbarmherzige Natur. Let's play The Long Dark. Das habe ich auf Twitch immer gesehen. War immer dabei, wenn er es gestreamt hat. Ja, stimmt, Gronkh streamt ja auch morgen wieder. Dann brauche ich ja gar nicht anfangen zu streamen. Gronkh morgen streamt, dann kriege ich ja keinen Zuschauer mehr ab. Es. Links ja halb Deutschland hängt dann immer Gronkh rum. Ja, Gronkh ist aber auch ein gutes Niveau. Ich muss sagen, ich gucke eigentlich recht selten Streams. Wenn ich Streams gucke, dann nie bei großen, weil einfach ich suche die Unterhaltung mit den Streamern. Genau. Ich gehe in Streams rein, wo ich denke, Mensch, das Spiel will ich sehen. Guck nach ganz unten, drei Zuschauer, gehst rein und talks mit denen. Und die genau. Streamer freuen sich, du freust dich, weil ich streame jetzt noch nicht so oft, ja, aber drei Zuschauer denkst du, oh toll, drei Zuschauer gucken musst zu, keiner schreibt, Kommunikation ist null. Toll. Ja, und dann kommst du rein, direkt alle reden. Ja, genau, dann redest du mit denen, die unterhalten sich, es ist für dich interessant, für ihn ist es interessanter, weil sonst ist einfach was trocken. Wenn du alleine irgendwas streamst, geht einfach nach 20 Minuten ein Gesprächsthema aus. Jetzt, wo ich gerade Gronkh gucke, ich habe jetzt gerade irgendwie mega Bock, Far Cry 5 Display von ihm zu gucken. Far Cry 5 ist mir viel zu teuer. Aber das wird doch im Summer Sale. Vielleicht, wenn es mir gefällt. Muss noch ein bisschen genauer noch. Ich habe die Trailer, habe ich gar nicht so gesehen. Ja, Far Cry 5, oh, dann. Oh, ich bin im Summer Sale mit Marvin. Ne? Wir holen uns Far Cry 5 im Summer Sale hier, ne? Ja, dann können wir zusammen zocken, Koop. Ne, dann nicht. Warum? Auf deiner Go leckt es doch, ja? Ja, irgendwie. Aber irgendwie leckt es bei mir nicht mehr. Wie ist die Map? Wie anspruchsvoll von der Grafik die ist? 60 FPS flüssig und ich presse es ins Internet mit Full HD, ja? Also irgendwie. Nice. Irgendwie hat es sich das Problem mit der 1080. Aber der Mainboard ist auch im Arsch, ne? Ja, ich habe heute angerufen, also ja, stellen wir das und das um. Okay, hab ich gedacht, ob das was bringt. Weiß es nicht. Ich werde es mal ein bisschen exzessiver noch testen. Ich habe auch ein OBS was umgestellt. Das Encoden habe ich eine Stufe runtergestellt. Ich weiß es nicht. Ich werde mal gucken, wie es in Windows ist, weil die Performance in Windows war kacke vorher. Ich schaffe es nicht. Was mit das sind für die Tastenanschläge, die er mir rausschmeißt hier? Denn die Razer-Tastatur. Ja, sorry. Nee, nicht das Problem. Die Razer-Tastatur, die trackt ja meine Tastenanschläge. Und weiß nicht, ob er es in Cluster-Track auch mitmacht. Letztes Mal hat das nämlich nicht gemacht. Dann sollte es eigentlich uns interessant werden, wie oft ich welche Tasten gedrückt habe. Ja, dein GIF ist geil. Welches GIF? In Teamspeak. Ach so, das mit dem Kaugummi, ja, das ist wirklich, ja. Ist echt toll. Das ist super. So, wer hat gewartet? Marvin hat für Bouncing Trucks. Was sind Bouncing die Trucks? Hoch. Die springen hoch die ganze Zeit. Und nicht nur so ein bisschen, sondern richtig hoch. Nee, es ist einfach umgedreht. Ich mach einfach einen Dauerjump auf den Trucks einfach. Hey, was? Ich kenne Bouncing Trucks, dass die Trucks hochspringen. Also Bouncing Trucks ist einfach, kannst du den Stream gucken. Ich springe ganz schnell auf dem Dach hin und her. Und ich Leertaste drücke. Ich kenne das früher noch anders. Okay, da ich durch dieses Bouncing, habe ich meinen Double Jump nicht mehr.
Der Double Jump ist noch nicht weg. Das ist richtig kacke. Oh. Und gleich gesprungen in der Decke rein. Geil. Oh. Ich hab keinen Double Jump mehr, das ist kacke. Hast du auch immer solche Tage, wo du dann einfach so denkst, ich guck aber den ganzen Tag YouTube? Also ich guck generell sehr viel YouTube am Tag. Ich hab jetzt die Woche gerade Urlaub. YouTube ist eigentlich, also morgens, beim Frühstück essen, beim Bett gehen, immer YouTube. So bist du einfach aus, weil ich wohne uns alleine in der Wohnung, da hat man einfach die Leute fehlen, einfach zum Unterhalten, ja. Da hast du einfach ein bisschen Unterhaltung nebenbei immer noch. Ja, aber auch so, also deine Lieblings-YouTuber halt, weißt du, du hörst halt nichts von denen. Oh, Ziel! Geschafft. Dann guckst du halt ein bisschen länger YouTube, weißt du. Ja, ich guck einfach mal alles mögliche durcheinander, so. Meistens hab ich gar nicht abonniert. Oder halt, wenn du irgendwie gar keinen Bock mehr hast auf Spielen oder so, dann guckst du einfach kurz immer ein Video rein und dann ist der Bock. Naja, so ist es nicht. Also auf andere Spiele, auf neue. Achso, ja, für neue Spiele, ja. Das ist irgendwie viel geiler als ein Trailer, du guckst bei Let's Plays, die Das ist ja auch, ja, was es sagt, der hat mir aber später aus, und du hast halt eine Meinung von dem Let's Player, kriegst du mit noch dazu. Ja. Yeah. Im Trailer kriegst du auch nicht mit, wie die Steuerung ist und sowas. Genau, bei Steam hast du die Möglichkeit, glaube ich, 2 Wochen waren das, genau, 2 Wochen, das Spiel zurückgegeben, dass du länger als 2 Stunden gespielt hast und keine Sammelkarten verkauft hast. Dann kannst du Spiele zurückgeben. Ist ja ganz, ganz wert. Ich, Marvin, ich stehe gerade auf dem Boden. In Cluster Truck. Echt? Ja. Ja. Ne, jetzt nicht mehr. Ich bin doch. Jetzt erstmal Bouncy Trucks. Jetzt seht das gerade. Ne, bei mir kommt jetzt erstmal Bouncy Trucks. Ich hab's gerade bei mir im Stream gesehen. Bei mir im Fenster, im Browser. Mach mal einen Clip. Mach schnell einen Clip. Clip? Ja, ein Clip. Wie, was für ein Clip? Hä? Nein, nicht du. Verwirrt. Brennst du jetzt mich oder was? Nein. Ja. Dark Marvin? Muss ich jetzt OBS erst öffnen? Nein, hä? Ja? Als ob du kein Clip kennst. Clip? Nein. Was meinst du mit Clip? Wenn du in Steam, in einem Stream drin bist, dann kannst du oben rechts beim Handy oder halt unten beim, also beim PC oder so, kannst du auf diesen Clip da gucken, auf diesen Clip da klicken. So eine Filmklappe, weißt du? Und dann? Dann machst du Clip. Ja? Clipperino muss gestartet. Oder generiert. Dann machst du so einen Clip und dann kannst du ihn hochstellen, weißt du? Irgendwie eine lustige Szene aus dem Stream. Ah. Wie ein Video, so ein Kurzvideo ist das dann. Da muss man für die Rechte einfordern hier, ja? Ist aber auch noch die Stimmrechte an. Flashhammer. Weil wenn ich es auf YouTube lade, nachher. Oh nee! Auf YouTube hochladen, das wollte ich ja gar nicht. Da verklage ich dich. Ja, deswegen brauche ich deine Zustimmung, das kann ich nicht auf YouTube hochladen, muss ich einfach alles rausstellen. So sieht's aus. Muss ich einfach ohne Audiospur machen. Leute, gibt leider. Also, gibt Audiospur. Hast du von Alan Walker Alone an. Also, okay, würde eine Audiospur geben, aber hier ist der Kanal zu dem, der wollte einfach, dass ich die Audiospur nicht drin haben wollte. Beschwert euch bei dem. Oh, Instant Hate, ja. Bei, weiß ich nicht, also bei meiner Community würde ich ja sagen, Instant mich gehatet. Ja, die Frage ist, wer will da haten? Also ich habe glaube 206 Abonnenten, müsste es schon sein, oder? Sind weniger geworden wieder? Kennst du dieses, ihr pusht meinen Kanal, ich push mein, ich... Cross-Promotion? Also Push-Kanal. Ja, Cross-Promotion. Und ich? Ja, mein Freund hat das mal gemacht und hat einfach 400 Abos zurückgekriegt. Ich liebe so eine YouTuber, die einfach anfangen mit YouTube, nicht ein Video hochgeladen haben, schon dann die 10.000 Abos angekommen. Oh, toll. Du hast 226. Ach, 226 schon, Marvin. Mensch, ich bin ein richtiger Star langsam. Bald kann ich Werbung schalten wieder, Marvin, ja? Noch 800 Abos. Und irgendwie 39.000 Minuten Watchtime noch im Monat, ja, dann kriege ich das hin. Oh, wir haben sogar das gleiche gewartet. Ihr seid so behindert. Nehmt doch nicht. Seht ihr die Map? Seht ihr die Map? Ihr wisst, was passiert? Nein. Zwei Idioten auf die Fresse gleich hier, Alter. Ist doch euer Ernst? Wo wohne ich denn? Ich weiß ich nicht. Ich guck Spielrad hier. Warum wird mir schon... Ich bin einfach... Oh nein, ich hätte die Map vielleicht noch geschafft, aber... Jetzt bist du bei mir auf dem Boden erst. Ich sitze bei dir, jetzt ist er auf dem Boden, aber es ist schon 10 Minuten her. Ja. Ich weiß. Ist der Download immer noch nicht fertig, Marvin?
Nein, immer noch nicht. Dauert jetzt noch eine Stunde 30. Eine Stunde 30? Keine Ahnung. Noch. Ey, jetzt wieder eine Stunde 15. Willst du sagen, laufen lassen? Wenn es so wenig ist, dann geht's ja, ne? Dann geht's mal, aber das ist kein Problem, ja. Jetzt kommt Double Gravity. Verpisst euch mit einem Double Gravity, Alter. Boah, das wird jetzt Chakuzel. Das wird Chakuzel. Die Map ist nice. Das macht so viel Spaß. Wir hören im Stream so, dass wir jetzt Chakuzel. Guckt der Bruder immer noch zu Marvin? Mhm. Ich merke, dass einfach Double Gravity an ist. Es ist so behindert. Ich komme nicht mal richtig hier rüber, Alter. Ja, das ist cool. Ihr seid die Besten, ja. Also sowas, so eine Features würde ich immer gerne, muss ich sagen. Ich mach's dann wirklich fast gar nicht rüber. Nö. Oh. Ich klatsche gleich. Ich muss auf den letzten Truck stehen, damit ich da rüber komme. Das ist lustig. Das ist denn nicht richtiges Entertainment? Nee, es ist einfach bloß Abfuck. Entertainment. Gott. Dafür bezahle ich mein Geld. Hast du auch Song Requests in deinem Stream? Nein. Ich weiß nicht, wie es mit Copyright-Musik ist in Streams. Ja, kannst du ja auf Twitch. Ja, aber ich will jetzt ja Rap lernen auf YouTube. Das ist das Problem. Selber was an oder was? Nö, ich lade ihn einfach auf Twitch runter von Twitch und dann lade ich es auf YouTube hoch. Fertig. Weil Twitch gucken nicht viele zu und weil ich eh gerade irgendwie nicht so die Videos hochlade auf meinem Kanal, lade ich wenigstens die Streams hoch. Dass Leute sich wenigstens die Streams angucken, wenn sie möchten. Es ist. Ja. Ich kriege ja eh kein Geld damit. Wenn du einfach No Copyright Sounds anmachst. Und der Copyright Sounds ist ja, hat zwar kein Copyright, aber du musst trotzdem die Namen nennen von den Künstlern. Nein. Ich habe selber schon eine Copyright Sounds reingemacht und hab dann halt den Copyright Strike, also nicht Copyright Strike, aber den Claim für die Werbeeinnahmen bekommen. Ja, genau. Du musst trotzdem mit Namensnennung. Nein. Ich hab's doch hinter mir. Ey, gucke den Regen nach. Ich hab letztens sogar noch reingeguckt. Also ich hab das Video, glaube ich, schon offline, es gab, da haben sie mir die Werbung rausgenommen, weil in der Copyright-Sound drin war, weil ich keine Namensnennung drin habe. Gut, wir haben rausgenommen, ist auch schon her, es ist März gewesen, also, oder Mai? Ich habe in den Regeln gelesen, dass, wenn da kein urheberrechtliches, Welchen Regeln hast du geguckt? Hm? Welchen Regeln hast du geguckt? In den YouTube-Richtregeln. Ja, no Copyright-Sounds ist ja, die haben halt, du musst kein Geld an die zahlen, aber ich glaube, du musst es trotzdem mit Namensnennung. Also Creative Commons. Nee, weil sie ja kein Copyright drauf haben. Die haben kein Urheberrechte drauf. Ja. Das ist zwar deren Musik, aber sie müsstest du. Doch, ich glaube, du musst trotzdem mit Namensnennung. Ich weiß, bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich kann jetzt auch nicht nachgucken. Aber es war eigentlich so, dass du. Ich bin mir sehr sicher. Ich bin mir zu 100% sicher. Nee, klar, sie heißen Copyright Sounds, aber ich habe doch damals deswegen auch die Werbeeinnahmen aus dem einen Video entfernt bekommen. Deswegen, das wurde ja jetzt gerade in YouTube eingeführt, vor ein paar Monaten. Hä? Ja. Habe ich da was verpasst? Anscheinend. Ziel! Oh! Ne, aber ein Copyright Sound, es gibt die YouTube Audio Library, da nutze ich immer jetzt Musik raus. Die ist, da kann ich nachgucken, ob was Copyright hat oder nicht. Das ist für mich hier besser. Aber du hast Tiny Trucks ausgewählt, du alter Sadist. Du kannst es halt auch noch beim Bot einstellen, ob irgendwas Copyright haben darf oder nicht. Ja, keine Ahnung. Also es gibt so einen Bot, der sagt dann einfach, entweder der Link ist nicht zuverlässig, das ist dann halt Copyrighted Sounds. Ja, also, die Sache sagen, es gibt einen Bot, das ist toll, aber wofür nicht den Bot, wie stelle ich ihn ein, ist die Sache, kostet der Bot Geld. Ja, das sind so Sachen. Sehen wir auf YouTube ein Tutorial gucken, ey. Ja, es gibt auch von Tippystream wie Bots, die halt bei Donation können die Leute halt Videos reinpacken und je nachdem, welchen Betrag sie donaten, so lange wird ihr Video abgespielt, aber das brauche ich nicht. Also ich brauche keine Musik, ich habe eine Spielmusik. Ich habe meine Stimme, die ist genug. Meine Stimme ist genug Musik. Das unterhält halt die ganzen Zuschauer, ne? Musik? Ja. Weil eigentlich soll das Gameplay unterhalten. Also klar, wenn ich jetzt so eine kleine Laber-Talk-Runde mache, dann ist klar. Denn würde ich auch Musik anmachen. Aber teilweise stört es einfach. Wenn man GTA 5 die Storyline spiele, dann brauche ich kein Ed Sheeran im Hintergrund, ja? Ed Sheeran, hä? Wer den? Hör mir hier auf mit Ed Sheeran, Alter.
War ein Beispiel, Mensch. Das war ein richtiges Kackbeispiel, ey. Das war das schlimmste Beispiel, was du nennen konntest. Ist das alle was gegen Ed Sheeran hier oder was hier? Aber ich hasse dich, die Tiny Trucks gehen nicht weg, ja? Ich hab fast die Runde geschafft wahrscheinlich, aber die Tiny Trucks gehen nicht weg, obwohl der Effekt abgelaufen war. Wie oft hast du mich eigentlich schon gehasst? Hasse ich den ganzen Tag schon, Marvin. Ja, da hast du mich auch schon die ganze Zeit. Also an die Leute, die auf YouTube vielleicht irgendwann zugucken werden, abonniert nicht Böser20M, wenn er irgendwann einen YouTube-Kanal hat. Der hat er nicht verdient, ja. Genau, abonniert mich. Richtig. Also, könnt ihr abonnieren, aber macht es nicht. Doch. Nee. Also, erster brauche ich ja die Namensrechte, Namensrechte hier. Namensrechte. Die Einwilligung, dass ich dich auf YouTube hochladen darf, ja. Und dann Marvin ist ja, der fragt ähnlich, ja. Aber. Was bist du denn, ey? Oh, hab ich das jetzt? Wo ist das Ziel? Was ist das denn? Oh, ich hab's Ziel geschafft. Ich hab Hunger. Ich hab mehr Hunger, Marvin. Ich hab noch ein Cordon Bleu und Kroketten rumliegen, aber. Ich glaube, ich möchte mich jetzt nicht vom Essen hören. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich hab schon einen AFK-Screen hier. Aber wenn ich den jetzt anmache, hau ich alle ab, ja? Was? Drei Zuschauer. Ich? Ja, ich, Flashhammer und du. Vorhin war noch Termino drin die ganze Zeit wahrscheinlich. Ne, das ist immer noch drin, glaube ich. Nee, dann hätten wir aber vier Zuschauer. Okay, noch. Main Menu. Ist das denn für eine... Das Level ist behindert. Das Level ist behindert. Behindert, das der noch betont. Oh ja. Oh ja. Oh ja. 40 Schaden ist wer da. Oh ja. Ich bin noch am Stream. Fuck, ich hab gerade auf die Fresse bekommen hier. Hab ich gerade gelacht? Oh nein, Laser. Ja. Tamino, mach dir einen Twitch-Account und folg mir. Folg mir, bitte. Ja. Bin noch im Stream. Du bist live im Internet, Tamino. Das ist toll, oder? Wo wohnt ihr denn eigentlich, ja? Kannst du mal die Straße sagen, Marvin? Alter, die Fresse. Tamino, wo wohnt ihr denn? Ich schenk dir Xbox? 1000 Euro ist eine Xbox, ja? 1000 Euro eine Xbox? Aber eine Xbox 360, ja, bitteschön, ja? Hab ich auch zu Hause. Ich hab keine Konsole zu Hause, ne. Jetzt ist er wieder rausgegangen aus dem Stream, aber ist ein Akku leer? Machen Sie endlich die scheiß Laser weg! Alter! Ich bring immer die scheiß Laser in eine Stelle rein. Warum ist das nur ein Punkt, das Teil, ey? Welches das Teil? Monster Truck greifen. Was machst du gerade? Hä? Ja, Splinter spielen. Achso, Splinter spielst du gerade. Klar, ey. Ach, du bist ja da rausgegangen als der Zuschauer. Aha. Also, du wolltest meinem Bruder eine Xbox 360 anbieten? 1000 Euro eine Xbox. Ja, aber welche Xbox? 360? Die haben wir hier zu Hause zu liegen. Die liegt direkt neben mir. Kaputt? Aber ich mach Autogramm rauf. Nee, die ist nicht kaputt. Unbezahlbar mit meinem Autogramm, Marvin, ja? Yo. Hä? Würdest du nicht eine Kriegelei mit meinem Namen drauf haben? Eine Xbox? Ja, aber schreib ich würd's gerne. Drauf, ne? Was wir da drauf stehen haben, Marvin, ja? Ich mit Wunschsignatur, ja? Marvin, geh mal zu den Mütter und sag, du willst entscheiden, was er raufschreiben soll, dann haut er auf die Fresse wahrscheinlich. Gib nicht mal 1000 Euro, ja? Ich brauche wirklich mal Cordon Bleu mit Kroketten warm hier, ja? Jetzt so um 23 Uhr, um 0 Uhr. Lass mich, Marvin, sehe ich aus wie ein dickes Kind? Nein, ich bin nicht dick. Das ist gut so. Ja. Also, ich kann es sagen, keiner kennt mich. Also, Marvin kennt mich schon. Scheiße. Ja, seit wie vielen Jahren? Zu lange, Marvin, zu lange. Zu lange, ja. Es ist zu lange. Ja, das ist wirklich zu lange. Ich muss sagen, wenn die Chroma Ornata, jetzt kommt, müsst ihr gleich Dauerwerbesendung einblenden lassen, ja? Kauft euch dieses Voll-Tool, die Chroma Ornata, über meinen Reflink in der Videobeschreibung. Die Razer-Tastatur ist wirklich, ich bin... Ja doch, sie ist in Ordnung, Marvin.
ist doch besser als die 20 Euro bei der Tastatur auf jeden Fall. Aha, die reicht ja aus, mehr brauche ich ja nicht. Marvin! Halt die Fresse. Ich kann dich umschalten. Oh, Fug. Ja, die reicht noch für die Zwecke, Marvin. Ja. Was ist jetzt an? Was ist das denn für ein Schwack? Er hat nur einen Punkt, aber der hat alles. Okay. Alter, was ist das denn, ey? Der geht hier auch mit dem Matsch durch. Wir können die Map in, keine Ahnung, eine Minute durchspielen. Doch toll. Großes Teil. Ja, es hat nur einen Punkt. Es hat gefühlt 800 PS, ey. Wenn ich erstmal einfach Musik im Hintergrund anmache, ne? Einfach YouTube Audio Library anschmeißen, dann geht los, ja? Ey, warum nicht? Das kann ich ja machen, denn. So, damit alle Leute abhauen. Ich mache jetzt keine Copyright Sounds an. Jetzt vor. Ist das ein Copyright Sound? Nein, ist nicht. Ich muss sagen. Das ist Copyright. Hat mich auch gewundert. Ja, du bist mir jetzt auch klar. Nee, jetzt. Ich noch nicht. Jetzt nicht. Ich stream gerade noch. Ich vielleicht um 0 Uhr gegen 0 Uhr oder so, dann bin ich noch. Und, ja. Vielleicht mache ich auch nach dem Stream was zu essen. Ich weiß nicht. Also, ich halte es aus dem Hunger her. Nein, hältst du nicht. Wenn ich jetzt 20 Minuten esse, ist es 0 Uhr 20 und ich will vielleicht bis 0 Uhr 30 vielleicht maximal streamen, ja. Ich habe, glaube ich, gar nicht angefangen, war von 21 Uhr. Und was denn? Zu streamen. Ja, Klo. Ich habe das Stream mal kurz gestoppt gehabt, als Spinter erstmal abgekackt ist. Wenn man stampelt hatte, weil die wusste aber, dass es noch richtig läuft und mit da richtig beendet wird und sowas und keine Fehler auftreten. Wie geil es auch war. Ich jointe den Server, wird so reingezogen, dann mache ich irgendeinen Sound an, dann gleich wieder rausgeschmissen. Ja, Marvin, was erwartest du, wenn du Copyright Sounds anmachst von einem Label, was mir garantiert? Wusste ich, dass du streamst in dem Moment? Aber ich habe doch gesagt gehabt schon, ich streame. Und Marvin, wenn du in die Ecke hier oben gehst, ich die reinmove, dann ist. Du warst drin die ganze Zeit, Marvin. Du warst die ganze Zeit drin, ja? Geiles Gespräch gerade. Also ich habe einen Stream gestartet, du warst AFK, ja? Im Livestream-Channel, ja? Ja, weil zur Betonung, ja? Genau. Und dann kommst du rein. Ich rede so, ich mach Kopf, du machst Musik an, ich sag, Marvin, wir streamen live. Dann mach weiter Musik an, ich tapp panisch raus, Marvin, ist das Videobeweis, ja? Ich tapp panisch raus und move dich erstmal irgendwo weg, ja? Ich guck mal nach. Guck nach. Lass aber meinen Stream Tab auf, Marvin, ja? Ich brauch Zuschauer, es sind noch. Dass ich das gut, so gut merken kann. Ja, warum haben sie ausgedacht, den Videotitel? Also mit den Copyright Sounds, ja, es ist mir einfach. Es geht mir einfach auf den Sack, ja. Also, ich streame und mache einfach Copyright Sounds an, ja. No Copyright Sounds kann man ja anmachen, aber die Copyright Sounds. Ah, da bin ich auch nicht sicher. Ich würde sich nicht drauf beschweren. No Copyright, das ist kein. Ja, sie heißen No Copyright, aber ob ich sie wirklich nutzen kann. Ohne dass mir einer. Wie soll ich hier rüberkommen? Ich bin im Ziel! Ich bin im Ziel! Ich hab's geschafft! Oh. Geil! Letztes Level von der Stage online. Komm, große Magneten, oder? Was ist das? Bitte, Leute, was ist. Fuck! Nee, tut mir leid, Alter. Fuck. Warte, meine Tastatur im Video, Marvin? Ein Wert ist an. Oh nein, ein Wert. Oh, scheiß Dreck hier. Scheißendreck. SCH Eise. Aber ein Wert ist an, das ist schon schlimm genug, ja. Was Schlimmes als Krebs oder ein Wert gibt's gar nicht mehr, ja? Ich hätte es wahrscheinlich sogar geschafft, wenn dieser scheiß ein Wert nicht an wäre, ja? Das ist Teil des. Nein, da war ein Lüfter, hab ihn mal weggepustet. Du bist rausgetappt, ist kein Zuschauer mehr da. Hä? Lol? Bug? Oh, gut, nicht, sorry. Ich bin einfach ewig geflogen und nicht gestorben.
Das sind einfach Lüfter, wie soll ich das denn schaffen? Der Level 1 ist besser hier durchgekommen als der Level 4er. Wie? Wie OP ist das? Wo denn? Achso, ja, das, Dings. Hinterher. Soll ich denn da durchkommen? Hä? Die Lüfter gehen mir auf den Sack gerade. Auf den Sack. Bist du abgehauen, Marvin, jetzt? Hm? Bist du jetzt abgehauen oder was? Nee, ich starte wieder gerade neu. Ah. Ja. Stream. Jetzt mal Real Talk, Tiny Ham. Also, ich kann dich mit im Stream jetzt mit auf YouTube hochladen. Ich will was. Warum? Ja, also dich, also mit dabei bist im Stream, meine ich jetzt. Bist mit einverstanden. Also mich ja. Okay. Na, Marvin, du auch, oder? Oh. Das. Bist eh schon drauf, Marvin, ja? Was ist? Ohne mich zu fragen, worauf fragst du denn jetzt? Weil mir das eingefallen ist. Ja, ich glaube, da hatte ich dich sogar gefragt, Marvin, ja? Nee. Weiß nicht mehr. Ja, und ich hab. Hey, warst du im GTA-Stream dabei? Ja. Stimmt. Hey, du, Marvin, du wusstest, dass ich streame, ja? Dann bist du selber schuld. Hey, musst du da auch selber drauf achten, wann jemand streamt und wann nicht. Ja, im Endeffekt. Ja. Genau. Tja, sag mal so, wenn deine Mutter gerade reinkommt, hätte deine Kontonummer gesagt, ja, dann hätte ich es rausgeschnitten oder sowas, das ist klar, ja. Was für meine Mutter, hä? Nein, Marvins Mutter. Na gut, ich hätte es mir vielleicht aufgeschrieben, ja. Dann rausgeschnitten. Tiny Trucks, ach nein. Du kannst ja ganz ob die Mutter dann reinkommt, hä? Was? Naja, klar, die kommt rein und sagt Marvins Kontonummer an. Ja, wahrscheinlich. Nein, nicht eher Ivan, mit Kontonummer kannst du schon mal anfangen. Pack deine Taschentücher weg. Ja, Marvin. Marvin, hast du schon Hausaufgaben gemacht? Pack die Taschentücher weg, ja. Oh, Mutti! Ja. Marvin, ich hab... Küchenkrepp auf deinem Schreibtisch. Küchenkrepp? Malerkrepp, Marvin, meinst du bestimmt Malerkrepp, natürlich. Ja, Mutti, Maler hier gerade, ja. Bin hier gerade am Abkleben. Ach, Marvin, bitte, Marvin. Zügel deine Ausdrücke, Marvin, ja. Marvin, ich glaube, Twitch mag das nicht so, wenn wir so gerissene Sachen sagen. Naja, deine Naht, ja? Deine Fuge machen, sonst ist einfach aus wie Scheiße, ja, denn? Ist es wieder so ein Prank-Level hier, Marvin? Ich glaube, es wäre so ein Prank-Level hier. Ja, ich glaube auch. Übrigens, ich glaube, ich weiß nicht mal diesen Lock, wie heißt es nochmal? Dieses Locktor, austricksen kann. Also, wo nur Leute durch können, ohne. Die Blockstelle. Nee, nee, dieses Locktor, was dann aufgeht, weißt du? Die Blockstelle meinst du? Yes, ja, Blockstelle. Genau. Da fährt dann noch jemand ohne Locks vor. Und dann fährt der andere nach mit den Locks und kann aber durchbauen. Wie jetzt nochmal? Wie kommst du jetzt? Wie meinst du, du kommst da durch? Vor ohne Locks. Ohne Block, ohne Stemmen. Nein, ohne Stemmen, ja genau. Und der andere fährt dann einfach mit Stemmen durch. Der eine steht davor ohne Schnell. Ja, klar, aber das würde aber nicht funktionieren, glaube ich. Die macht da vorher zu die Schranke. Was du machen könntest, du könntest einfach deinen Wagen hinfahren. Bis davor. Könntest dann einfach die Stämme abladen und drüber schmeißen mit dem Kran. Das müsste gehen. Das Ende haben da eine Wand rumgemacht, der unsichtbare. Ich weiß es nicht. Aber wollte ich mit Nick noch nicht probieren im Stream, also gestern sogar. Haben aber nicht mehr geschafft. Wollen wir eine Brücke bauen, irgendwie über einem Fluss mit Stämmen? Nee, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das funktioniert nicht. Ich glaube, die Stämme. Oh! Ich bin übers Ziel gesprungen! Ah! Oh, fuck! Als ob ich übers Ziel gesprungen bin! Das Ziel wiegt sich übrigens mit, ja, ich habe rausgekriegt. Alter, ich bin da einfach durchgebackt und bin dann durch. Übers Ziel gesprungen. Das ist doch scheiße. Ich sehe es gerade. Ach, jetzt ist es live oder was? Wie live? Ich hab's gerade gesehen. Das ist glaube, wir auch noch was zu essen jetzt. Ja, mach das. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das schaffe. Ja, kannst du auch machen.
kannst du auch machen. Braucht die Erlaubnis von dir. Ach Quatsch. Ist nicht. Aber du wurdest noch fleißig mit, sehe ich gerade. Was? Du wurdest noch fleißig mit, sehe ich gerade. Ist mal. Ich glaube, wenn man mit noch mehr voten, da steht irgendwo bloß eine Zahl dabei, irgendwann passt da keine Balken mehr hin, ne? Genau. Ich brauche einen Strategiewechsel, Marvin. Und zwar, ich muss da nicht ranspringen, ich werde da weggeboostet, ich muss warten, ich weiß jetzt, ach so, jetzt du bleibst einfach da die ganze das Zimmer. Ziel kommt zu mir gefahren, genau. Ich zögere einfach die Zeit hinaus, ich warte einfach hier hinten schon, am Anfang schon. Warte, ich glaube, ich komme wieder 2 Uhr, okay? 2 Uhr? Das stimmt mich wahrscheinlich nicht mehr. Warum denn nicht? Okay, auch wenn du nicht streamst, jetzt ist, nach. Jetzt ist Laserchock an. Muss ich gucken, also, ich versuche so ein bisschen so meinen Schlafrhythmus hinzukriegen, dann nächste Woche muss ich wieder arbeiten und dann macht es sich kacke, wenn ich dann die ganze Woche um 4 Uhr ins Bett gehe und um 12 Uhr aufstehe. Zeit, du bist um 3 Uhr. Also, ich spiele auch bis um 3 Uhr, dann drehe ich noch, wollen wir noch essen oder so und dann gucke ich noch YouTube-Videos. Aber in dieser Map, Laser Truck, kannst du vergessen. Es ist einfach, als wenn du durch einen Mixer springen willst mit Lasern. Pass auf, gleich wirst du es nochmal sehen. Nee, hoch springst. Weil es ist einfach, kommst du gar nicht rum, es ist einfach und Putz gegrillt. Das ist nicht euer Ernst, oder? Also bitte, Leute, hört auf, ja? Man hört nur so. Ah, Marvin, ich mach mal da zuerst reicht mir schon wieder hier, ja? Als guck mal! Was hast du jetzt für ein Mikrofon? Was hast du jetzt für ein Mikrofon? Ein ganz normales Mikrofon vom Laptop. Das hört sich ja für ein Laptop-Mikrofon erstaunlich gut, muss ich sagen. Mhm. Also du brauchst kein Rode. Ja, klar. Also es ist kein übertriebenes Rauschen drin, es ist kein Echo drin, es ist kein Knacken drin. Ich kenne schlechtere Laptop-Mikrofone. Aber so. Das ist ein Asus. Ja, es muss ja meistens sparen sein und sowas, ne? Weil Mikrofon, wer nutzt denn bitte schon Laptop-Mikrofon, ja, sonst. Das hört sich gut an. Das ist normaler Sound, sag mal. So. Es hört sich nicht anders an wie Marvin, ja? Die Sache ist halt einfach, ich... Aber wie ist mein Song? Vielleicht mal mein Song mit seinem Song. Welcher ist besser? Hört ihr einen Unterschied von Qualität her? Ja, so minimal, wenn denn. Also immer so, ich habe ein bisschen Geld ausgegeben für ein externes Mikrofon, aber es lohnt sich nicht. Von dem, was du ausgibst für ein externes Mikrofon, bleibt im Laptop-Mikrofon. Ziel! Ja! Aber eine Millisekunde länger gebraucht, ich wäre einfach weggeflogen, weit noch weiter, ja. Und ich habe jetzt das T-Bone SC400. Habe ich jetzt hier stehen? Stehen, hängen. Und dann noch ein Audio-Interface und es ist einfach kostspielig. Ach, im Endeffekt. Das, was du mir auch hier einen Link geschickt hattest, ne? Nee, ich, das war das. Rode Podcast mit Rad. SC350, das war mit USB, aber wir haben den 1Z XLR gehabt. Ja, aber ist Podcast ist einfach übertrieben teuer. Mein hat auch USB. Ja, genau, mein Z XLR, Marvin. Ich habe kein Audio-Interface. Kennst du das Rode Podcaster? Ich habe ein Rode, wenn denn Endhands, aber wahrscheinlich, oder Podcaster ist so teuer. Podcaster ist so teuer. Ja, und ich sag mal so, das Mikrofon hat, glaube ich, das Mikrofon hat hier, was ich jetzt habe, hat 60 Euro gekostet, ja. 60 Euro, sag ich mal so, pff, aber 60 Euro für ein Mikrofon ist schon, also der Sound ist in Ordnung, ja. Reicht aus. 200 für Mikro passt doch. Ja, aber ich habe jetzt 60 ausgegeben, das reicht auch aus, ja. Sag mal so. Ja, 150 nur noch, 150. Oh, wo guckst du denn gerade? Bei Amazon? Ja, nee, ganz normal Shopping, Google. Oh fuck, was ist das für eine Map? Wir sind einfach. Podcaster 150 Euro. Ja, aber Rode Podcaster, weißt du, ist es ein USB-Mikrofon? Ja, ist es. Wie lange geht es? Weil wenn du XLR hast, dann musst du noch Audio-Interface, dann bist du auch nochmal 100 Euro los. Ist ein USB-Mikrofon. Ja, Junge, das würde mich zum Beispiel ausfallen. Ich habe jetzt keinen Audio-Interface-Code, um ein Mikrofon mit Audio-Interface zu nutzen und dann wieder USB-Mikros, ja? Ich werde mir wahrscheinlich so einen Dingsarm holen. Mikrofonarm. Rode verkauft Mikrofonarme. Der ist wirklich toll, den würde ich mir auch holen. Das ist auch ein Grund, warum ich habe jetzt einen für 20 Euro. Ich habe damals meinen SC350, lass mich lügen, ich glaube es war 53, ich habe keine Ahnung mehr. Das war einfach der Vorgänger, oder das andere Variante von dem jetzigen. Bei eBay. Das Mikrofon kostet dann 60 Euro, ich habe es mit Arm und Popschutz für 40 gebraucht. Top, Mikrofonarm 20 Euro sonst, Popschutz nochmal 15 Euro. Besser geht's nicht, abgesehen, weil das einfach... richtig hart nach Zigarre gestunken hat, ja.
Ein Popschutz, du hast doch gesagt gehabt, ein Popschutz hat irgendwie 60 Euro oder so. Ja, wenn ich hab den geguckt gehabt, der hat irgendwie 60 Euro kostet der, ja. Sage, Popschutz, 60 Euro. Rode NT1 für 200 Euro fürs Popschutz, Spinne und Arm. Also du musst halt sagen, du musst auch Mikrofon musst du auch anhören, am besten. Wirklich, dass du sie vorher hörst, wie sie sind. Ja, es kommt auf deine Stimme auch an, ne? Nicht jedes Mikrofon klingt mit seiner eigenen Stimme geil. Also, es ist auch sehr ungewohnt. Ich weiß nicht, was, du willst jetzt YouTube-Videos machen oder was? Nein, insgesamt, also wir... Nur für TeamSpeak brauchst du jetzt kein, Nein, nicht TeamSpeak, nicht TeamSpeak. Für verschiedene Sachen. Also so. Hier war ein Fake-Goal, Marvin, eben bei mir, ne? Echt? Ja. Was sind aber die verschiedenen Sachen? Kenn ich jetzt nicht. Es ist einfach eine andere Richtung des Themas, Marvin. So eine scheiß Pranker, Alter. Das ist einfach in eine andere. Also das ist Ziel, aber es ist halt nicht das Ziel. Erreichst du dann halt nicht, wenn du durchgehst, ja? Das ist einfach dahinter. Und das ist nice. Was? Das mit den Kosten nichts. Also was ich zum Beispiel Mikrofon geguckt habe, ist bei Thoman, ja? Bei Thoman kriegst du gut, kannst du gut nach Mikrofon gucken. Boah, bei Music Store. Also aber Amazon brauchst du noch sowas nicht gucken. Nein, klar. Ich guck auch, also man kriegt auch bei Amazon Kondensatormikrofone für 20 Euro. Wie soll denn 20 Euro kosten und dem auch entsprechende von der Qualität. Ist klar. Alter, wie hieß er? Ranzratte, glaube ich. Ranzratte. Ja, ich war so ein 1000 Euro Mikrofon mit einem 100, mit einem 15 Euro Mikrofon. Verkauft. Nee, das war ein bisschen mehr kostet, Marvin, glaube ich, den du meintest. Nee, 15 Euro. Ich hatte mir halt angeguckt, ja. Das war so ein 4000 Euro, so ein 4000 Euro Studiomikrofon, so ein richtig fettes Teil. Ja, ich weiß. 4000, ich hab's im Handy angehört, hab keinen Unterschied gehört, ja? Ich so, oh, alles klar, 4000 Euro gewastet, ja? Nein, hä, klar, wenn man das. Ja, aber am Handy habe ich nicht gehört, also. Ja, gut, am Handy hörst du sowas eh nicht so raus. Feinheiten, die Unterschiede. Klar, so ein richtig verkacktes Scheiß-Mikrofon kriegst du schon raus, wenn es einfach nur rauscht und ja, knackt. Das 15 Euro Mikrofon versus 2500 Euro Mikrofon. Ja, genau. Macht Sennheiser Mikrofone, Marvin? Sennheiser muss man. Ich glaube, die machen Mikrofone. So, safe machen die Mikrofone. Sennheiser macht Mikrofone, ja. Machen alles mit Audio, ne? Stimmt, Sennheiser, was war das noch? Schuhe. Oder ich hole mir ein Schuhe-Mikrofon. Das Schuhe ist eigentlich auch ganz toll. Das haben auch viele YouTuber. Und es hat einfach diesen. Ein paar Regler auch hinten dran, ne? Und es ist doch vom Neumann ist geil, Neumann. Ja, aber ich finde, das Schuh ist einfach ansprechender vom Design her. Hast du Neumann gesehen? Ich weiß nicht, welches Neumann du meinst. Ja, Sennheiser macht einen Fuß. Also, das Schuh ist einfach mit dem. Ist einfach sehr schlicht aus mit dem Popschutz. Also, der Windschutz ist einfach vom Schaumstoff her. Es geht einfach überall in den Rahmen und ist einfach. Der Arm hat das Kabel mit drin, perfekt, ja? Oh, Marvin, Explosive Shots. Die machen aber nur Richtmikrofone für Kameras. Dann ist es fällt ziemlich aus. Aber Schuhe, Rode, T-Bone ist jetzt eher so die K-Klassik Ausweichmarke von Thomann. Nichts gegen T-Bone, aber es ist halt einfach, ja. Das sind halt Einsteiger-Mikros, sagen wir mal, ne? Und sie reicht. Von wem? Von Jua oder so ähnlich. Sagt mir nichts. Ich habe mich jetzt mit dem Mikrofon auch nicht mehr so exzessiv beschäftigt seit einer langen Zeit, aber ich habe jetzt ein Mikrofon und reicht aus. Und es hält. Und am Mikrofon geht eigentlich auch nichts kaputt. Sollte zumindest nicht kaputt gehen. Also so, dann hat man schon ein bisschen länger. Ja, solange es gut pflegst, also sag mal nicht eine dezent feuchte Aussprache hast und keine Ahnung, komischen Popschuss hast, dass einfach alles im Mikrofon landet. Sei mal ganz kurz leise, ich will mal kurz den Unterschied hören. Jo. Neumann U87 AI ist das. Ach fuck, das Level ist so schwer, Marvin. Mhm. Jetzt gibt es neue scheiß Voting, also das Voting macht es mir jetzt wirklich jetzt gerade richtig schwer. Bitte votet nicht mehr. Donated lieber. Donaten ist das Voten von gestern, ja?
Hä? Aber komm, 20 Zwacken kannst du mal rauskloppen hier, ja? Für den alten Bro hier, ja? Mutti, spendest du auf Twitch 20 Euro für die Spasten? Ja klar, kein Problem, mach ich. Amino wird das machen, Marvin, ja? Damit ich ihm auf Instagram antworte, ja? Sag mal, Marvin, für einen Zwacken antworte ich ihm auf Instagram, ja? Nee, sag ihm nicht. Meinst du, macht er wirklich? Keine Ahnung, nein, ich glaube nicht. Er hat nicht so viel Geld. Ach Quatsch, ich will doch kein Geld für den Scheiß haben, ja? Ich schicke dir mal kurz den Link. Kannst du mir später mal angucken, das Video? Ja, Kann ich gar nicht anstupsen, Gut, ja, ich stream auch gerade, also es macht dich schlecht mit YouTube wieder angucken. Nein, nachher mach ich, ja. Nachher? Wir machen einen Reaction-Stream. Wie ungespielt? Marvin, ich hab den Videotitel. Ich hab den Videotitel gefunden. Hau raus. Du musst den mal angucken. Welches gibt? Welches gibt? Lass dich überraschen. Das hab ich schon gesehen, das ist nice. Also hört sich gar nicht so schlecht an. Wie heißt es denn jetzt? Naja, ich schreibe den Titel ein. So. Hallo? Was? Warum? Also das Shure SM7B ist auch ganz nice für Aufnahmen, finde ich. Ich habe mich damit noch nicht so beschäftigt mit dem Mikrofon. Muss man auch nicht. Also Timon reicht ja nicht aus für dich. Nice. Ja, würde auch ausreichen. Gib vielleicht Rode macht doch gute Mikrofone, ja? Hat er mir den Stream jetzt übernommen? Frage? Trucks sind Gift. Ja, aber wir müssen auf den Gift-Hype mit rumspringen, ja? Mhm. Oh nein, Tiny Trucks. Ja, Trucks sind Gift, na sicherlich. Holzfäller sind Gift. Alles aber, ja? Man sich alles. Alles ist Gift, ja? Livestream ist Gift, aber das wäre langweilig, wenn ich dann einfach Livestream ist Gift nennen würde. Livestream ist Gift. Meine Videos sind Gift. Das wäre vielleicht. Dieser Stream hier ist Gift, nicht aufregend. Okay, da ist Robert ist Gift. Danke. Der Zuschauer haben wir wieder, Marvin. Weil ich gesagt, in Chile geschrieben habe, links ist Gift, ja? Trucks sind Gift. Trucks sind Gift, oh no, Laser sind Gift. Ja, aber ich bin gerade der Cluster Truck. Ja, Laser sind Gift. Ja, aber die Tiny Trucks sind auch, oder die Tin Trucks, oder wie auch immer die sind. Ach, ich hasse diese scheiß Rohrstelle. Tin Trucks, ja. Aber 170 Aufrufe schon, Mensch, es kriegt bald mal die 200 voll, Marvin, ja. Mehr als Abos habe ich dann fast, ja. Marvin, ich mach vielleicht Essen, reicht mir einfach. Boah, ich brauche ein bisschen einfach. In den ersten Clash of Clans Videos, die waren die geilsten. Die haben uns zwar angeguckt, ja, die waren geil. Ja. Die habe ich auch noch, Marvin. Echt? Ja, klar. Aber die gucke ich mir jetzt gerade nicht an, die gucke ich auch niemandem zeigen, aber nicht so schnell. Vielleicht irgendwann bei den 10 Millionen vielleicht mal so eine kleine Veröffentlichung, ja, also übermorgen, ja. Oh, richtig arrogant ist er wieder am Start hier, ja. Ach Quatsch, also vielleicht irgendwann mal so, wenn Leute ihre ersten YouTube-Videos gucken, was man macht, wenn man in der Community hat, also was ich nicht machen kann, ja. Mein erstes Video und dann so einen roten Pfeil rum und einfach so ein Nacktbild reinpacken von Google-Bildersuche, ja. Neue Abstimmung. Aha. Ja, gut, ich bin jetzt weg, ne? Du musst weg Essen machen? Okay, ja. Jo, ciao. Jo, kommst du nachher noch wieder? Ne, wahrscheinlich nicht, oder? Okay, das ist natürlich noch besser. Ich geh auch gleich Essen machen, aber ich werde einfach den AFK-Blender reinpacken. Und dann Audio Library von YouTube reinpacken als Hintergrund Sounds und dann freue ich mich drüber. Wann gehst du in den AFK? Nicht in AFK, ich mache eine AFK-Blende in Stream rein, also ein AFK-Bildschirm. Ja, wann? In Augen, 10 Minuten vielleicht. Ich guck mal an, vielleicht wenn das Spiel jetzt läuft gut und ich Flow hab und die Runde schaffe, dann gehe ich jetzt nicht essen, aber
Hab auch noch nicht so richtig Hunger, aber ein bisschen schon. Ich bin einfach dick, Marvin. Ich bin einfach ein Kind, ja. Gerücht ist. Kind auch was essen, ne? Ja. Ich muss ja bloß was warm machen, ne? Weiß nicht, ob noch was. Ich hab links jetzt ein. Warte, heißt du Marvin oder? Ja, ich. Ja. Marvin, das ist Marvin, genau. Ich heiße Marvin. Ja, okay. Mich nimm eigentlich alle mal Robert einfach bloß. Ja, ich hab dir gerade einen Link geschickt. Das ist dieses Schuhe. Wie heißt das nochmal? War das? Ja, ja. Schuhe SM7B, glaube ich, war das. Vielleicht ist das sogar das, was ich meinte vorhin. SM7B ist schon, es gibt. Wie teuer waren das? Also, was ich meinte, war, glaube ich, um die 400 Euro. Weiß nicht, aber das war, also das gibt halt der Stimme schon eine gewisse Volle. Das ist beim Mikrofon, also das ist wirklich, also manche klingen sich wirklich platt. Also das bei dem hier ist einfach so, ich habe auch mega viel Echo, pass auf. Es ist einfach so viel Echo hier drin, ja. Also nicht Echo, Hall. Das liegt aber wahrscheinlich eher am Raum. Ich habe zwar schon Akustik-Schaumstoff an die Wände geklatscht, aber professionell natürlich, ja. Ach so, ja, das ist das Mikrofon, was du meinst. Das ist, was ich meinte? 100 Euro um den Dreh, so, ne? Ja. Aber es ist wirklich, also es ist wirklich, damit liebäuge ich nicht. Also schon, doch, ist klar, es wäre schön, wenn ich es hätte, ja. Aber ich brauche es jetzt nicht. Ich bin mit dem auch zufrieden, mit dem T-Bone. Der Sound ist in Ordnung. Richtig vergewaltigtes, gebrauchtes Mikrofon für 296 Euro. Du guckst du bitte gerade. Kannst du mal bei Google Shopping. Aber das Minimum, Min-Max, das ist kacke machen, weil der drückt die ganze Zeit einfach weh. Da kriegst du gebrauchte Sachen bei Google Shopping? Ey. Ja, klar. Der Schaumstoff da drum ist ja komplett im Arsch. Ah! Nein! Ich bin ganz knapp vom Ziel gestorben, Marvin. Das ist komplett zerkratzt. Ich hab noch nicht gesehen. Ich hab zwischen den Trucks festge. Der Schaumstoff ist weg, alles ab. Ich hab zwischen den Trucks festgebackt und dann. Ach nein, ich hätte einfach zwischenbleiben sollen. Ja, Scheiße. Ja, bis nachher. Jetzt kann man lästern, Marvin hier, ja? Wird keiner mitkriegen im Stream. Wird sich auch nie einer angucken, ja? Ja. Das sind wir beide. Jo. Wir lästern jetzt über Tamino. Oder über ApoRed. Ne, ApoRed nicht. ApoRed ist toll. Das. Ach, ich will kein Hate-Lust treten hier, ja? Vor allem, weil ich Hate-Lust treten kann mit 226 Abonnenten. Ja, vor allem auf einem Livestream mit 2 Zuschauern. Ja, vor allem, weil so viele Leute dann einfach disliken. Also, warum ApoRed Dislike, Community kommt da an und dann, oh, alles disliken. Toll. Das. Jetzt habe ich das gesehen, du hättest einfach zwischenbleiben müssen. Ja, warum das weiß ich, dass ich zwischenbleiben hätte müssen, ja? Hätte Fahrradkette. Ja. Aber schnell ist ein Best-of. Ja. Best-of von dem Video? Ich? Ja. Mal gucken. Und du kannst Best-of. Zwischen meinen ganzen. Also, ich würde die Rechte abtreten, ja? Du dürfst das auch kommerziell nutzen. Würde ich dir erlauben, Aaron, ja? Oh. Weiß ich erst, wie es mit den Spielen ist und mit der Hintergrundmusik vor den Spielen, das kann ich leider nicht erlauben, weil das weiß ich nicht, ja? Wie es ist, aber. Ansonsten, klar. War kein Problem. Kannst du mal versuchen. Mal, wenn es scheiße ist, dann lass bitte nicht hoch. Und was willst du denn bitte schneiden? Mit dem Movie Maker? Nee. Was würdest du denn schneiden, wenn du Best-of schneiden würdest? Das komische Teil da? Ja. Was kann man da blenden? Kann man da Blenden machen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Was hast du damit geschnitten gehabt? Gar nichts. Doch, ich hatte versucht, ein Fortnite-Video zu schneiden. Hast du Fortnite Let's Play versucht? Ja. Nein, es ist ein Wert an! Oh. Als ob, Marvin. Was ist das Fortnite zu Let's Playen? Als ob. Ich wollte es bei einem ausprobieren. Hallo, meine Freunde, ich bin wieder euer Wizard mit Doppel-I und Doppel-Z. Heute spielen wir wieder Fortnite und wir verlieren wieder, weil der Zweite sind, der sterben. Okay, gut, keine Lust mehr. Tschüss, Leute. Lasst ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann egal. Hier ist noch mein Instagram verlinkt. Hier ist noch mein Instagram. Arvin, was habe ich gerade gemacht? Ich habe gerade ein Emoji gemacht, ja. Pass auf, ich bin einfach quer durch die Rohre durchgesprungen. Ich hätte einfach, als ich jetzt das Stream, dann hätte ich einfach jetzt gleich so ein Emoji, Moment angemacht. Einfach durchspringen. Als ob er einfach durchspringen kann. Einfach so gedreht und durchgesprungen. Ja,
Als ob es geht. Ich bin die Maus einfach gar nicht, weil ich hasse N-Word. Und wenn ich jetzt sterbe, N-Word. Jetzt ist das Dude nicht mal in Echtzeit wieder bei dir. War Thunder ist runtergeladen. So, Robert, jetzt weiß ich nicht, was ich morgen machen kann. Lolli, was? Nee, ja, Lolli Game Recorder Schnittprogramm. Ja, schreibt, Jo, der war ja Dings geschrieben. Flashhammer. Ja, War Thunder. Nein, sowas spielen wir ja nicht im Stream. Bäh. Bäh. Ach Quatsch, ich guck's vielleicht mal an, also eigentlich nicht. Vielleicht guck ich's mir wirklich mal an. Wir können auch Fortnite spielen eine Runde. Arvin. Ah, nur eine Runde. Jetzt nicht. Morgen. Aber in Fortnite guckt einfach keiner mehr Videos, weil einfach keiner guckt. Heute. Nein. Aber heute ist Freitag, das streamt Gronkh wieder, da habe ich keine Chance, ja. Da muss ich Gronkh horsten mit meinen zwei Zuschauern, aber damit ich. Weißt du? Mhm. Ich habe Auto-Horsting, glaube ich, angemacht. Erst hatte ich nur gewisse Leute gehorstet, aber das. Ja, weil die streamen dann, wenn ich streame, also nee. Meinst du, das schon lustig wäre? Gronkh macht ja manchmal so. Streambesuche und er besucht meinen Stream, meinst du? Habe ich auch schon dran gedacht. Ja, genau. Habe ich auch schon gedacht, so, ach, guck mal, ist ein netter Streamer hier, ja, dann hätte ich mal ein bisschen hier. 15.000 Euro, okay. Ach, aber. Weißt du, dass sowas passiert, musst du so viel Glück haben, ja? Das ich glaube, er guckt. Und ich glaube, ja, ich auch. Ja, aber ich glaube nicht, dass er bei Cluster Truck guckt, wer gerade streamt. Oh, einer streamt? Geil, einen donaten wir jetzt mal. Den pushen wir richtig in den Typen, ja? Ja. Instagram verlinkt alles. Instagram, aber weißt du, bei jeder YouTuber braucht Instagram, ja? An der Anzahl der Instagram-Follower erkennt man die Rentabilität eines YouTubers, ja? What? Wer hat das wohl gesagt? Es war auch ein großer YouTuber, der es in Deutschland gesagt hat. Oder so ähnlich zumindest. Ahnung. Ja. Bestimmt Case Freak oder so. Ich sag nicht dazu, Marvin. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Er hat einfach für zwei. Warum hat. Flash. Er hat einfach für N-Word gevotet. Ich. Ja, ich mag dich nicht mehr. Aber er hat zweimal gevotet dafür. Ihr seid doch alle so. Ich kann nicht aber. Hier. Ja. Entwert es an. Toll. Ich kann dich ja eskalieren hier, weil. Ich will meine Community nicht beleidigen. Also müsste man so einen Crash-Counter einbauen. Crash? Naja, so ein Death-Counter. Weißt du, was ich meine? Aber ein Death-Counter macht sich in einem Stream kacke, Marvin. Kann ich nicht machen. Naja, ich meine so als YouTube-Video nochmal so. Ein Death-Counter, ne? Nee, ein Death-Counter macht hier keinen Sinn, Marvin. In einem Jump-Run, wo man denkt, würde ein Death-Counter Sinn machen oder so, ja? Aber hier. In Cluster Truck, ich kenne keinen, der Cluster Truck einfach First Trade alle Levels macht, ja. Na, so als Stream-Zusammenschnitt können wir das vielleicht machen. Ja, na gut, ja, hast du recht, Warhammer, du hast mir viel Spaß gewünscht, trotzdem ist es kacke, was du gevotet hast, ja. Ich komme nicht mit klar. Ich komme nicht mit klar, ist aber auch so gewollt, aber trotzdem ist es. Ich bin nachher noch ein bisschen super hot, Marvin. Hast du gerade Zeit? Kannst gucken, wer gerade super hot streamt? Klar kann ich das machen. Ob Leute super hot streamen? Wenn nicht, dann kann ich wieder allein die ganzen Zuschauer abgrasen, super hot sehen wollen, ja? Super hot. Super hot hat irgendwie auch was. Viele? Ja. Was der meiste mit den meisten Zuschauern? 5 Zuschauer. Wie viele Leute streamen gerade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der Rest hat 0 wahrscheinlich, oder? Oder 1? Warte. Der eine hat 5, dann hat einer nur 4, dann hat einer 3. Ist die Frage, Marvin, ist der 2. Deutsch der größte? Ist einer von den Deutsch? Super hot, bro, to affiliate. Nee, glaub nicht. War keiner von den Deutsch? Nee. Überhaupt wird mein Human Fail Flat angezeigt, wenn ich Super hot eingebe. Keine Ahnung. Also gut, dann sind es nur noch 6. Noch 6? Warum nur noch 6? Naja, achso. Weil beim Stream die falsche Kategorie angegeben hat, hat sich geändert, Marvin, deswegen. Achso. Eigentlich ein Twitch-Spannengrund, ja. In der falschen Kategorie zu streamen ist wirklich ein Twitch-Spannengrund. Und zumindest eine Verwarnung oder sowas, wenn es sowas gibt. Da hat sich Twitch ein bisschen, aber das kann ich auch verstehen, ja. Wenn Leute einen Stream suchen, dass einfach irgendein anderer Titel drin ist, dann ist es kacke, ja.
Siehst du öfter mal. Drum meint ihr vielleicht Far Cry 5 oder so, dann wird auf einmal GTA angezeigt. Ja, CSGO und dann siehst du Eurotrucks am Rumgammeln, ja. Klar, wenn sag mal, wenn sag mal, das Spiel wechselt gerade und das dauert ein bisschen übernommen wird, dann ist kein Problem. Das ist ja nicht das Problem. Wenn einfach halt 2 Stunden schon im falschen Kategorie streams, dann ist ein bisschen doof. Muss man auch immer dran denken. Ist er ins Bett? Ich glaube. Wenn wir uns Stream ausmachen, machen wir uns alleine, können das wir. Um einmal zu essen. Ja, macht so. Also ich glaube, ich geh jetzt offline. Das dient zur Unterhaltung, schreibt Lashheimer. Du gehst offline gleich. Na gut, Lashheimer, wenn Marv offline geht. Nichts genickt, Lashheimer, aber. Dann geh ich auch ins Bett. Dann machen wir mal zu essen, offscreen noch so ein bisschen. Weil irgendwie habe ich jetzt genug. Ich kann den Scheiß noch runterladen jetzt, dann in Sony Vegas noch reinschmeißen, die beiden Videos zusammenschneiden noch. Und das wird ewig dauern mit Rennen und sowas. Naja. Deswegen, ja. Trotzdem schöner Stream. Ich habe immerhin einen Follower zugekommen. Warum wollte man nicht folgen? Warum wollte es mir nicht folgen, aber ja. Mal gucken. Mal gucken. Was soll ich noch machen? Aber wenn, du darfst hautnah aber dabei sein, wenn ich gerade streame, ja, ist ja wohl eine Ehre hier, ja. Ey, wenn du mal große berühmt bist, kann ich sagen, ich war von Anfang an dabei. Ja, was du noch nicht bist. Klar. Hast du noch nicht gefolgt? Ja und? Ich bin trotzdem von Anfang an dabei. Ja, aber unsere Sache ist halt groß und berühmt zu werden. Bei mir? Vielleicht in 10 Jahren, wenn ich einen Bonus habe. Wenn du endlich mal dick geworden bist. Ich mache von dem YouTube-Money einfach eine plastische Chirurgie, plastische Eingriff und dann passt es, ja. Mhm. Oder ich drehe mit Katja Krassewitz einfach Let's Plays, ja. Oder du. Oder du isst einfach so viel, dass du dick wirst. Meinst du jemand, aber dick machen ist aber nicht, glaube ich, nicht so ansprechend aus. Ja, aber ich glaube, das wollen die kleinen Kinder nicht sehen. Und auf was? Twitch kriegt der Männer, Brüste, Behaarte. Alles klar. Aber bist du gegangen? Oh, Marvin ist weg. Na gut. Wollen wir noch vielleicht ein bisschen probieren. Aber wir spielen noch mit den Fat Truck. Spielen wir noch einmal kurz hier. Den Effekt durch. Und dann werde ich auch den Stream ausmachen, denn werden einfach dann auch nur zu essen, mal ein bisschen offscreen noch, weil es ist erst 0:21 und wir müssen essen machen noch. Gott, blöd mit Dings. Ach, bitte, 2. Naja, Fat Trucks, hab ich hatte mal Fat Trucks optional, Flash einmal. Ich weiß es gar nicht. Aber ich sitze ewig kein schon an dem Level rum. Ich würde interessieren, wie viele Tastenschläge, wenn die Razer das getrackt hat, wie viele Tastenschläge es sind, ja. Weil das wäre schon interessant zu wissen. Weil ich spiele jetzt bestimmt schon, kann ich ans Team gucken. Ich spiele jetzt schon mit 11 Minuten Cluster Truck. Da muss ich, habe ich ja schon deutlich an Tastenschläge reingeschmissen. Wollen wir dann noch, wie weit noch zum Stream? Ja, ich wollte noch was zu essen machen und dann aufs also ins Bett gehen. Eigentlich, wir können morgen wieder Eurotrucks spielen. Eurotrucks. Fällt der Name nicht ein? Okay. Spin Tires Modrunner können wir morgen spielen. Zusammen mit Nick. Wir können die Map weiterspielen. Das können wir auf jeden Fall machen. Wenn Nick den Schüsse noch dann teilt und so. Das ist Fat Trucks. Oh, ist eigentlich ganz gut eigentlich. Okay. Fat Trucks ist mega der Vorteil einfach. Danke Leute für Fat Trucks. Als ob. Ist mega gut. Also, danke Leute. Danke, Dings. Flashhammer. Soll ich welches verkacken? Ach, ich wusste es. Ich muss mal, ob sich das Leute auf Dings angucken. Auf YouTube, weil andere Reload haben sich sogar, ich glaube, viele muss angeguckt. 28 Leute, das ist mehr als hier, wenn wir es sonst kriegen. Ja, na dann. Ja, wenn das jetzt so meint ist, dass wir dann später, also morgen, dann ist wir auf jeden Fall dafür. Ob Nick dann noch wirklich noch dann den Zwischen hat und sowas. Und dann auf jeden Fall. Mir hat es wirklich Spaß gemacht.
Und dann ist mein Spiel abgekackt und das fand ich ein bisschen kacke. Und jetzt ist es weg. Jetzt kommt Werbung von Film. Okay. Ja gut, das ist natürlich. Oh, die Werbung habe ich keinen Einfluss drauf. Ich weiß nicht, ob man Geld dafür bekommt, wenn man bisschen größer ist auf Twitch. Ich glaube, man kann auch die Werbung ein. Ich habe keine. Ich habe irgendwas falsch erzählt. Ich glaube, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Subscriben kann man ja irgendwann dann. Ab 1000 Follower oder so. Oder ach. Road to 10 Follower, würde ich eher sagen. Ist angesagt erstmal. Es noch zwei Stück fehlen, ja? Ja, wenn wir gleich ein 10 Follower Special hier rausschmeißen, dann ja. Ja, naja, warum hast du Tin Trucks ge. Oh, Alter. Bitte nicht. Es ist doch nicht dein Ernst, oder? Tin Trucks auf der Map? Bitte nicht. Wie doch. Low Gravity. Low Gravity wäre wirklich richtig gut, eigentlich. Warte, das krieg ich doch auch hin. Aber ich kann nicht zweimal stimmen. Raustappen, ach Quatsch. Ich spiele auch den Tin Truck Modus dann und dann ruhig ich langweilig Stream aus. Ich wollte schon vorhin Stream ausmachen, ich habe mich einfach festgespielt hier. Das ist gerade so ein kleiner Flau, muss ich sagen. Oh, wir sind recht weit. Da war das Rohr. Vielleicht wäre auch ein anderer Effekt hilfreicher. Ich hab's immer so viel nach rechten, liest ja, aber es ist erst zu spät immer. Bitte doch, ja klar. Ja. Ach nein, das kommt. Jetzt kommt mein Lieblingstrucks. Ich mag sie ganz toll. Ich würde mich ganz toll freuen darüber, über die ganz schmalen kleinen Trucks. Ah! Ist richtig kalt hier. Was ist denn los hier? Mensch. Ach ja. Aber wir wissen ja, alle Trucks sind Gift, ja. Gefährlich, Kinder, pass auf. Trucks, und man sollte niemals auf Trucks oben herumspringen, ja, weil es ist gefährlich. Das ist nur erfahrene Profis machen wie mich. Denn ich bin ausgebildeter Truckspringer. Das habe ich 2,5 Jahre habe ich das gelernt. Es ist ein Ausbildungsberuf, ist es nicht, aber es ist ein Lehrgang, 2,5 Jahre lang. Truckspringer, ja. Es ist schon gefährlich, es macht Spaß, ja. Aber ich bin halt noch nicht für abgeschlossen, Abschlussprüfung kommt noch als Truckspringer. Warum bist du Gift? Lärstämme, warum bist du. Nee. Kroketten sind Gift, ja. Jetzt wissen wir was. Kroketten und. Warum blöd? Oh, da war ein Dach. Die Tiny Trucks zu Ende. Sehr gut. Alles klar. Einmal noch. Wird noch schon öfter dauern. Ich hatte Bots zu Flow auf. Es ist einfach nicht langweilig. Also nicht. Gut. Das war's dann. Ja, doch. Achse Gorgonzola. Gorgonzola braucht der Käse. Naja. Und weil ich jetzt richtig gelesen habe, Gorgonzola. Ich habe noch nie so gegessen, aber gibt, glaube ich. Bei Kaufland gab es mal Tiefkühlnudeln mit Gorgonzola und Spinat. Da war es eigentlich ganz lecker, aber so gegessen habe ich noch nie, muss ich sagen. So, Main to Menü. Quit. So. Das war also unser. Deiner Livestream. Wie lange geht der jetzt schon wieder hier? 2 Stunden geht jetzt die Runde schon wieder hier vor Cluster Truck spielen. Kommt davor noch was gespielt, ich weiß. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Waren wieder ein toller Stream, waren eine Menge Leute da. Menge Leute. Naja, Nick, Marvin. Lehrscheinbar. Ja. Und die Leute, die auf Twitch das nochmal zugucken,
Könnt ihr gerne ein Follower lassen und dann nochmal vorbeigucken später. Und hier auf YouTube. Der Link zum Twitch-Kanal, der ist unter der Videobeschreibung. Ja, vielleicht mal, schlaf auch gut, ich gehe auch ins Bett und auch nicht mehr so lang. Ja, also an die, die jetzt einfach auf YouTube zu gucken, in der Videobeschreibung, gleich müsste der erste Link geht zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr subscribe, nicht subscribe. Folgt da mir dann einfach, denn wenn er sagt, Mensch, die Leistung würde ich gerne live sehen, dann könnt ihr einfach mal, es gibt dann eine Push-Benachricht, wenn ich dann live gehe und dann sehen wir uns vielleicht schon im nächsten Video wieder. Oder im Livestream. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Boah. Wow.